Call my phone, hit my line. Only ones who down for real, down for line. Super thug my way. So, warte mal. Ah, okay. Gut. Hi. Alter, ich hab mich gerade so krass. Mein Knie gestoßen. Hilfe. Ich mach mal kurz eine Instagram-Story. So. Obwohl, ich mach nur einen Bumerang. Immer dieses Vollgelaber, Digga, geht ja euch auch auf den Sack. Also. Na, ist ein bisschen hektisch, Digga, die Aufnahme. Ist ein bisschen hektisch, die Aufnahme, warte mal. Achso. Okay, so. Bin online. So, Black Lives Matter 6. Was geht ab, Freunde? Was geht ab? Eine Minute zu spät. Ja, ja, ja. Danke, dass du mir geantwortet hast. Oh, no problem, man. I really makes it oft. Textsicher. Bitte die ersten 10 vorlesen. Felizan Küpers. Du warst wahrscheinlich dabei, ne? Ich grüße dich, mein Friend. Ich grüße sie. Sag allen deinen Leuten, dass... Okay, wartet mal. Ich habe 6 Millionen. Ich habe... Oh, Edigel hat ein Problem. Ich wusste die ganze Zeit, dass ich was vergessen habe. Ich habe vergessen, mein Team zu bauen. Perfekt. Ich habe vergessen, mein Team zu bauen. Auch sagen wir jetzt nicht nur, weil das im Dream Squad war, ist jetzt alles weg, was ich gespeichert habe. Also hier muss ich mir Neymar hinhauen. Muss ich machen. Oder... Ich habe jetzt 6 Millionen, Chat. Ich habe auch überlegt, mir R9 wieder zu holen, ne? Aber na gut. Hast du Kubo seine Karte gesehen? Ja, ja. Nee, Story. Was er mich markiert? Was hat der Knecht gemacht? Hey, du Knecht, wenn der nicht gut ist vorne, ne? Dann ist aber was los. And Richarlison, can you please repost my story? I would appreciate that. And Elias is shit. He's not good. Knecht. Magnus, dankeschön für 5 Euro. Edi, du Knecht. Mein Kollege 18 will sich einen 14-Jährigen klären. Deine Meinung dazu? Ich finde Jürgen in der Hose lassen. Grüße Paul und den Knechten. Digga, sag den Typen, der soll den Jürgen in der Hose lassen. Das ist ja Quatsch mit ganz viel Soße, was der Mann davor hat. Aber danke für den 5er. Richarlison mit 1 Euro. Hello, I reserved my level up today with Blue Crush and want to ask you what your favorite is. That's for my answer, my friends. That you're using auf Rille for 30% of your support. Auf Rille is not the code, man. You must be Eligella is the code. Eligella is the code, man. My favorite. Oh mein Gott, ich muss hier alles. Fleischwurst. Pullermann. Mein Lieblingsgeschmack, wie gesagt, ist Triple Green und Triple Red. Okay, wartet mal, Freunde. Wie spielen wir? Ich habe 6 Millionen. Wir machen mal ganz kurz hier. Wartet. Ich habe auch überlegt. Naja, okay, ne. 4, 2, 3, 1. So. Oder wir spielen einfach mal 4, 4, 2. Digga, komm, wir spielen 4, 4, 2. Wir spielen 4-4-2, Richard auf den Außen, Mbappé eventuell. Wen habe ich denn alles so im Verein? Wartet mal. Where I have in the club? Maybe I think we must be looking. Alter, es ist so warm, ne? Es ist so warm, man kann so nicht streamen. Ich schwöre auf alles. Es ist so warm. Der bröselige Sam mit einem Sub und Alonia Bäre auch mit einem Sub. Moin an alle, die jetzt schon eingeschaltet haben. Freunde, wir müssen aber ein bisschen warten. Wir müssen so oder so noch kurz Team bauen. Also uns fehlen nur 2 Spieler. Ich muss gucken, was ich mache. Ich habe 7 Millionen oder so. Also meine Abwehr lasse ich safe so. Mare spiele ich nicht. Ihn spiele ich. Ach so.
Space Artrex ist jetzt, hat auch einen Sub rausgehauen. Dankeschön für den Sub, my friend. So, wir machen nachher auch noch ein Icon Roulette. Oh, ich habe so komische Karten noch. Fällt mir gerade auf. Mein ganzer Körper ist so klebrig und der Junge. Digga, meine auch. Es klebt alles bei mir. No homo. Es ist alles so eklig. Wo ist denn mein scheiß Arnold? Ach so. Bastian Lana mit einem Sub. Dankeschön, Basti, für den Sub. Was geht ab, Eli? Nichts. Wir bauen ganz kurz mein Team. Ich muss gucken, wen ich spiele. Also, ich habe 7 Millionen Coins und möchte in-game irgendwie. Ja. Also, ich glaube, dass ich hier Neymar zocken werde, auf jeden Fall. Der reicht. Oder wir testen halt mal, ja, das ist jetzt zu spät, Digga. Also, was hätte ich auf dem Mittwoch machen müssen? Neues Team gebaue, also so komplett neu. Neymar einfach hier. Und jetzt habe ich 6 Millionen Coins für 2 Positionen. Hier wollte ich mal KDB hinstellen, einfach um zu gucken, wie der ist. Der ist auch gar nicht so teuer. Aber ich habe halt gehört, dass der, ja, San Maximinin, Goldnehmer, ja, okay, und dann? Chemie kriege ich geschissen. Der ist nicht full cam, oh. Ja, nee, nur in-game, wie ich in-game spiele. Ich glaube, das kriege ich so schon irgendwie hin. Vorne Kräuf, nee. Guck mal, De Bruyne kostet. Na, ich weiß jetzt nicht, wie teuer der ist, ne? Jetzt kommt wieder keine Karte von dem Arsch. Can we get something? Wie teuer ist, Mann? Chat, wie teuer ist De Bruyne? Ich guck selber hier einfach kurz. De Bruyne kostet 2,5 Millionen. 2,5. Mach Firmino? Nee. Zlatan hat so eine geile Karte eigentlich bekommen. Aber Freunde, da gibt es so 2-3 Werte. Ich glaube, das war Balance und Ausdauer. Das ist so lost, was die da gemacht haben. An sich sieht die Karte so krass aus. Ja? Guckt euch das mal an. Diese Karte sieht so heftig aus. 5 Sterne Skills auch. 94, 94, 97, 97. Und dann geben die den 73 Ausdauer und 47 Balance, Alter. Das verkackt die Karte einfach so krass. Du kannst ihn nicht spielen. Also, mich würde voll interessieren, wie der sich spielen lässt. Aber mit 47 Ballons kann es eigentlich nicht so krass sein. 47 Ballons kann nicht so gut sein. Ich spiele Pelé 99. Ich würde voll gerne mal wieder R9 spielen. Einfach so. Einfach um zu gucken. Einfach mal wieder R9 zocken. Der ist aber halt ein bisschen teuer, ne? Ja, ein bisschen. Ein bisschen ist ja schon was wert, ja. Einfach mal R9 und Richard Richardson in einem Squad. Aber das kann ich mir halt leider nicht leisten. I think so. Guck mal, so würde ich sogar volle Chemie nicht haben. Doch, warte, so hier. No. I think not, no, okay. Auf jeden Fall wartet. So. So hätten alle volle Chemie. Das würde halt, das wäre schon geil. Achso. Die Frage ist, die Frage der Fragen ist halt, wie teuer ist R9? Ach, 6 Millionen, Digga, die wollen mich doch verarschen. Ohne Witz, das ist so overpriced, das ist der Wahnsinn, ne? Das ist so overpriced. Paul, Eli, die Krake kommt morgen, Freunde. Ruben 10 mit einem Sub. Danke für die Subs, danke für die Follows. Gerne alle ein Like auf das Video lassen. Richard ist nicht auf Full Cam. Ja, dann ist er jetzt auf Full. Okay, R9 geht so oder so nicht. Okay, sag mir jetzt mal einen geilen Stürmer. Ich möchte 4-4-2 spielen. Ein Stürmer, worauf hätte ich Bock? Der Stürmer kann, warte mal, De Bruyne kostet 2,5 Millionen. Das heißt, alter Schwede, habe ich gerade Affen im Kopf. Ich habe dann noch 4 Millionen oder so. 4 Millionen. 4 Millionen für einen Stürmer. Hört mir jetzt auf. Hört mir jetzt auf mit Euse, weil Euse haben wir schon 1000 Mal gehabt.
Aguero trotz, ich muss Spaß dran haben. Lars mit 10 Euro, zeig mal Puller, du Eierkopf. Habe ich schon öfter gemacht. Habe ich schon öfter gemacht, my friend. I don't know what you mean. I am not so einer. Ich bin nicht so einer. Dalgisch, Butragueno, nee. Perfekt. Chillt. Ein Stürmer, auf den ich Bock hab. Wir gucken uns das einfach mal an. Was gibt es so im Petto? Was gibt es so im Stürmer-Petto vorhanden? Was ist da so vorhanden? CR7 mal wieder eine Chance geben, maybe. CR7, Tots. Wie teuer ist denn der? Der ist nicht mal so krass teuer, aber den kannst du halt nicht linken. Ich glaube, den kann ich mir nicht leisten. Oh, der kostet 4 Millionen nur. Ich kann mir den sogar holen, lol. Ich könnte mir den holen. Aber der soll nicht so gut sein. Ich kam nicht mit den klar, Mann. Ben Yedda, Wissam. Aber der ist doch safe, der kostet doch, weiß ich nicht, wie teuer der ist. Und dir, wartet mal. Wissam, wie teuer ist Wissam? Auf Wissam hätte ich Bock. Einfach mal, um zu gucken, wie der so ist. Wissam, Ben Yedda kostet souveräne 5 Millionen, perfekt. Digga, dass der 5 Millionen kostet, ist auch so frech eigentlich. Das ist so frech, dass der 5 Millionen kostet. Der kostet einfach mehr als CR7 Tots. Totti. Als alle da. 99, 99, 99. Fernschuss nur 81. Ist das los? Rein wirr gedacht. Funktioniert das von der Chemie her? Nee. Ich glaube nicht. Das würde nicht funktionieren. Ist schwer, den zweiten Stürmer. Es gibt so viele krasse Karten und ich komme gerade auf keinen Stürmer. Cruyff, Freunde. Cruyff ist Schmutz, Mann. Ich schwör's euch, der ist nicht gut. Also, ich komme nicht mit... Der ist gut, aber... Der ist viel zu teuer. Du müsstest dir halt den hier holen und selbst der ist im Sturm nicht so geil. Der kostet 5 Millionen, Alter. Und der kostet, guck mal, Ausdauer 82. Schusskraft 84. Das ist lost, Freunde. Das ist lost, ich sag's euch. Du brauchst einen RF wegen Chemie. Nein, es geht gerade nur darum, wie ich Ingame spiele. Theoretisch gesehen... Ich bin gerade kurz davor, einfach... guck mal, RF, was es für schlechte RFs gibt eigentlich so. Das ist auch komisch. RM. Kubo. Eine richtig geile Karte bekommen. Ballons, Beweglichkeit 99 wie ich damals. Abschluss 99, perfekt. Abschluss 99. 4-4 ist auch geil. Ich will mir nicht wieder Eusebio holen, Mann. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich möchte ein bisschen was anderes bauen. Ein bisschen was anderes. De Bruyne und hier kommt halt Sissoko hin. Das ist klar. Ich sehe mich schon gleich Eusebio wieder kaufen. Ich sehe mich schon Eusebio gleich kaufen. Raul, nee. CR7 bitte. Kann ich nicht linken. Wie soll ich CR7 linken? Das funktioniert nicht. Aber einfach mal, um zu gucken, wie der wäre, ne? Geht aber. Der hat einfach nicht einen Link. Ich habe nicht eine Ikone, Hilfe. Es muss eine Ikone sein, ne? Ronaldinho ist zu teuer. Der Spieler darf 4 Millionen kosten. De Bruyne kostet 2,4, Neymar kostet ja so 200k. Also 4 Millionen, 4 Millionen darf der letzte Spieler kosten. Ronaldinho geht nicht. Pelé auch nicht. Warum 442? Wir gucken mal. Dalgisch Prime Moment. Maradona. Messi Tots. Cruyff. Garincha. Das ist echt scheiße, Digga. Ohne Icons zu bauen ist so schwer. Hilfe.
Ihr seht das, ne? Guck mal, Neymar hat ja nicht mal, also... Plan B, warte mal, wie habe ich vorhin, wie spiele ich denn in-game so hier, ne? Also, nicht in-game, sondern wenn es ins Spiel geht. So, hier kommt Neymar, ne. Hier, dann kommt da Neymar hin, maybe, und hier. Und eigentlich würde hier perfekt Maris hinpassen, ne? Für 4-2-3-1. Und Richard dann, ja, ne. Ich brauche... Ist das Schmutz, Alter. Ist das schmutzig? Gönn Cruyff, geht nicht. Miroslav Klose, Lukas Shapeshifter. Ja, ja, ich habe 4 Millionen Coins und hol mir Lukas Shapeshifter. Es ist voll schwer hier gerade, weil ich auch kaum Teams... Ich habe nur einfach... wen hatte ich letzte Woche? Ach, Neymar hatte ich... Ich hatte letzte Woche Neymar Tots, ne? Letzte Woche hatte ich Neymar Tots. San Maximinin. Im Sturm San Maximinin, da müsste ich... Na, das funktioniert nicht. Aber habe ich so viele Coins übrig, das ist auch scheiße. Obwohl, wartet mal. Ne, das geht auch nicht. Ist das schlecht, Digga? Ist das schlecht, wirklich? Best Prime, Henri, De Bruyne, Adama Traoré, Richard Sturm und dann? Es ändert nichts. Es wird nichts ändern. Ich brauche. Okay, wir spielen. Wenn ich 4-4-2 spiele und Richard und Euse, Richard und Mbappé im Sturm, ihn und ihn hier, dann brauche ich hier einen Außen. Ich würde halt dann. Na. Ich hab, wartet mal. Boah, ist das kopfig, Alter. Ist das schon wieder hier ein Nervenzusammenbruch? Ist das schon wieder hier alles ein Nervenzusammenbruch? Foodburn. Ich überlege gerade, ob ich mir Neymar und De Bruyne leisten kann. Geht aber nicht. Das wird safe nicht gehen. Weil dann würde ich einfach Maris außen spielen nochmal. Wobei Maris auch so scheiße war. Bis jetzt habe ich nichts Gutes gelesen, ne? Also so, was mich komplett catcht. Garincha im Sturm? Ne. Ne. Es gibt doch so krasse hier Kent, dass man Kent leider nicht bekommt. Auf Kent hätte ich richtig Bock. Die bringen so eine Schmutzdinger raus, ne? Bei diesen komischen... Anstatt die Kent einfach reinhauen, für eine Weekend League einfach mal um zu gucken. Und den würde ich mal echt spielen. Echt gerne würde ich den Kollegen mal einfach mal testen. Nehmen wir 5,5 Millionen, das kann ich mir in die Backe nageln. Atal kann ich mir da nicht, obwohl. Doch man, auf Atal hätte ich Bock. Auf Atal hätte ich Bock, muss ich sagen. Aber wie linkt man den Kollegen? Da braucht man braucht hier eine Icon, Mann. Und da. Oder, ne. Wie mache ich das mit Atal? Der spielt auf, spiel einfach Offcam. Atal Offcam? Voll das Schmutzteam irgendwie. Richard und Euse im Sturm. Vera lässt grüßen. Cyprien. Voll das Scheiß-Team irgendwie. Ey, ich habe so viele Coins. Wir holen erstmal De Bruyne, weil den wollte ich mir so oder so. Oh, Jan Trebel haut 27 Euro raus. Guckt jetzt, was passiert. Ich lese die Spenden gleich alle vor übrigens. Jan, das ist für dich. Gleich passiert was. Hier passiert gleich was. Hier passiert was. Jan? So ein guter YouTuber. So ein guter YouTuber. Ich bin so ein guter YouTuber. Hilfe, Chat.
So ein guter YouTuber. Jan Triebel mit 27 Euro. Kauft ihr Ronaldinho? Ich hatte schon mal Ronaldinho, ich fand den nicht so gut. Und das ist wirklich Geldverbrennung hoch 10. Sebi mit 2 Euro, hol Neymar COM-Karte, dann kannst du auch einen anderen hinpacken. Ja, aber ich hab so auch schon überlegt, das funktioniert auch nicht. Ruben mit einem Sub, Bastian Dana mit einem Sub. Danke für die ganzen Follows, die hier auch reinkommen. Vielen lieben Dank. Wir holen jetzt erstmal hier De Bruyne. Chillt mal. Wir kaufen jetzt erstmal De Bruyne. So. 2,45, 2,44. Oh, perfekt. Okay, so. Zack. Das ist schon mal angenehm. Eigentlich passt da ja Mares rein, wie weiß ich nicht was. Ja, coole Server EA Sports, Vancouver, Canada. Stell dir mal vor, jetzt mein De Bruyne ist nicht mehr da. Ist gelöscht worden. Wo ist mein De Bruyne? Ich mach keine Späße, EA Sports, Vancouver, Canada. Ah, da ist er hoffen, Digga. Ja, okay, Digga, haben die nochmal Glück gehabt. Die hätten Post von meinem Anwalt bekommen. Mann. Digga, wollen die mich verarschen? Jetzt kommt der Anwalt gleich ins Spiel, Digga. Der Anwalt kommt hier. Guckt euch das an, Mann. Ich möchte ihn. Ich habe ihn mir geholt, EA, bitte. Ich habe ihn mir geholt. Ich möchte ihn spielen. Ey, wie wird's schon wieder? Mir wird schon wieder so warm, Alter. Mir wird schon wieder, ich schwör's euch, Chen. Mir ist so warm. Ich kaufe einen Spieler, ich kann ihn nicht spielen. Ich kaufe ihn, ich kann ihn nicht spielen. Ich möchte ihn in meinem Verein machen, es funktioniert nicht. Wartet mal. Anwendung schließen. Dieses Scheiß. Oh, das Spiel ist so gut. Werd ich schon wieder aggressiv, ne? Ich kann mich nicht. Ich habe nicht mal angefangen mit dem Stream und es fängt schon an. Ich war nicht im Spiel drinnen, ne? Ich kaufe einen Spieler für 2,5 Millionen, möchte ihn in meinem Verein machen und es funktioniert nicht, weil die lost sind. Wie? Ja, Ultras Bremen mit 1 Euro, 4-2-2 mit einem Infonehmer und Benjeda Tots und De Bruyne geht. Wirklich? Das ist perfekt. Achso. Early? 4-2-2-2, Inform ZOM Neymar. Das ist doch mal ein guter Call, Digga. Genau wegen sowas. Ultras Bremen bist du bei mir Abonnent. King Bushido, Christoph, Asi Nuri, Mutti Bidune. Alle mit einem Follow. Das Problem ist, dass ich dieses Spiel nicht spielen kann, weil ich Spieler kaufe. Okay, wir kaufen einfach mal. Ah ne, das funktioniert nicht mit Ben Yedda, fällt mir gerade auf, mein Freund. Weil Ben Yedda 5 Millionen kostet. Das ist der Grund, warum es nicht geht. Sonst wäre ich da, glaube ich, auch schon drauf gekommen. Reicht safe nicht mit den Coins. Ja, das geht nicht. Mit den Coins wird es nicht hinhauen. Ja. EA, sehr cool.
Ich habe nie an euch gezweifelt. Ich verstehe nicht, wie man euch haten kann. Diese ganzen E-Sportler, die euch haten, die sind nur eifersüchtig. Weil die das nicht geschissen bekommen, was ihr geschissen bekommt habt. Wisst ihr, was ich meine, ihr E-Sports? Lasst euch da nicht runterkriegen von den ganzen Hatern. Ihr macht alles richtig. Sehr gut. Wenn ihr der Shapeshifter, nee, wir holen Atal, Freunde. Wir holen Atal, der ist cooler. Wir holen einfach mal Atal. 7 Chemie juckt mich ehrlich gesagt nicht so doll. Die Frage ist, wie teuer das ist. Ey, ich öl hier vor mir hin, ne? Das ist so warm, das ist unglaublich. Nick mit einem VIP-Sub. Dankeschön, Nick, für deinen VIP-Sub. Und Melanie Peters, Erksch und Jakub Siegert. Carlos, jo, alle mit einem Follow. Danke für die ganzen Follows. St. Maximinin. Nee, wir holen Atal-Tots, Freunde. Für die ersten Games. Ganz ehrlich, wir testen auch ein bisschen rum. Wir müssen ja hier nicht um unser Leben spielen. Die Phase ist zu Ende. Wir werden auch nächste Weekend League ein bisschen funniger. Also auch ein krasses Team haben, aber ein bisschen exotischer. Mal gucken, wie ich das dann veranstalten werde. Ich wollte auf jeden Fall mal De Bruyne testen. Ich weiß nicht, wie teuer Atal ist. Ich habe gehört, der soll nicht so krass sein. Also da gehen auch die Meinungen auseinander wie bei CR7, Tots und Totti. Alter, der ist ja ganz schön teuer. Atal. My friend, what is going on with you? You are very expensive, I think. 830.000, Hilfe. Was ist das denn? Hertha-Team, ne. Bevor ich mit einem Hertha-Team spiele, Freunde, das habe ich in FIFA 19 gemacht. Das geht nicht in so schlechten FIFA-Teilen. Weil die vorm Tor stehen und nichts reinhauen. Das ist ganz schlimm. Früher konnte man mit schlechteren Teams, also ich rede hier wirklich von Bronze-Teams und sowas, damit konntest du was reißen, aber es geht nicht mehr. Und jetzt holen wir uns noch Neymar. Und dann hätte ich noch 3 Millionen Coins zur Verfügung, perfekt. Na egal, man muss ja auch nicht immer alles ausgeben. Nachher machen wir noch ein Icon-Roulette auf jeden Fall. Ich möchte jetzt mal, komischerweise, es hört sich komisch an, aber ich habe gerade irgendwie Lust, FIFA zu spielen. Digga, dass das aus meinem Mund, das muss man eigentlich jemand klippen. Neymar, 150.000, ey. Ist das schlimm. 140.000. Ja, perfekt. David mit einem Sub. Dankeschön, David, für deinen Sub, my friend. KDB, Offcam. Was redet ihr? Walker? Ich hab keinen Bock auf Walker. Na, oder? Alter, De Bruyne bumst mich so krass, ne? De Bruyne bumst mich ja so krass. Kann ich nicht irgendwie... EA Sports? Can I play? Mann, ich muss gleich auch so viel nochmal umstellen. Ich schwöre, ich verkaufe das gleich alles wieder, ne? Wartet mal. Das ist mir hier, bis ich nämlich MS zu ST gefunden habe, Freunde. Bis dahin ist nämlich ein Tag vergangen. Wartet mal. Wir machen jetzt was ganz Trickyhaftes. Cancelo Birthday, chillt mal. Guckt jetzt, was ich mache. Ich stelle hier Neymar hin. Ich stelle da Neymar hin. Hier stelle ich De Bruyne hin. Ich kriege schon wieder Kopfschmerzen. Wenn ich hier Neymar hinstelle. Und hier Maris sind. Warum habe ich mir dann Atal geholt? Okay, wartet. Neymar. Ich hole mir mal erstmal Neymar.
Ich hol mir mal erstmal einen Helmer. Entspannt euch, wir kriegen es gleich geschissen. Die Geburt ist gleich zu Ende. Ey, das Problem ist, ich kann mich auch nicht so krass konzentrieren, weil jetzt in meinem Zimmer, no joke, ungefähr 28 Grad sind. In Berlin hat es heute so krass gewittert und danach ist die Luft immer so schwül, das ist unglaublich. 4-5-1, aber da muss ich irgendwelche Spieler schon wieder umformen. Maris ist Müll, ich wechsle den in der ersten Minute aus. Ich schwöre, ich wechsle den in der Halbzeit oder so. So, chill mal. Zack. Maris und hier einfach De Bruyne. Ich hab noch eine. Ja. KDB. Und dann wechsle ich nämlich ein Atal in der ersten Minute wie in FIFA 17. Atal, so. 1, 2. Yo, das sieht gut aus. Ronaldinho muss nicht sein. Da habe ich bessere. Idrissi zum Beispiel. Ich glaube, das ist ein richtiger ekelhafter Super-Subs hier. So, das ist the way to go. Ich schwör's euch, so werden wir das Ding machen. Ich bin auf KDB gespannt. Wenn Kevin De Bruyne nicht abliefert, dann muss ich mir wohl irgendwas anderes logischerweise holen. Okay, ab nächste Woche, Freunde, bauen wir mal exotische Teams. Wir spielen noch diese Woche so hier. Ist ja so oder so am Anfang noch. Juckt nicht. Der Weekend League meine ich. Jetzt verlieren wir erstes Spiel und dann habe ich schon wieder mega Bock. 4-2-3-1. Jetzt müssen wir auch noch 4-2-3-1 spielen, fällt mir gerade auf. Obwohl 4-4-2 können wir auch. Wartet mal. Individuelle Taktik, wir spielen 4-4-2. Engine auf KDB mache ich gleich. Ich lese auch gleich die Spenden vor. Ich muss hier ganz kurz nur auf mein Leben klarkommen, Freunde. Ich fühle mich gerade so, das glaubt ihr gar nicht, wie ich mich fühle. So voll lost. Also loster noch als sonst. I can't explain that. Zurückfallen lassen nicht. Ausgeglichen. Tiefe 3. Schneller Aufbau muss nicht sein. Ausgeglichen. Zack, zack. Zack. Anweisungen. Hinten bleiben. Erstmal mache ich die Aufstellungen. Mbappé im Sturm. Mit Richard. Mbappé und Richard im Sturm. Mahrez machen wir mal dahin. Neymar und Ndombele tauschen auf. Weil er mich immer voll labert. Wir machen es aber. Wir machen es so hier. Zack. Anweisungen. Hinten bleiben, Kollege. Hinten bleiben. Ndombele hinten bleiben. Ich glaube, das hier auch hinten bleiben. Und hier. Ich weiß nicht, hier kann man richtig geile Sachen einstellen eigentlich. Aber ich weiß nicht, was die da eingestellt haben. Ich muss mal Umut fragen, was der Knecht da eingestellt hat. Abwehr überlaufen. Ist Umut im Chat? Umut, bist du im Chat zufällig? Edi Geller. Das funktioniert doch so, Freunde. 4-5-1. Ja, okay, aber 4-5-1 funktioniert mit... Wartet. Wo soll denn das funktionieren mit 4-5-1? Ich muss Mbappé hier spielen und es... Ach, es geht nicht, Leute. Wir wechseln ihn einfach in der Halbzeit ein. Zack. Wenn ich hier Atal hinstelle, hat auch keine Zukunft. Weil, Es geht nicht. Solange meine Mods nicht reinschreiben, funktioniert es nicht. Also ich möchte Atal von Anfang an spielen, das ist das Ding. Das ist das eigentlich das Problem hier gerade. Richard im Sturm, so. So werden wir spielen. So, Richard, was ist jetzt, hat es jetzt gespeichert? Yes, I think. 4-4-2 ausgeglichen, 4-2-3-1. Guck ich mir auch nochmal kurz an, was da so, wer so rumrennt. Neymar im Sturm ist schon mal Schmutz und zwar machen wir das so. Okay, ich bin auf die Bräune gespannt. Ich lese Spenden vor. Luca mit 1 Euro, ich verneige mich vor dir, Edi, da du es immer noch schaffst, dieses scheiß Dreckspiel zu zocken. Kein Ding. Andreas mit 1 Euro, wer ist der beste Brasilianer in der Premier League? Freund meinte Bobby, der ist lost. Boah, Digga, der beste Brasilianer in der Premier League? Wer ist der beste Brasilianer in der Premier League, Chat? Wie gibt's denn da so? Der beste Brasilianer in der Premier League? Wer?
Richard Richarlison, würde ich mal so sagen. Würde ich mal so behaupten. Ultras Bremen mit 1 Euro, das wäre es. Fehlen 500k, ja. Aber werde ich vielleicht einfach nächste Weekend nicht machen. Ramsey Hartmann, perfekt. Mit 1 Euro. Moin Meister, denkst du, wenn Meister Oguay nicht gestorben wäre, hätte trotzdem Teilung besiegt? Digga, Tai Lung war so eine Maschine, der war so OP, ich schwör's euch. Tai Lung war so OP. War schlimmer als Benir da Tots. Tai Lung, ich war Fan von dem, ne? Von Tai Lung. Erstes Spiel hier direkt gegen irgendwelche verschwitzten Schwitz. Obwohl. Engine of Candy V, das habe ich jetzt verpasst. Teasy Army, sind die Arschgesichter offline gegangen? Teasy rated dich. Ehrenmänner. Die Eierköpfe raiden mich. Thanks! Ich hab gesehen, Loris Karus war bei euch vorhin im Stream. Was will der eigentlich immer bei euch knechten? Was will der immer bei euch? Loris, wenn du es hörst, ich hab auch hier noch einen Platz neben mir. Da ist ein Platz immer schön frei für einen. Ja, würde ich nicht sagen, aber you can. Nicht bei diesen Eiergesichtern. Mit ihren scheiß Akzenten. Versteht doch, halb Deutschland versteht die nicht mal. Ja, du Lutschen gegangen. Sind wir Lutschen gegangen. Knechte. Sind wir Lutschen gegangen? Durchlassen und Richard hat schon wieder keine Bremse. Decker, der hat so einen Humpen in seinem linken Fuß drin. Hat Loris Karius schon mal gegen Richard Richarlison gespielt? Sind die Teases hier im Chat? Hat Loris Karius schon mal gegen Richard Richarlison gespielt? Decker, ich würde so viel machen, um ihn in echt zu sehen, ne? Rutsche gegangen. Ja, Apollo, der kleine Frecke, dem geht's irgendwie gar nicht gut, Freunde. Der hat seit heute Morgen um 10 Uhr nichts mehr gegessen. Ich mache mir schon riesengroße Sorgen. Und der andere Knecht, Leute, ich brauche jetzt mal kurz eure Hilfe. Welches Grau soll ich nehmen bei meinem Haus? Das eher dunklere, das hellere, das mitteldunkelgraue? Scheiß Knecht, Digga, nimm doch, was du willst. Oder, Leute, das ist jetzt unbezahlte Werbung, aber diese Grillplatte, ne, auf der, da tropft nichts, da ist alles gut, einmal rüberwischen und du hast keine Flecken, das ist so entspannt, 1000-mal besser als normaler Grill, Leute, ich sag's euch, jedes Mal, Digga, eins von den beiden Knechtgesichtern macht immer so eine Story, eins von den beiden. Der Grill, Leute. Das dunkelgrau. So eine Arschkinder. Tepaniki. Wie heißt das? Tepanikfeld. Ja, dieses scheiß Tepanikfeld, Alter. Ich empfolge dem bald, wenn es so weitergeht. Rip Atal. Ah, scheiße. Atal kommt rein ins Game. Oder ich mache Trick 17. Immer, wenn ich 2 Tore mache, drücke ich einfach Stopp. Dann quitten die oder ich wechsle Atal ein. So klingen die, ne? Ja, finde ich auch. Oh, Robertson, Digga, lass ich da doch nicht so abdings dann. Ede steht immer noch 28. Ne, wir sind schon fertig, Freunde, mit der WM. Ist hier gerade Division Rivals. Ey, Digga, 30 Games. 30 Games muss ich mir jetzt hier gleich geben. Yes, yes, I have very fun and really don't have. Komm mal, KDB. Ich bin so gespannt, mein Freund, was du drauf hast. Okay. Was spielst du denn überhaupt gerade für eine Formation? Ach so, ausgeglichen, perfekt. 4-4-2 spielen wir jetzt. So, wartet mal. Oh mein Gott, wie sich die spielen lassen gerade. Was ist hier los? Tapanyaki fällt, ihr Fickfetzen. Tapanyaki fällt. Ja, sehr gut. Liverpool ist Meister. Was sagst du da zum Punkt Abstand? Digga, Liverpool Ehrenverein. Ich feier die. Erfolgsfan. Ich bin so ein Erfolgsfan. Nee, aber ich finde, die haben so geil gespielt. Immer mit ihrem Gepresse und die ganze Scheiße, was sie da immer gemacht haben. Sofort Gegner gepresst. Geilen Fußball gespielt. Geile Mannschaft einfach. Keiner ist da unsympathisch, finde ich. Sag mir einen unsympathischen Spieler aus der ersten Elf bei Liverpool. Oder ersten 14 so. Sag mir einen unsympathischen Spieler. Was war denn das für eine Flanke?
Wie viel stehst du? 0-0, ich muss das mal einstellen. Das ist das erste Game hier gerade. Entspannter Stream heute, Freunde. Ein bisschen labern, ein bisschen WL. Ich werde nicht um mein Leben schwitzen. Robertson, findet ihr unsympathisch? Warum findet ihr Robertson unsympathisch? Was hat er gemacht? Was hat er denn gemacht, Freunde? Warum schreiben alle Robertson? Hat er irgendwas gemacht, wovon ich nichts weiß? Andrew, warum hatet dich mein Chat? Ach Richard, steh doch danach wieder auf. Gegen Messi in der CL, Lutscher. Was hat er gemacht? Was hat er denn gegen Messi gemacht? Die sind alle sympathisch. Ja, ich finde jetzt auch keinen, wo ich sage, oh, der ist mir jetzt extrem unsympathisch. Sowas wie bei Diego Costa oder so. Wobei, ich finde eigentlich Diego Costa ist immer witzig, wenn man so sieht, wie der so zockt. Da ist immer Feuer drin. Ich sage nicht, dass ich es gut finde, aber da ist wenigstens immer Feuer drin. Wenn die gegen Real zocken. Richarlison gefällt das nicht. Der hat gegen Richie gemobbt. Ja, okay, die haben gegen die alle. Meine komplette Abwehr hat gegen Richie gemobbt. Weil das ein Derby ist, Freunde. Everton gegen Liverpool, da mucken immer alle rum. Der Gegner Ben Yedder. Hat er den eingewechselt? Ey, was mit dem Gameplay los, Freunde? Richtig schlimm gerade. Viele dachten ja, ich war vorhin in Umuts Stream und ich habe ihn wirklich, ich habe ihn gefragt, wie ein Übersteiger nach vorne geht, weil ich das nicht kann, ne, in die Laufrichtung. Also so gezielt, ich versuche das die ganze Zeit zu lernen. Das hier, also irgendwie, so, aber er macht bei mir immer so viele. Ich will, dass er einen Übersteiger macht, Digga. Warum macht er so viele? Ein Übersteiger und nach vorne rennt. Das ist, keine Ahnung, was ich da falsch mache. Jetzt mal Real Talk, kann mir einer sagen, was ich da falsch mache? Sydney DC, ja, ich hole ihn gleich rein. Ich hole ihn gleich einem runter. Guck mal hier. Nee. Nee. Digga, wie geht das? Ich rufe ihn gleich an, wenn der Ball in aus ist. Jo, Richard. Richard hat was dagegen. Richard hat eine Idee. So lecker, Chat. Richard ist so lecker. Ich rufe ja schon den Knechten an. Ich gebe ein DC bei der Suchleiste Lost. Junge, der war so wuselig gerade. Richard war so wuselig. EA gönnt aber auch gar nicht, Digga. Die machen Facecam bei Richard und machen da seinen Pickel auch noch hin. Der hat einen Pickel an der Seite. Anstatt die mal gönnen und sagen, ja, okay, Digga, jeder bekommt meinen Pickel, wir machen raus. Der hat einfach an der Leiste einen richtig fetten Pickel in-game. Ist euch das mal aufgefallen bei Richard? Wie lost kann man denn sein? Was willst du, Junge? Ne? Hallo? Hä? Do you hear me? Yes, I hear you. Yes, very nice, man. Ich hab gehört, ein Punkt hat dir gefehlt. Ist das true? Ja, Mann. Digga, ein Kill. Und wir wurden dreimal Zweiter, wir hätten 14 Punkte bekommen für einen. Nicht so ein Angsthasen-Fortnite spielen. So spielt man. Nicht so ein Angsthasen-Fortnite spielen, Friede. So vielleicht läuft's dann. So spielt man das nicht, Digga. Du auch mal ein paar Klöten ja wachsen lassen. Guck dir mal an, wie Mongral und so spielen. Die machen 47 Tore. Dings da. Sag mal was? Hallo, 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 hallo. Ist ein bisschen leise. Warte mal. So, Rewards kurz. Auf Balladier. Sag mal was? Hallo, wie stehst du? 0-0. Wir sind drin. Walkout! Keine Special Card. Bosnien. RM? So, jetzt. Visca? In Form. Ich dachte gerade Visca Tots. Hä? Visca in Form? So, jetzt müsste es gut sein, Freunde. Ja, man kann alles ziehen. Benny mit 1 Euro. Warum steht bei dir 28,2? Ich hab's wieder rückgängig gemacht. Die Minion mit 2 Euro fehlt mit bei der WL. Aber sehr ehrlich, Server räudig. Server, ich hab auch gerade schon gesagt, die Mino, die komisches Gameplay.
Also die letzten zwei Wochen fand ich das Gameplay sogar gut. Das ist ja das Schlimme an der ganzen Sache. Das Game ist scheiße, aber die Server waren die letzten zwei Wochen nicht so schlecht wie sonst. Wieso macht er so viele Übersteiger? Sydney, kannst du Übersteiger so early? Warte, walkout. Kolumbien? Bruder mit 2 Euro, Meister, kannst du mich grüßen? Zapata, Hilfe. Nee, ich mach keinen Übersteiger. Wie stehst du? 0-0. Doch, oha. Zapata, Nkulu, Ake. Der Mann kostet doch ein bisschen was. So. Wie spielt sich 94er KK als ZOM? Hatte ich noch nie. Timme war so traurig, Alter. Edi, die Krake, was sind deine Tipps für morgen? Ich hab mir das noch nicht alles angeguckt, aber ich kann euch jetzt schon sagen, dass ich mein Leben auf Düsseldorf. Also Düsseldorf wird nicht verlieren. Morgen. Düsseldorf wird niemals gegen Union verlieren. Niemals. Ja, Mari. Das ist richtige Dreckserver, was ist denn los? Guck mal, jetzt Übersteiger. Er macht immer zwei, warum? Jo, machst beim Übersteiger mit dem linken schräg nach rechts oder nach links? Ja, ich mach das ja. Ach. Ich mach so, dann mach ich den Trick und dann. Ach, so, nach dem ersten Übersteiger muss ich, glaube ich, irgendwas mit meinem linken Stick machen. Erste, Bro. So, warte mal. Zack. Ah ja. Ah ja! Wir holen 30-0 die WL. Wir haben den Übersteiger gelernt. Ich bin E-Sportler seit 3 Jahren. Ich habe jetzt den Übersteiger gelernt, nach vorne. Also ich wusste immer, wie es zur Seite und so geht, weil man brauchte das früher nie, den Übersteiger nach vorne, in meinen Augen. Und jetzt habe ich mir das mal ein bisschen angeguckt. Du kriegst einen guten Tempo-Boost, aber ich muss mir das jetzt erstmal... Okay, aber ich darf das nicht so schräg... Nein, Freunde. Ich möchte, dass er den nach vorne macht. Trotzdem nach vorne. Also vorne. Nicht so seitlich, sondern auch schon mehr vorne so. Warte mal. Vorne. So diagonal, meinst du? Ja, ne, so ganz leicht. Ne, steht 1-1. Dicker. Der Typ, ne? Ich hole den jetzt in Discord, ich schwöre, ich rufe den an. Ah nein, der schreckt uns nur die Ohren voll. Ich rufe ihn an. Oh, ich spiel dieses Scheißspiel überhaupt noch. Ich rufe ihn jetzt an. Nicht leiden, danke schön für deinen Resub im 6. Monat. Ich rufe ihn jetzt an. Bender. Bestehende Gruppe erstellen. Eins. Wie heißt das Lied? Bruce Wayne heißt es. Real Talk. Nee, hat Richard markiert. Ich hab's gesehen. Er meinte doch letzte Woche, dass es seine letzte WL wird. Ja. Man muss halt irgendwie spielen, ne? Ohne Witz, Freunde, so als YouTuber-Mann oder Streamer-Mann ist gezwungen. Man ist wirklich gezwungen, dieses Spiel so zu streamen, weil du hast sonst keinen Content. Ja, Mann. Ich mach's auch einfach Freitag und noch ein bisschen hier streamen. Fuß vor. Oh. Bilderrahmen für Richards und Trikot. Eigentlich schon, ne, Chat? Mo mit 2 Euro, wie findest du Nesta Prime? Finde ihn eigentlich gut. Nicht so gut, mein Freund. Nicht so gut, Mo. Dankeschön für die ganzen Spenden. Ich lese hier alles vor, was reinkommt. Der andere, 187, It's Chrissy, Mick, Gecko, Kevin und PS Panda 17. Alle mit einem Follow. Danke für die Follows. Wir wurden 3123 da. Top 3000 qualifiziert sich. Ein Punkt hat gefehlt. Mach mal Command, bitte. Ja, du bist halt angewiesen von der WL wegen den Rewards. Nee, gar nicht. Nick Gaming TV. Die Rewards ist das wenigste, der geringste Punkt, warum ich spiele. Wenn ich nicht die Weekend League streamen würde, würden mir 2 Streams wegfallen. Geht immer. Den Reward Stream, so, da mache ich ja nicht mal meine Rewards auf, so, da mache ich ja zu 95% Euro Rewards auf. Also, das ist nicht der Grund. Umut, Roberto Carlos ist so schlecht, ich lüge nicht. Umut, ich versuche gerade Übersteiger zu lernen. Top. Er dachte, ich verarsche ihn, ich habe ihm wirklich geschrieben, wie das geht. Er dachte, ich meine das nicht ernst, Digga, ich meinte das todernst. Seht ihr das? Seht ihr den Tempo-Boost? Ich wusste nie, wie man den macht. Also ich wusste, wie es funktioniert, aber bei mir haben die immer so voll viele Übersteiger hintereinander gemacht. Ich wusste nicht, dass ich den linken Stick dann nochmal ein bisschen verstellen muss. Yannick, danke für den Reset im 4. Monat. Kuss geht raus. Aber ich muss den halt in Drucksituationen freuen, das ist nicht einfach. Das alles so zu machen. Das ist nicht so einfach.
Mm, nee, ist salzig. Ja, normal ist der salzig. Nee, schafft nicht mal 5-0 zu starten die letzten 7 Wochen. Der hat 19-11 geholt letzte Weekend League. Und der strengt sich auch noch richtig an, der mutet sich immer und so. Freunde, ich lese euch gleich mal den Chatverlauf zwischen in unserer Gruppe vor von letzter Woche, wie viel Salz da in dieser Gruppe war. Da war so viel Salz in der Gruppe, ich lese euch das gleich mal vor. Weil wir provozieren uns immer. warte. 19.11. Habe ich erstmal ein souveränes Foto reingeschickt. Mann. 3-1-2-3. Alex. Du bist ein richtiger Ehrenmann, feier immer abends deine Streams. Dankeschön, mein Freund. Vielen lieben Dank. Ich werde benutzt zum Einschlafen. Aber wirklich, der Stream, der mir wirklich jetzt Real Talk am meisten Bock macht, ist der Mittwochstream. Atal, guter Weiter. Abseits. Weil Mittwochfreunde sind alle zu Hause, es ist mitten in der Woche, weil jetzt zum Beispiel sind viele gerade draußen. Mittwoch sind alle zu Hause, ist so ein richtig loster Tag. Und alle sind zu Hause, alle haben Langeweile, ich muss nicht FIFA spielen. Ich kann nur labern, das macht richtig Bock, muss ich sagen. Donnerstag, Mittwoch. Leute, kann sein, dass ich morgen so gegen 12, 13 Uhr wieder online komme. Bis Bundesliga. Und dann abends nochmal. Hallo, Herr Schiedsrichter. Mann, dass so eine Spiele nicht dein Thumb mehr ist gut, ne? 98. Nee. Achso. Peter heute mit 2 Euro. Elisa, bitte, Paul, du bist der größte Ehrenmann. Paul, du bist der größte Ehrenmann. Dankeschön für 2 Euro. Schmutz, das leckt auch hier. Was ist denn los, EA Sport? What is going on, maybe? Krank, ne? Das ist aber normal bei mir so, manchmal so Tore. Richtig sexy einfach. Ref. Schiedsrichter, what is going on? Roberto, hab ne Fackel, gute Eck! Spiel Richard an, der will's wissen. Oh, das war doch kein Abseits. Wusel dich am Schläger, maybe. No. In Early halt auch. Ich bin echt, Freunde, ich hab aber jetzt. Tischtennis habe ich letzte Woche ein bisschen vernachlässigt, muss ich Early sehen. Eine Woche, Junge. Eine Woche ist du bist ja so am Reinsweaten. Digga, ich bin da so am Grinden. Peter Holder. Wenn du mich jetzt nicht besiegst, Junge, Hilfe. Dann bist du so untalentiert. Julia Kruska, DevDelf, kennst du den Opa Engelbert und Ghost Ben? Alle mit einem Follow. Tim Helwig followed rein. Dankeschön für den Follow. Richie Rich trifft gegen mich. Ehrenmann. Ein Hochwert. Shapeshifter. Wir haben 4000 Likes auf dem Stream, Freunde. Macht mal hier die 6000 full? 6000? 6000 maybe? You can. Er will sich nicht blamieren in Mykonos. Ach, gibt's da überhaupt eine Platte? Stimmt nicht. Da hat aber eine Angst. Das höre ich da raus auf jeden Fall. Ja. Das höre ich raus, dass da jemand Angst hat, Chat. Hört ihr das auch? Eins in den Chat, wenn Frieda Angst hat. Das hat sich ganz, eine ganz zittrige Stimme war das da gerade. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich habe extra eine genommen ohne Tischtennisplatte. Die haben Urlaubsauto. Die haben extra, Urlaub gebucht, wo es keine Platte gibt. Weißt du, was reinknallen wird? Haustour. Ja. Hatte Jordan, weißt du, was reinknallen würde, wenn ich mit von Anfang an fliegen würde? Hatte Jordan heute auch geschrieben. Oder was die vorhaben, wie die dahinter. Ja, aber ist nicht. Ja, geht nicht, ich weiß. Aber wenn das funktioniert hätte, das wäre ekelhaft. Dann wärst du am Start, oder was? Nein, aber das wäre krass. Die wollten, Freunde, die wollten da mit einem Privat-Dings dahin fliegen. Die wollten da privat hinfliegen. Privat-Segelboot.
Hä? Ein Segelboot. Ein Privatsegelboot. Ein Privatsegelboot. Wollten die dahin fliegen? Achso, Chat, scheiße. Hab ich vergessen. Wir werden dich vermissen, Dicker. Ich bin nur fünf Tage weg. Also ihr werdet fünf Tage keinen Stream haben, Martin. Aber ihr werdet drei Videos haben. In Real Life Stream kriegt ihr von mir. Wir spielen gegen den Ägypter. In der Arabie? Digga, auch Instagram Live werde ich vorauf gehen, glaube ich. Insta Live. Ich werde euch nicht in Frieden lassen, Leute. Keine Angst. Seid in Frieden. Illegaler. Geht dir auch langsam das Pulver aus, ja, bei Digga, Instagram? Mir ging das Pulver so aus. Mir ging das Pulver. So ich habe heute nachgerechnet, nämlich. Ich habe es nachgeguckt. Musst du so lachen. Ich so, drei Wochen, Digga. Drei Wochen oder so. Ich so, was mache ich jetzt? Habe ich gerechnet. Wann eventuell nächstes Bild? Mykonos, werde ich safe ein paar Dinger raufkloppen. Aber bis dahin habe ich halt auch nichts im Petto, ne? Und dann musste ich mir irgendwas jetzt einfallen lassen. Kenn ich. Ah. Fühl ich auch. Da beißt man halt aufs Zahnfleisch. Was soll ich euch erzählen, Freunde? Da muss man zu Selfies greifen. Ja. Auf Wiedersehen. Yo, Testing hält ihn wahrscheinlich. Alte Bilder? Nee, Selfies. Selfies sind noch schlimmer. Kannst du bitte auf Willi Witz ja, eigentlich nicht reagieren? Eigentlich ganz normal. Eigentlich ganz normal, dass man Selfies postet. Ja, Selfies sind nicht so schlimm. Also, wenn du nicht zu viele postest, dann geht's. Auf lästig. Dann geht's. Man muss nicht immer das krasseste Qualitätsfoto drin haben. Wenn du jetzt salzig, Freunde, der kommt nicht. Da steht 1-1. Ein salziger Ernä. Aber das ist eigentlich unclever, weil wenn du mit jemandem in der Party bist oder so, im Discord, dann der reagierst du dich ab oder so. Dann, ja. Also dann das ist Ding es ist, so schlimm, als wenn man alleine ist. Bei mir auch. Er würde uns runterziehen. Vertrau. Nein, ich finde es sehr witzig, doch, mich über FIFA so aufzuregen. Nein, das zieht einen nur runter. Ich vergesse die ganze Zeit umzustellen. So, Freunde, der Zug hat keine Bremse. Ich habe mir übrigens KDB 99er geholt. Mit Marlon nie in der Party gewesen, deswegen, und weil er nur rumgeschrien hat. Lieber mit so einem Michael, der nicht redet. Michael redet nie, ich schwöre. Da kann ich schön kommentieren. Ich sag, ich führe 3-2. Zwei Minuten später fragt er, wie steht's. Das ist ein guter Party-Chiller. Moin Indy, moin Chat. Moin Julian. Krusty, dankeschön für deinen Prime-Sub. Ich hab gestern wieder Interstellar geguckt. Zum zweiten, sagst du. Ja. Und Cars 1 und 2. Ich muss jetzt noch Cars 3 gucken. Da kriegst du nur ein trockenes Chat, was sagt ihr dazu? Ja, mein Gehirn ist nicht mehr schlecht. Leute, Cars ist echt krank. Der Ägypter. Cars 1 ist auf ein Level mit Interstellar. Er sagt, das ist echt krank. Also auch so ja, ich schwöre, Cars 1... Das ist so ein heftiger Film, ich schwöre. Ich hatte einfach Gänsehaut ein paar Mal. Richardson, du. Oh, was war denn das denn, Varan? Habt ihr gesehen, wo sein Varan hingegangen ist? Ach, ich hasse Testing so krass. Es ist wirklich heftig, wie man so seinen Hass von FIFA mitnimmt ins Real Life so von Spielern. Ich hasse jetzt auch Testing einfach so, weil er viel zu gut ist in dem Game. Direkt unsympathisch. Hoffe, Real wird Meister. Jetzt hassen mich alle Barca-Fans. Blaugrana. Kars ist top. Kars, wie ist cool. Kars 1 zu Baba. Danke, Leute. Verödetes Spiel hier, Chat. Was soll ich euch sagen? Ich erzähle hier keine Märchen. Wir wechseln Maris aus. Oh ja. Ich muss hier eigentlich 2-0 führen. Wahrscheinlich bleibt er dann bei. Wahrscheinlich. Aureus Prime Icon Pack ist stabil, ja. Kann man sich nicht beklagen. Oh, ist Umo bei dir im Chat? Ja. Sag mal, er soll mir bei WhatsApp mal seine Anweisungen für 442 schicken.
Irgendwann, du sollst ihm die Anweisung schicken für Schiedszeit. Seine scheiß Anweisung, die würde mich mal interessieren. KDB mit einem Golasso, sehr gut, KD. Sehr gut, KD. Was ich halt machen könnte, wäre... Hast du KDB Dings, Tots? Ja. Was ich halt machen könnte, ist Atal verkaufen, dann hätte ich in der Mitte KDB Tots und Rullet im 4-4-2. Sehr gut, KDB. Er macht gerade PS4 an, Ehre. Hast du ja nächstes Mal so gesehen? Ja, ja. Aber es kann nicht jeder mit Richard Richardson spielen, Freunde. Es kann nicht jeder mit Richard spielen. Hat er ihn beleidigt? Er hat gesagt, er hat ihn sich jetzt geholt und. Ja, weiß ich nicht. Was ist er genau? Quatsch mit Soße, der Mann. Er hat so. Er hat gesagt, can you put me two in your Instagram story? Aber sowas macht er nicht, Freunde. Nur Eli Geller wird da. Ich bin eifersüchtig, wenn er das auch macht, Richard. Erster Schuss aufs Tor, ehrenhaft. Manometer. Warum ölt der Knecht so rein? Oh, lauf doch, Richard. Macht er nicht. Richard, Richard. Ich hab's aber bei der Bayern-Name gesehen, dass er den nicht macht. War nicht mal schwer eigentlich auf Bayern. Aber das ist halt FIFA, ne? Das ist wie EA Sports Vancouver Canada. Das ist klar, dass der nicht aufs Tor kommt. 45. Jo, perfekt. Ach, Digga, ich schwöre, das ist so gefaked, dieses Spiel. Alter, das ist von Snake. Das ist so gefaked, ne? Zwei Schüsse, zwei Tore, wie er sich da durchsetzt. Ich lieg 3 in Sinn, ich hab grad zwei Gegentore in der 45. bekommen. Digga! Wie stehst du? 1-0. Ja. Halbzeit. Weil ich Auge bei der Nähe gemacht habe, ich schwöre. Wartet mal, ich konzentriere mich jetzt. Ja, aber meine nicht reingehen, Digga. Ich hab 3 Drecks-Gegentore kassiert schon wieder. Ich könnte da so ausrasten, obwohl es hier um nichts geht. Gameplay? Schmutz, habe ich aber schon beim ersten Spiel gesagt. Der Lead steht immer unten in der Mitte. Guck mal, du bist doch nicht im ersten Mal hier. Oder etwa doch. Koray, Ausrufzeichen Song. Richie Rich? Richie Rich. KDB, erober doch die scheiß Pille, Junge! Hmm.
Hallo Endorbille. Habt ihr Endorbille gesehen, wie er nicht zum Ball geht? Also wirklich, eigentlich geht's hier um nichts mehr. Geh ab, Junge. Varane Tots und Ramos Tots im zweiten Game. Hatte der Neymar Tots? Ich weiß nur, dass er ein Öler-Team hatte. Ich weiß nicht, ob es ein Neymar Tots hatte. Scheiß Schwitzer, wirklich. Luis Biermann mit einem Sub. Dankeschön, Luis, für den Sub. So, Neymar kann sich verabschieden. Da Ach, kommt David rein. Hallo? Ja? Oh mein Gott, Alter, dieser Testing, Freunde. Ich könnte euch dieses ganze. Wieso schießt Mbappé den so schwach? Okay, war sick, danke dir. Es ist so schlimm, es ist so schlimm. Ach so. So unverdient, wirklich. Sag's doch, Timme. Ich muss gleich den Schal, aber mir ist so warm. Push dich, Illegaler. Ja, endlich. EA-Schal. Wo ist der? Wo ist dieser Dreckschal? Let's go! Ich brauche jetzt eure Kraft. Kein Anschlusspack. Du brauchst unsere Kraft. Schade. Schade, Eli, alles ist vorbei. Oh mein Gott, Alter, das ist so krass, ne? Er kommt einfach wieder vors Tor. Das ist das fünfte Mal. Er schießt fünfmal aufs Tor. Leute, wer kennt das? Ich gehörte so bei Rewe Einkauf, auf einmal ist das Schade, da, was da? Schade, Eli, alles ist vorbei. So ein verkauftes Spiel schon wieder hier. Ach so, der Mann hört mich gar nicht. Ich dachte erstmal, es wäre türkisch gewesen. Okay. Schmeckt wie Zitronenkuchen. Wow, das ist geil. Gegen den Ägypter. Ja, warum sieht's so eklig aus?
scheiß Kamera. Das ist gut. Warum türkisch? Ich dachte, es wäre irgendwas Gefälschtes oder so. Kinder Paradiso. In Türkei gibt es auch safe 20 Marken von Kinder. Retox sehr, sehr lecker. Darfst du das essen? Ich kann essen, was ich will. Ah. Ich schwöre, das sind die Server. Ich hab's beim ersten Spiel gesagt. Ja, die Geller verliert wirklich, Leute. Nee, ausgelacht wegen 1-1. Du bist Profi. Ah ja. Also soll ich wissen, womit mein Körper klarkommt, meine Jungs. Lass mal meine Sorge sein. Ey, was machen die da? Profis dürfen nur Blätter essen. Nein, nein, 1-1, wir stehen 1-1. Oh mein Gott. Oh Mann, ey. Ich schwöre, das ist einfach schlecht. Umut, bist du da? Das ist einfach schlecht vom Spiel. Was hier nicht alles reingeht. Na gut. Top 100, Ole. Guckt euch die Tore an. Guckt euch die Tore an. Marc-André Ter Stegen, ich wusste, dass der nicht reingeht. Hier geht nie was rein. Verkauftes Spiel. Das war, glaube ich, okay. Ja. Man kann aber Top 100 schaffen mit 29-1. Ja. Immer dieses Durchsetzen da auf den Außen, 45. Minute. Coole Sache, Arnold. Leute, ich hoffe, wir holen 2-0 jetzt. Dann sind wir Erster hier in der Community. Guck mal hier, das Tor. Dann würde ich auf jeden Fall mir zu gucken, wenn die alle 1-1 stehen. Die kurz mal rausgelassen. Dieses Dreckspiel, ich schwöre. Lord. Oh, Belgisch. Wenn ich das schon wieder sehe, Alter. Wenn ich das schon wieder sehe, ne? Sieht man eigentlich, dass mir warm ist? Ich schwitze mich hier zu Tode, Alter, zu Hause. Na, jetzt reicht's, meine Hand pocht schon wieder. Ich hab's im ersten Spiel gesagt, dass diese Drecks-Server so schmutz sind heute. Und dann hast du auch noch Pech dazu. Scheiße am Schuh, Sam Bayern mit einem Sub. 5 Euro von Simon. Hab Quiz über dich gemacht. Würde mich über eine Bewertung freuen. Das machen wir immer auf dem Twitch-Stream. Und da. Achso. U76 MS. Digga, oh mein Gott. Das zweite Spiel, ne? Ich spiele zweites Spiel. Varan Tots. Ramos Tots. Ich weiß nicht, ob er Neymar Tots hatte. Dalgisch. Zweites Spiel. Der war ein schlechter Gegner, aber ich war einfach tausendmal besser als er. Aber er war Ägypter. Mhm. Wie ich einfach gebumst werde von diesem Spiel, was bei mir nicht reingeht, ne? Abgeblockt wird und er kommt da fünfmal vor das Tor und haut ihn mir fünfmal ein. Drecksspiel, wirklich. Bin ich schon wieder sauer. Oh, ist das warm. Ich kann gleich duschen gehen, Alter, so warm ist es hier. Hä? Nicht. Tiefenentspannt. Und jetzt wetten wir, jetzt, wenn ich aufs Tor schieße, geht gleich wieder alles rein? Also, ja, hey, ist so klar. Hey, ich habe so nicht an Nee ausgedacht, um es mal klarzustellen hier. Doch, hast ich du, ich habe Nee aber auch ausgedacht. Digga, das ist so Karma, nicht ne? Das du hast ist gedacht, so Karma. Ja. Deswegen ist 1-1. Ich habe nicht gedacht. Ich schwöre, es gibt Karma. Es gibt Karma. Ich habe heute... Ich habe heute Karate Kid geguckt, Leute. So ein guter Film schon wieder. Ich schwöre, es gibt Karma. Leute, Karate Kid, ehrlich, 9 von 10 mindestens. Der ist so underrated. Wo ist eigentlich meine Musik hin? Mann, wenn ich über diesen Tore, meine Gegentore, meinen Controller, ich würde den... So gerne, wirklich. Ich brauche so einen Boxsack oder so bei mir hier zu Hause. Ich
Ich brauche einen Boxsack. Irgendwie sowas. Jetzt schon aggro. Umut, davor warst du mir sympathischer. Lass dich doch vorhin fallen, du Scheißknecht. Umut, komm mal später eins gegen eins Fortnite. Wenn man sich wirklich, wenn man sich meine Niederlagen mal anguckt und einfach mal wirklich vor Augen führt, was da für eine Scheiße immer passiert, dann hat man dieses Spiel echt am Arsch. Dann hat, man hat es ja. Für schwarz auf weiß. Ich gehe so 0 Uhr offline. 0:30 Uhr, mal gucken. Mal gucken, wie FIFA läuft. Warum geht denn jetzt auf einmal alles rein? I don't understand. Auf jeden Fall denke ich, dass es morgen ist. Ja. Ich denke mal, ich bin morgen gegen 13 Uhr oder so online. 12, 13 Uhr. Ich schwöre. Weekend gut zum Chillen und dann später nochmal. Ist es in Wiesbaden warm? Ja, Mann. Junge, tagsüber war es so schlimm. Es ist jetzt so schwül geht. Hier. Nacht. Es ist so also schwül. Jetzt gerade ist mies gechillt. Es ist so schwül. Es war Leute, bei mir die so Follows und hier. Spenden lese ich gleich vor nach dem Game hier. Mache ich auch eine kurze Pause oder so. Du musst mal sehen, wie ich richtig sitze. Meine Beine hier oben drauf, so. Ja, ein bisschen zu homomäßig. Weißt du, was ich mir gestern angeguckt habe? Was denn? Planet der Affen 1 und 2. Das ist Quatsch mit Soße. Nein. Und den dritten habe ich mir auch noch gegeben, das ist okay. Wir finden den Planet der Affen-Chat. Überall in Deutschland ist es gerade heiß. Es ist gar nicht so warm, aber es ist so schwül, das ist das Problem. Und ich schwitze dann immer so krass hier und es ist in meinem Zimmer, es ist wie so eine Heizung. Ich habe irgendwo noch ein... Ne, habe ich nicht. Es ist unglaublich auf jeden Fall. Edi Geller mit einem Euro. Moin Edi, was für eine Marke hat deine Sonnenbrille? PS, bist der Beste für mich. Bist wie ein großer Bruder. Heißt auch Elias, Ehre. Ich habe keine Ahnung, meine Sonnenbrille hat irgendwas Billiges. Irgendwas, weiß ich gar nicht, was es ist. Die habe ich umsonst dazu bekommen, weil ich mir meine Brille gemacht habe. War so im Angebot. Irgendwie trage ich die immer. Ohne mit einem Euro bist du bei diesem FIFA VIP Club dabei. Ich bin angeblich einer der Top-Spieler an FIFA 20. Deswegen würde ich dich einladen, aber hab immer. Ja, perfekt. Achso, ich bin einer der Top-Spieler. Er sagt, ich bin angeblich einer der Top-Spieler an FIFA 20. Also, das ist er, der Typ. Aber ich hole immer Geld 1. Guck mal, wie verkauft dieses Spiel ist. Auf einmal geht alles rein. Gelbes Time Finish. Ich, in so einem Spiel, das ist so auffällig. Secret mit einem Sub. Dankeschön, Secret. Bei mir ist Scheißwetter. Kann man sich geben, aber wenn man den fünften gesehen hat, ist der auch schon ausgelutscht. Planet der Affen. Es gibt einen fünften Teil von Planet der Affen. Was redest du? Early? Wer ist nochmal der Affe? Sag mal, Anfangsbuchstaben. Ach, Mann. Weg. So ein Autist, Junge. Ja, Junge, du sagst, sag mal kurz und dann habe ich schon vorgelesen. 2-1, Freunde, okay. Wir sind auf dem Weg zur Silber 3. Ich sag, wir holen noch Elite 1. Aber nicht, wenn die Server so bleiben. Es ist so schlecht, das Gameplay. Wow, Wahnsinn. Wahnsinn, Freunde. Wie schmutzig das Gameplay ist. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Schätze euch die Kamera wieder wechseln. Raibo mit einem Follow, TG Du Space mit einem Follow, Simon F95, danke für die Follows. Schade, 1-1. Ja. Digga, ey, dass du jetzt meine Niederlage sehen müssen schon wieder. Es ist heftig, wie verkauft diese Spiele immer sind. Krass, krass, krass. Letzte Woche war, wie war denn letzte Woche? Letzte Woche war okay. Da war zweimal guter Gegner am Start. Aber diese Woche ist schon wieder echt schmutzig, muss ich early sagen. Egal, wenn wir 14-1 oder so gehen, ist in Ordnung. Oder 9-1 erstmal heute. Pommes Currywurst mit einem Sub, dankeschön. Meine Freundin ist richtig genervt, dass ich dich habe. Hab Digga, du hast deinen Arsch gesehen? Immerhin konnte sie mit deinem Code bei About You glücklich machen. Ehre. Digga, ich sag euch mal was, Freunde. Wenn eure Freundin rumheult bei dem, was ihr gerade machen wollt, wenn ihr gerade Fußball gucken wollt, wenn ihr Fernsehen gucken wollt, wenn ihr Streams gucken wollt, wenn ihr mit euren Freunden rausgehen wollt und sie da rumheult, dann ist sie nicht die Richtige. Was soll ich euch erzählen?
dann ist das Quatsch mit Soße. Es ist klar, dass man sich mal ein bisschen Zeit nehmen muss, so. Aber wenn sie jedes Mal rumheult, wenn man sich mit seinen Freunden treffen will, wenn man einfach rausgehen will und chillen möchte oder Fernsehen gucken, was weiß ich, Digga. Dann chill doch mit dir draußen. Das ist Quatsch. Finde ich persönlich. Der eine Typ, der aus seinem Fenster den Controller geworfen hat, so ein Ehrenmann. Das mache ich auch noch. Meine Hand pocht schon wieder, dass meine Handfläche noch nicht gebrochen ist. Das ist echt der Wahnsinn. Handfläche gebrochen. Jo. Der Elis Handfläche bricht bald durch. Ismail Faitosa mit einem Follow. Kannst du Schwogi Omanon aus Prenzberg grüßen? Ich grüße euch. M. Josie mit einem Follow. Pommes Currywurst hat sich vorgelesen. Buch. 10 Minuten. Und ich hab Hangover 1 bis 3 geguckt. Hangover ist auch gut, Digga. Hangover ist auch eine richtig geile Filmreihe. Aber ich fand Cars besser. Ist dein Lieblingsfilm, ne? Digga, dass ich den letztens geguckt hab, boah, wow, das war schon krank. Krank gut. Was sie da auf die Beine gestellt haben. Werf Controller gegen die Tür von deinen Nachbarn, wenn du ausziehst. Ach, meine Nachbarn, Freunde. Glaubt ihr, ich muss doch hier irgendwas kaputt machen können? Glaubt ihr, ich schaffe es, so einen Controller? Der ist schon kaputt, wartet mal. Ich lass gerade die neuen Lieder abspielen. Digga, ich bin wirklich stark eigentlich. Aber das ist unmöglich. Check mal deine Business-Mail. Cool. Noah, danke schön für deinen Euro. Ich schwöre, es funktioniert nicht. Man kann das nicht machen. Das geht nicht. Ein Controller, irgendwann, Freunde, werde ich on-stream meinen Controller in zwei brechen. Aber so, zack. Das wird irgendwann passieren, ich sag's euch. 1-1 steht's hier. Das wird vielleicht auch ein 1-1er Start. Digga, 1-1. Ist das schlimm. Es stand noch nie 1-1, ne? 1-1. Die letzten Wochen war eigentlich immer voll gut. Wir haben immer eigentlich 28 geholt. 27, 28. 29, glaube ich, auch. Vor 4 Wochen oder so. Was waren das? Vor 3. Aber irgendwie. Es ist schon echt gerade bitter gewesen. 1-1. Wenigstens kein Disconnect. Die Kandidaten hatten wir auch. Aber direkt, Freunde, ich schwöre, das Matchmaking, jedes Mal rege ich mich darüber auf. Im zweiten Spiel spiele ich gegen Öler, andere Streamer. Digga, die spielen gegen Leute, die noch nie in ihrem Controller gesehen haben. Ach. Alles wird geblockt bei denen. Verkopf. Geht bei 300k Abos live, macht bei den Nachbarn klingeln. Und dann? Was soll ich da machen, Digga? Die werden mich so. Die würden mich so hops nehmen. Freunde, ihr denkt vielleicht, ich übertreibe. Ich schwöre, die hassen mich wie die Pest, ne? Guck mal, Van Dijk hat eine Idee da vorne. Die hassen mich. War bei mir aber auch früher so. Meine Nachbarn haben mich immer gehasst, weil ich immer Fußball gespielt habe auf der Straße, so gegen den Zaun von denen geschossen habe und so. Ja. Und dann dreimal pro Stunde. Sorry, mein Bein ist über den Zaun gefallen, kann ich den kurz holen? Irgendwann durfte ich immer rein, wann ich wollte, um Ball zu holen. Aber warst du in einem Haus oder in einer Wohnung? Nein. Wie? Hast du in einem Haus oder in einer Wohnung gelebt? Ich im Haus. Ja, da ist es nicht so wie in einer Wohnung, Digga. In der Wohnung hörst du ja. Ja, aber die haben mich da gehasst wegen Fußball. Ich habe immer auf den Straßen Fußball gespielt. Ja, okay. Aber ich glaube, das ist noch so. Immer gegen den Zaun geschossen und Hecke kaputt gemacht und so. Digga, die hören. Ich weiß nicht, was für ein Zimmer da ist. Aber es ist auf jeden Fall. Weiß nicht, was da abgeht. Fühlt es jemand? Ich kenn's nicht. Ja, danke. Hakimi zu Inter, als ob der zu Inter geht. Doch. Ist confirmed. Early jetzt. Ja? Ist der lost? Warum? Digga, wie kann man denn. Warum? Warum geht man zu Inter, wenn man bei Dortmund so gesetzt war? Verstehe ich nicht. Er geht einfach zu einem schlechteren Verein. Warum ich bei Dortmund bleibe, check ich auch nicht. Vielleicht wollte Real das nicht oder so. Lol? Also warum sollte Real das
Die haben ihn ausgeliehen jetzt an Dings da. Auf jeden Fall wird er nicht schlechten Vertrag haben dort. Ja, okay. Ich glaube, bei Dortmund hat er jetzt auch nicht gerade wenig verdient. Er hatte bestimmt Realgehalt. Junge, ich muss dir auch noch was erzählen. Oh yes. Hört sich gut an. Bolt is in the boat. Echt los, ja. Was tippst du morgen Hertha gegen was spielt Hertha? Gegen Gladbach, ne? Oder? Spielt Hertha gegen Gladbach, Chat? Ich weiß nicht, gegen wen ich bin. Bin mir nicht zu 100% sicher. Ich weiß nur, dass der mein Gegner anscheinend keinen Bock hat zu quitten. Dortmund wollte nur 20 Millionen in bezahlen. Gladbach, ja. Inter hat 40 bezahlt. Perfekt. Dortmund hatte keine 40 Millionen wegen Corona, lol. Top. Inter hat 40 Millionen hingeblättert. RV. 40 Mille, Alter. Tino ist doch dort, ja. Lazaro. Ich dachte, er ist bei Newcastle. Ausgeliehen von Inter. Und so. Und wird er jetzt wieder weggehen. Ah, stimmt. Ich weiß. So, in the front. Hä, ist der wirklich gewechselt? Ja, ich wusste es auch nicht. Ich hab's auch 2-1, nicht. 2-1, let's go. I don't have this. No. Have this. No. Oh, in the front. You are so beautiful. Than me. Foul. Opara hat gerade einfach nur mit seinem Pullermann verteidigt. Ich verstehe es nicht, ne? Das ist so obvious, dass es in so Spielen, wo es nicht sein soll, funktioniert es nicht. In meinem niederlangen Spiel, Digga, was glaubt ihr, wie Mbappé den Ball angenommen hätte? Wie verstehst du dich dann in Griechenland? Hä? Leute, diese ganzen Länder, die können auch kein Englisch. Dieses in Deutschland kein Englisch können, das ist wie... Also wenn du... Digga, Spanien, Italien können alle Englisch. Spanien, Portugal, alle lost, Digga. Das ist so, die können nichts. Ich verstehe es ja wenigstens noch. So, die können gar nichts. Niente, nada. Einpacken. Kommst du hier hin, siehst du die Scheiße. Paul. Vorne da. Ja, aber welche Sprache dann? Hä? Ich bin... Als ob ich mich da großartig mit welchen unterhalte. Ich kann ein bisschen Griechisch, Leute. Kalimera, guten Morgen. Kalispera, guten Abend. Kalinikta, gute Nacht. Das war's. Ich werd, keine Ahnung, so oder so. Und Malaka. Mit den Knechten. Malaka. Messi kann nichts, ne? Englisch? So gar nicht, habe ich gehört. So, der kann so nicht mal so, how are you und sowas. Der hat sie gesagt, Richie. Wahrscheinlich hält er den. Ja. Weiß wer, ob die Karte von Sancho und Rose so feine gut ist? I don't know. Ja, Essen bestellen und so. Ach so, ja, in Restaurants können die doch Englisch. Dann zeige ich einfach auf das, was ich haben will. Außerdem bin ich doch so oder so mit den Knechten, die können doch Englisch. No, we can't. Can you make me this? Number 14? What do you want to eat? I take yes. Yes? Number 20? Yes. Can you make me this? This? Yes, und dann zeige ich dir so das die Speisekarte. Can you make this for me? And hot. Nee, not hot. No chili. Not hot, not so. Can you make it? With ketchup. Smart. No ketchup? Smart. Hat Richard Richardson hier einen Viererpack gelegt? Wie findest du St. Maximinini? Sehr gut. Und Friede steht 2-0, Leute, und zieht an Eligella vorbei. Überragend. Überragend. Guter alte ZDF. Was hat denn, Digga, Julius Kader, ne? Das ist so ein Knecht. Ich wollte euch die ganze Zeit die Memo bei WhatsApp vorlesen. Was ich Ernel geschrieben habe. Guck mal hier, Freunde. Ernel, letzte Woche 19-11 geholt und wir verarschen uns immer so ein bisschen in der Gruppe. Die Gruppe, dann hab ich das... Da war Ernel richtig aggro. Der hat geschrieben, warte mal. Ich hab das Foto reingeschrieben, wo er so 19-11 stand. Und dann hat er geschrieben, ich meinte, 19-11 ist schon ein Brett. Dann meinte er halt die Fresse. Dann habe ich ein Lachsmiley gesendet. Dann meinte er, komm 1 gegen 1. Ich fick dich trotzdem. Denkst du, ich nehme das alles noch ernst? Dieses Punkt, 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 Punkt.
Spiel. Dann habe ich so einen Salzstreuer reingesendet. Dann hat er geschrieben, danke und irgendeine Memo. Die Memo traue ich mich jetzt irgendwie nicht anzumachen. Ach so, dann haben wir uns gestritten, weil Sydney und ich meinten, Mo und Erne würden nicht mit uns in den Haus ziehen. Mo und Erne, ihr könnt immer eure Meinung reinschreiben. Mo und Erne haben Sydney und ich ja gesagt, würden nicht, wenn wir so irgendwas machen, so ein Gaming-Haus, würden Mo und Erne nicht mitkommen, weil die immer nie was geschrieben haben. Warte. Hä? Mann, Digga, WhatsApp ist so lost, ich schwör's euch. Ja, mach du mal an. Oder hier. Ich mach was an. Schick mal rein, warte. Bei Insta so ein Video, was sie mir geschickt haben, privat. Irgendwie, keine Ahnung, wenn Gaming House irgendwo in Portugal oder so, Mo und Erne wären da safe nicht dabei. So, die führen die Gruppe an und bla bla. Ach, was labert ihr da, Alter? So meinte ich, ihr seid Quatschköpfe. Und habt das hier reingesetzt? Das ist Discord. Sind und ich rufen immer an, ihr kommt nie rein. Wir sagen, lass das und das machen, da kommt nichts, da kommt gar nichts. Wenn sowas passieren würde, würdet ihr nicht mitkommen. Dann lege ich meine Hand für uns vorher. Dann hat Mogi geschrieben, mach Haus, ich komm nach. 2 Uhr nachts, beste Zeit zum Stream, hä? Digga, dann eine Minute Sprachnehmer von RNE. Das kann ich mir aber jetzt, das kann ich nicht anmachen. Achso. Und dann haben wir uns halt die ganze Zeit gestritten, da meinte ich, da meinte er, ja, du Knecht, stummt euch doch, deswegen kommen wir nicht in Discord rein, wenn ihr mal da voll uns voll labert und so. Ja, hier kann ich ein paar Sachen nicht. Live your life, ach ja. Ja, okay, nee, das kann ich droppen. Ein paar Sachen kann ich nicht erzählen. Auf jeden Fall ist da immer sehr viel Salz in der Gruppe, Freunde. Aber ich bin doch so einer, ich steche gern. Ich finde es langweilig, wenn man die ganze Zeit sich gegenseitig in den Arsch kriecht. Das ist doch langweilig. Oder wie seht ihr das? Das ist doch übertrieben langweilig. Sehr salzige Gruppe. Bei mir ist jede Gruppe, wo ich bin, salzig. Edi stech gern, no homo. Ja, aber du bist auch so ein Salzstreuer, Digga. Du bist ein richtiger Salz. Du bist auch ein Salzstreuer. Ich verteile Salz, aber ich selber bin nicht salzig so. Ich hab's immer im Ärmel, Salz, aber ich selber bin süß. Wie, was? Digga, du bist übertrieben ein Hetzer. Du bist ein richtiger Hetzer. Aber ich selber, auf mich wird nie gehetzt so. Was, Digga? Ich fronte dich in der salzigen Spucknapf-Gruppe als einziger. Du schüttest Salz auf mich, perlt ab, als ob ich, keine Ahnung, als ob ich in einer Glaskuppe stecke. Nein, Digga, das stimmt gar nicht. Manchmal kriege ich dich, manchmal, also ich muss sagen, Sydney rastet nicht so oft. Also Sydney ist sehr schwer aus der Fassung zu bringen. Aber ich gebe da immer echt schon mein Bestes. Eli ist schwer zu provozieren, Gabba. Bei mir ist es ganz schwer, mich zu provozieren. Das ist der größte Salzstreuer, den ich je gesehen habe. Ich bin echt salzig. Ich bin schon sehr salzig, gebe ich auch zu. Hä? Das ist mein Job. Die anderen anhetzen, ist mein Job. Ja, so aber ich schieße, Digga, ich schieße. Ich schieße immer. Sydney kann so bei RNE in Stream schreiben, oh Gott, war ich stabil, RNE dann so, ja, dritte Liga auf. Heute oder was? Nein, es war letzte Woche. Ja, ich finde das, Freunde, wenn ich in den Stream gehe, dann versuche ich da eigentlich auch immer nur zu schießen. Und was, wenn wir. Ah ne, ich würde es auch machen. Morgen werde ich mal ein bisschen on-stream, morgen stream ich auf Twitch, da werde ich mal ein bisschen Salz in Wunden streuen. So bei anderen Streamern. Stream. Ja. Bisschen, das habe ich schon mal gemacht, ich würde es mal verwitzen. Erne ist noch einfacher zu provozieren als mich. Hate-Stream, Alter, Erne, Junge. Digga, Erne streitet sich auch voll oft so. Ja, schon wenn du jetzt abends wirst du an. Und geht so voll darauf ein, das habe ich ihnen auch schon mal gesagt. So, Erne ist richtig einfach zu provozieren. Mo ist nicht einfach. Mo ist nicht so einfach, finde ich. Ja, Mo ist auch eine Pro-Natur wie ich. Ja, Mo ist nicht so einfach zu provozieren.
Dann weiß ich, ist schon, René ist schon echt einfach, der rastet richtig schnell aus. Digga, Mann, schreibt rein, hi, wie geht's, oder so. Er schreibt, er sagt erstmal, Digga, wieso bist du kein Zap, 31er und so. Fängt direkt an. So nett, schreibt der Fonte dich trotzdem. Ich glaube, Richard hat noch 6 Tore in dem Spiel gemacht, ne? Das ist ein guter Gegner. Ja. Aber Richie ist einfach zu gut. Ja, ist lustig. Die geben mir einfach, das ist so random, ey. Ich hasse dieses Spiel so krass. Als Steuercoming, ja, sag ich dazu nicht. Freunde, ich habe mir so Verhandlungsgespräche so in letzter Zeit gehabt. Und dann kommt immer so die Frage, ja. Ich sag jedes Mal bei jedem Ding, dass dieses Spiel mich psychisch anmacht und wenn es drauf ankommen würde, würde. Ja, oh, cooles Tor. Würde ich auch so. Würde ich. Ja. Wie soll ich das formulieren jetzt? Ein Spieler macht gerade so eine Scheiße, Leute. Ich glaube, das mal, ist Delay. Wenn es nochmal so passiert. Diese Elva, bitte bring uns bei. Da ist safe mehr als nur mit dir und schreiben bei Richard. Ja, ja. Da ist mehr. Deutsch 1 plus. Ich wünsche einfach dieser Firma so einen krassen Konkurrenten. Das wäre auch gut für die. Niemals. Guck mal, der lässt es einfach. Ach du Scheißknecht, ey. Der ist so, als ob auf einmal eine neue Konsole rauskommt und PlayStation-Konkurrenz macht. Das ist sehr, sehr weit hergeholt. Das kann gar nicht passieren, eigentlich. Ja, es wird ja auch nicht passieren, allein wegen den Lizenzen. Aber was willst du machen, Digga? Die haben keinen Konkurrenz. Guck mal, wie lustig mein Gegner ist. Guck ihn dir an, Digga. Beast Squad, du bist so schlecht. Pass ist lost, ja. Pass ist komplett lost. Der Gamerlappen mit einem Sub, der Peter mit 53 antwortet auf Insta, du Arschloch. Mein Freund, ich antworte so viel auf Instagram. Es ist so, wir bekommen halt so viele DMs, dass es nicht so einfach ist. Aber trotzdem danke für 3,50 €. Ich habe heute bestimmt schon wieder 300-400. Bei Ernie sieht es nach 3-2 aus. Nach 3-2? Sieht danach aus, ja. Oh, hi, Jonas und Kevko mit einem Follow. Freunde, wenn ihr den Kanal hier noch nicht abonniert habt, würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lassen würdet. Ich lese alles vor. Stream so 4-5 Freunde, Mal die Woche. Freunde, kostenlos ein Abonnement für mich da lassen, wenn es wieder heißt. Mann. Trotzdem werden sich alle wieder FIFA 21 holen. Ja, ist ja auch so. Werden alle machen. Und das mit einem Hype wie sonst was. Ja, Digga, ich bin der Erste, der sich FIFA 21 holt. Und ich bin der größte Hater, den ich habe. Das ist halt immer so. Du, man holt sich das immer. Ja, weil es geil ist. Ist ja auch geil. Ich sage euch ehrlich, das geilste Spiel, was es in der Release-Woche gibt, ist FIFA. Alle schwitzen auf Teams, alle bauen sich Teams. Das ist echt, das ist schon krass, was EA, das ja. Die schaffen das immer so einen Hype aufzubauen. Guck mal, das ist auch so ein richtiges FIFA-Community-Spiel. Da siehst du mal, wie die FIFA-Community ist. Ich mach 7 Tore, ich skip alle 7 Tore. Er macht 2 Tore. Guck mal jetzt, ich lass ihn mein Tor machen. Ne, okay, warte. Ich will noch ein Tor machen. Warum triggert dich, wenn jemand jubelt, Junge? Ich weiß nicht, Digga. Ich stelle mir immer sein Gesicht auf der anderen Seite der Welt vor. Weil ich in den Chat gucke, weil ich an mein Handy gehe, weil ich irgendwas mache. Ist doch nicht mal schlimm. Nein, er hat gerade 2-mal Stopp gedrückt schon wieder, Digga. Obwohl ich führe, 8-2. So, da kriegt jetzt erstmal einen Sch von mir. Ist der schlecht, ey. Du bist so schlecht. Ich freue mich, dass du so verloren hast. 8-2, ich fühle mich getriggert von dem. Ja, ich fühle mich da. Ich krieg mich da immer nicht ein, Digga. Was soll ich dir erzählen? Ich bin halt eine Laune der Natur. Okay, ich verzeihe dir. Dankeschön für die 2 € nochmal. Ja, nächste 3-2, Lü. 5 Euro von Niklas. Super Stream, kannst du mal einen Rückwärts-Purzelbaum machen? No, Niklas. Trotzdem danke für 5 Euro, du Cringer Boy, du. Oh, Jonas und Steel Loves Demian mit einem Follow. Morgen, Freunde, kommt übrigens ein Video mit Pro uns online. Um Richard Richardson. Ich habe noch kein Video mit Richard Richardson gemacht. Kann also, der Mann please quitten, weil er ist nicht so gut. Digga, natürlich provoziert das, wenn die alles durchlaufen lassen, weil sie einfach kein Leben haben und alles durchlaufen müssen. Ja, Digga, ich mache 8 Tore. Ich mache 8 Tore, ich skip alles. Er macht 2 Tore, er lässt durchlaufen. Er drückt in der 90. Minute 2-mal Stopp, lässt 30 Sekunden. Hat mir höchstwahrscheinlich... Ach, ich hab's ausgestellt, dass man mir eine DM schreiben kann. Eigentlich.
Aber manchmal kriege ich trotzdem noch eine. Press bigger than black and white. It's important to know what life you can change overnight. So I gotta start somewhere. Bilal, ich grüße dich. Extra Account für dich, also extra Account für dich, Sid. Dankeschön für den Resub. So, ich übernehme jetzt die Einstellungen von Umut. Dem Öler. So, der Knecht, wie spielt er? Ausgeglichen, Tiefe 4. Aufstellung bearbeiten. Hat er mir jetzt ernsthaft? Warte mal. 4, 5, 5, 4. So, jetzt könnt ihr euch das mal, ihr könnt euch das ab mitmachen. Warte mal, was macht er da? Stürmer, Abwehr überlaufen, beide oder was? Abwehr überlaufen und Defensive verstärken, lul. Friede! Oh, jetzt könnte der endlich. Abwehr überlaufen für Flanken in den Strafraum auf den Außen. Abwehr überlaufen für Flanken in den Strafraum. 6. 3-0, Leute, let's go! Mein Freund quittet Ehrenmann. GG an ihn. Digga, das ging jetzt zu schnell, du Scheißknecht. Hinten bleiben, Mitte abdecken. Ist der lost? Das war ein Sitz für eine Aufnahme. Sympathischer Freund. Wer? Ein Gegner, ist gequittet auf Ehre. Zocke auch so, läuft wirklich sehr gut und 4-4-2 verbockt viel mehr. Wie ich das gerade gemacht habe, oder was? Nee, ein Set am hinten bleiben. Okay. Hab ich auch. Ey, der Mann hat gute Settings. Was hat der bei Außenverteidiger? Hinten bleiben. Ach, ausgeglichen ist die Meta. Umut, hör auf zu bunkern da. Ich habe auch gleiche Anweisungen. Ich habe ausgeglichen. Und nur. Oh, ich habe mir einen Schalz und Trikot leer gekauft, als ob, Digga. Philipp mit einem Euro. Bran, ich liebe dich. And how do you like your job? I really appreciate my job, my streaming and co. Thanks. Niklas, nochmal mit 5 Euro, verstehe ich, würde ich auch nicht. Dankeschön. Barbe mit einem Follow, danke Barbe für den Follow. Ehrenteam. Janis ist cool, ich spiele gegen 2,5K-Team. Kuss. Tschüss, Milna David Silva. Für mich um Gold, juhu. Er spielt Milna. 81er Milna. Wer bist du? Auto! Was wird denn das hier, Kollege? Ginter! Achso, war aber Tod Ginter, ne? Block. Hater würden sagen, liegt an den neuen hier, Einstellungen, die ich gerade gemacht habe. An den neuen Settings. Okay, Ole, jo, Raul. Safe gerade erst wieder angefangen. Ja, der hat Team gelöscht und hat jetzt wieder angefangen. Richard Richardson. Ich finde Mané übrigens. Wen findest du gut? Mané. Also für außen ist der richtig nice. Einmal mal die scheiß Schuss finden. Scheiß Goldkarten. KDB. Das ist gut, ab da. Abgeschrumpft. Ich habe noch nie so eine Geldverschwendung gesehen wie bei mir Atal da. Oh, Edi, kannst du gestern. Kamen gestern neue Songs, ja. Aber. Oh, tu Leute, von. Aus, Leute. Ich schwör's euch, ich habe mir heute öfter nochmal das Lied von Meadow reingezwiebelt. Also ich finde die besten Lieder, ihr könnt mich jetzt haten oder nicht, die besten Lieder gestern waren von Meadow und halt von Luciano. Die beiden.
Ja. Da meinte ich sogar Gold 1 bei Meadow. Ich fand, es hat sich wirklich gechillt. Ich finde, es hat sich gechillt an. Man muss ihn ja nicht mögen, so, aber ich finde, es hat sich gechillt angehört. Und Reezy war mal was dazu schreiben. Guck mal, das verstehe ich nicht, warum er so lange braucht, Kevin De Bruyne. Warum hat er gerade so lange gebraucht? Der Jamul. Findet ihr nicht? Jamul spart echt krass. Naja, ist halt Geschmackssache, Freunde. Ne? Ich fand es nicht schlecht, early. Ich fand es nicht echt, nicht schlecht. Einen frisch rasierten Penis. Plus 1 Meadow und Luciano. Ja, fand ich nicht schlecht. Lara und Tamara. Hast du heute in unserem coolen Stream gechillt? Ja, kurz. Also ich chill eigentlich immer, Freunde, bei irgendjemandem im Stream. Ich hab die immer vorne an. Weißt du, ich skippe immer so ein bisschen durch, aber ich guck dann nicht auf den Stream, sondern ich chill dann meistens am Handy. Besonders bei Sydney. Kann ich mir nicht geben, da. Sein Scheiß rumgetörtelt. So. Du, der Streamer, du. Sein Scheiß rumgetörtelt, da. Ich guck mir an, Digga. Zone moved schon. Leben noch 43 Leute. Hä? Ja, das war so geil, Alter. Einfach ein Point, du. Eine Runde. Ich hab eine Runde bei dir zugeguckt. Die war richtig verschwitzt, wo du da an diesem Seil warst. Ja. Achso, da weißt du noch, was du im Chat hast. Da hab ich zugeguckt. Ja, und was werden wir jetzt wird geblockt? Newcomer des Jahres, Safe Young Alpha. Nee, ich sage euch mal den Newcomer des Jahres, das wird Pasha sein. Newcomer des Jahres ist Pasha, der Airwaves und so singt. Airwaves und Shababs Botten. Grüne Augen, braune Locken. Ja, genau. Rauskommen. Die hören sich echt böse an, die Lieder von ihm, besonders sind richtige Sommerlieder. Er will Rauchzeug an. Er will Rauchzeug. Flower Drag Suit. Er will Rauchzeug an. Das ist wirklich gut. Ne, 3-3, was? Panache muss jetzt schon mit. Ja, der. Wer ist der? Panaschen. Paschanen. Paschanen. Pascha. Paschanen. Meinung zu Jesus nicht, gar nicht meins, gar nicht meins. Young Eli macht die LDA. Elias ist auch ein Mann, ja. Batisari, lass dir ein Follow da, dankeschön für den Follow. Niklas mit 2 Euro, bin nächste Woche in Berlin, was würdest du empfehlen? Ach Digga, Berlin ist... Panaschim. Was ist denn das hier? Berlin ist... Empfehlen wofür, was braucht er? Was willst du machen, ja. Essen. Ich schwöre, zum Leben, Freunde, so hier Leben ist gar nicht so geil, wie sich das viele vielleicht vorstellen. Ich war in Köln, ich war in Düsseldorf, ich war in München. Ich finde die drei Städte schon mal besser vom... Also gechillter einfach, ist gechillter, finde ich persönlich. Das, was ich gesehen habe, muss ich sagen, von den Städten. In Berlin ist alles hektisch und Verkehr ist Katastrophe. Jeder ist hier... Wisst ihr, das ist... Wie lange fährst du? Bis zu Union. Hattest du früher mal Spiele dort, Union? Nö, aber keine Ahnung, Digga, Köpenick, das ist ja... Ey, über eine Stunde. Ne? Ja, über eine Stunde fährt man dahin. Digga, weißt du, wie lange ich zu Hertha fahre? 100 Kilometer irgendwo hin, Alter, zum Arsch der Welt. Freunde, ich fahre 40 Minuten zu Hertha. 40 Minuten fahre ich zu Hertha. Digga, Berlin ab der Hälfte kannst du sowieso wegschmeißen. Den ganzen Osten da. Hier, ich weiß, dass da, Schon Alex und so, Alexanderplatz. Ja, ist auch schon. Das ist noch Grenze. Digga, von da an östlich, Hilfe. Ich hab schon am Alex Angst. Ja, ist echt so. Kriegst ein Messer reingesteckt. Also, es ist tausendmal schlimmer als Neukölln und so. Sag mir mal so ein Ossi-Bezirk. Pankow, ja. Pankow noch gechillt. Marzahn ist halt Katastrophe. Ja, es gibt so Friedrichshain und sowas. Und ist halt auch noch. Ist noch so. Wie heißt denn? Lichtenberg? Lichtenberg? Ja, das ist auch noch okay. Da sind halt die ganzen Studenten und so, die wollen immer dahin. Ist noch so. Okay, dann sammeln wir mal einen Lostenbezirk. Nein. Was? Ich kenn mich da nicht aus. Treptow, Köpenick, Hohenschönhausen. Da hatten wir mal Auswahltraining, Leute. Wir mussten nach Ost-Berlin fahren. Auf dem Ende von BFC Dynamo. Junge. Da hat früher die DDR trainiert. So ein Ding war das. Also wirklich. Das war von der DDR-Nationalmannschaft und so. Das ist halt BFC Dynamo. Sind auch nicht meine besten Kumpels. BFC Dynamo.
Ja, es gibt schon richtig komische Ecken in Berlin. Die Haare auf jeden Fall auf dem Kopf. Es gibt schon echt komische Ecken, muss man so sagen. Hohenschönhausen, ey. Da sind wenig Haare auf dem Kopf bei den Jungs. Bitte im Markt. Digga, bitte. So lost, ne? Krudo. Setz dich doch mal durch, Junge. Gegen Laporte, willst du mich doch verarschen, MAP? Ja, Marzahn ist der Vorzeigebezirk für Assi. Marzahn. Marzahn ist viel schlimmer als Neukölln und so. Neukölln ist nicht mehr so schlimm. Ja, da ist sowas wie Familien im Brennpunkt. Da ist genau sowas. Ja, in Marzahn, Freunde. Nicht so in Neukölln. Niklas und Tau, ich kenne Berlin an sich. Wo kann man da zum Beispiel gut essen, meine ich? Ich bin in Rudo, Leute, vielleicht kennst du das auch. Die werden gemobbt, weil die dumm sind. Rudo ist auch ein losser Bezirk. Warum sollten sie arbeiten? Ja, ich schwöre. Rudo ist auch echt lost, finde ich. Man wird gemobbt, wenn man kein Hartz IV macht. Wenn man ein dummes Kapaz. Junge, wieso machst du kein Hartz IV? Man kriegt gratis Geld, Olaf. Das ist echt schlimm, da teilweise, was da abgeht. Jacqueline hat jetzt auch Hartz IV bekommen, bekommt 2 Euro mehr. Das ist richtig schlimm, was da, Alter. Junge, Unmut, ja, warte erst mal, dann lüpfe ich immer hoch. Oh, also Essen in Berlin, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was du so, ob du so gechillt essen gehen möchtest. Essen Dudu 31, Sushi-mäßig, also ja, aber ist auch schon teuer, Digga. Ja, ja, für den Preis. Ja, ich glaube, der meint sowas gechilltes. Also wenn du einen vernünftigen Italiener haben möchtest, geh Tempel. Oder geh Rissa. Was meinst du? Wieso steht überhaupt noch 0-0? Italiener? Was für ein Italiener? Toskana. Tempelhof, ich glaube, kennst du nicht. Der ist aber echt gut. Ich kenn gar keinen Italiener. Der ist gut. Ich kenne nur Vapiano. Ah, geht zu Vapiano, Bruder. Vapiano ist so lost. Vapiano ist so lost. Kennst du Schnitzelei, Friede? Ja, ne? War ich noch nie. Hey, Junge, bei mir schon wieder ein Vogel. Der fliegt gegen mein Bein und so. Warum sind die mal so behindert? Schnitzelei ist richtig geil. Ich weiß nicht, welche Berliner, richtig geile Schnitzel gibt's da. Führt mein Gegner an. Ey, Junge! Er fliegt zwischen meine Beine, er tunnelt mich! Junge, der. Flieg doch woanders! Richardson, Vapiano ist geil. Digga, Vapiano ist lost. Hört deine Vapiano richtig schlecht. Eron mit einem Follow. Dankeschön, Eron, für den Follow. Henrik mit einem Sub. Digga, Vapiano ist pleite, die gibt es nicht mehr. Ach so. Halt schon Gerücht. Ich fand Vapiano immer richtig schlecht. So, so richtig auf schnelle Pizza gemacht, einfach ohne Liebe. Und dann habe ich irgendwann Spaghetti Carbonara entdeckt. Dann war ich Vegetarier, da muss ich was Neues. Mir ausdenken, ein neues Gericht, und da habe ich Spaghetti Gambaretti Spinaci für mich entdeckt. Weißt du, was das Schlimmste am Piano ist? Man denkt, es ist günstig, das ist einfach teuer. Also, du kriegst viel günstigere Nudeln. Digga, da kostet Nudeln 9 Euro und sowas. Stabil. Geht so. So stabil ist es nicht. Also, jetzt nicht gerade, es ist nicht so, dass du sagst, Fastfood-mäßig, weißt du, es ist voll günstig. 9 Euro ist schon nicht. Jetzt werden mich alle Münchner auseinandernehmen. Digga, München. Flughafen, ne, wo war das? Am Hauptbahnhof in München. Ich dachte, die wollen mich verarschen, ne? Als ich da, oder generell in Restaurants und so. Das ist. Ja, Flughafen ist das Schlimmste. Ich habe wirklich lange nicht mehr so eine kranke Scheiße wie München gesehen. Digga, da zahlst du so für. So wirklich so für Nudeln zahlst du da so 18 Euro und so eine Scheiße. 17 Euro. Das ist so schlimm. Hauptbahnhof allgemein teuer. Ja, ich war auch in der Stadt essen. Leute, da habe ich, glaube ich, für Nudeln, ganz normale Nudeln, habe ich 16, 17 Euro oder so ausgegeben. Carlos, wo schützt sich durch? Ey, Peter! Wie geht's dir? Carlos! Sehr gut. Ich hatte vorhin einen kurzen Ausraster, aber wir haben die Phase überstanden. Bockt halt gar nicht, ne? Irgendwie. Carlos, das macht so ein Rookie. Was wäre ich nur ohne Richard? In der Schweiz kostet eine Pizza 25 Franken. Wie viel Geld sind 25 Franken? Also wie viel Euro?
Roll to 800k. Digga, wie lost ist denn mein Nightbot? Alle mal ein Like da lassen, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Danke für Support. Ach, zu 300. Ich dachte, da steht 800. Ich denke so, hä, wie kommt der auf 800? Ja, Freunde, wenn wir 300 schaffen, bevor FIFA 21 rauskommt, aber das wird nicht. Das ist... Was ist dann? Das wäre schon echt heftig, Digga. Ich meine Jürgen. Zum dann haben wir in einem Jahr, in einem Kalenderjahr, haben wir dann 280.000 Follower dazu bekommen. In 12 Monaten. Und das ist ja nicht so, dass also das, ich habe ja so bei, sozusagen bei 0 gestartet oder bei 20.000 halt. Das wäre schon krass, aber ich glaube, das kriegen wir nicht geschissen. Ich glaube, das wird nichts. Noch 14 Tage, dann habe ich eine Totti-Karte. Ehre. Vorgewählt. Ja, Mann, das ist schon heftig. Also ich sage mir, ich kann euch das ja mal sagen, ich mache immer so zwischen 15.000 und 25.000 Abonnenten im Monat. Das ist immer unterschiedlich. Ich glaube, jetzt wird es ein bisschen weniger in Zukunft. Aber 3 Monate, wenn ich immer so 15.000 schaffe, dann könnte man das eventuell hinbekommen. Aber 15.000 wird halt nicht so einfach, weil halt FIFA so im Arsch ist, ne? Ja, nee, steht 3-3. Nee, ich lach nicht mehr, Digga, ich lach nicht mehr. Ich steh auch gleich. Ja, ich leg grad auch zurück. So Karma bekommt man immer. Sein Gegner hatte Eriksen, Ibrahimovic und so. Ja, lach lieber nicht. Warte, Digga, jetzt krieg ich gegen Top und Sterling Gold oder was? Nee. Doch! Henderson, Robertson, oh mein Gott! Bist du immer noch gegen den mit Milner? Nee, ist ein anderer. Der hat aber auch ein lostes Team. Ah, er spielt nur gegen Chelsea-Spieler. Milner spielt bei Chelsea. Liverpool, wenn nicht. Foul. Soll ich mal mit Richard einfach mal raufzwiebeln, Freunde? Nein. Hier, Richard. Freistoß. Mit Richard Richarlison einfach mal rauf zwiebeln. Ich glaube, das wird was. Oh. Milner spielt bei Chelsea. Wenn du dich entscheiden müsstest, Content Creator oder E-Sportler? Safe Content Creator. Schieß doch. Freunde, du, als E-Sportler, man hat so viel Druck, man hat so viel... Ich bin auch so froh, dass ich mir ein zweites Standbein aufgebaut habe. Wahnsinn. Also theoretisch könnte ich komplett auf E-Sport jetzt scheißen, das wäre scheißegal, dann bin ich... Aber ich mach's halt nicht, weil ich FIFA auch liebe und immer noch sehr, sehr krass in dem Spiel bin, ist halt so. Aber so rein E-Sport, Digga, das würde mich nervlich bumsen. Die E-Sport-Saison konnte man ja bei niemandem so richtig zählen, vor allem dieses Weekend League, das ist ja das... Die Offline-Turniere werden, da wird's gezählt und die gibt's ja seit einem halben Jahr nicht mehr wegen Corona. Und ihr wisst gar nicht, wie stressig, was du für Probleme bekommst, wenn du dich dafür nicht qualifizierst oder keine Ahnung. Wenn da halt nicht das ist, dann schmeißen die Vereine dich einfach raus, Digga. So ist das leider. Was ich so höre, wie Vereine teilweise mit Spielern umgehen, Freunde, da fässt man sich einfach nur an den Kopf. Dass manche sich das gefallen lassen, finde ich so krass, Alter. Ich würde den so. So viele Vereine sind so schmutz, ne? Wie die mit ihren Spielern umgehen. Die schmeißen die sofort raus, da gar kein Vertrauen. Gehalt gekürzt und so eine Kacke. Das ist ganz, ganz krass. Das ist ganz, ganz schlimm. Und als Content Creator, Digga, da könntest du theoretisch sagen, Digga. Du bist nicht so krass auf FIFA angewiesen. Weißt du, was ich meine? Wenn du sagst, yo, du willst jetzt lieber auf Schneckenrennen reagieren und nicht Weekend League spielen, dann kannst du das machen, Digga. Bei E-Sport ist es nicht so. Du hast immer diesen Leistungsdruck als E-Sportler. Das fuckt halt ganz brutal ab. Das kann ich euch auch sagen, Freunde. E-Sport ist bei mir momentan die wenigste Geldeinnahmequelle, die ich habe. Und das war ja vorher meine Haupteinnahmequelle, jetzt ist es meine, wo ich am wenigsten mit verdiene. Es ist gut für mein Image und so, aber ich... Digga, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie mich dieses FIFA-Jahr geknallt hat, so einfach. Das war ein komplett beschissenes Jahr auch für den FIFA E-Sport, dieses Spiel hier, FIFA 20. Gibt, glaube ich, niemanden, der sagt, boah, FIFA 20 war gut für den E-Sport. Dieses Jahr, dieses Spiel, generell auch mit Corona und so, aber auch abgesehen von Corona,
Das war einfach ein Spiel, Freunde, da, was da alles passiert ist dieses Jahr mit Bugs und so. Auch bei Main Events, noch nie, glaube ich, bei so vielen Main Events gab es so viele Disconnects und so viele Probleme einfach. Abseits? Ah, ne, ich spiele jetzt Schach, perfekt. Bei den Jürgenwürgen bei Brazers, hat ein Quiz, Quest zu arg. Ja, Freunde, wie stellt ihr euch das vor als E-Sport? Komm, haut mal raus, Digga, dann lass uns mal hier ein bisschen Real Talk führen. Wie stellt ihr euch das, denkt ihr, als E-Sportler vor? So, Friede steht 3-1, das war's. Das war's. Friede. Man, der Weekend League FIFA 20 ist vorbei, Leute. Wir haben 1,5 Millionen, sollen wir noch Coins packen oder irgendwas? Eigentlich die VBL eigentlich Mo im Finale? Ich schau mir nur das Finale an. Ich habe Mo gegen Lefty geguckt und sonst hat mich das gar nicht interessiert, weil das einfach ein Schmutzmodus ist. 85er-Modus, Digga. Oh Mann, ey. Gibt so viel. Das Schlimme ist, ich würde jede Argumentation gegen, egal gegen wen, würde ich einfach gewinnen. Aber Leute, wir öffnen Packs mit Coins, let's go. Ich kann so, wenn jemand mit mir argumentieren möchte, so von EA oder von der DFL über E-Sport oder irgendeiner aus dem Verein, Digga, ich würde den Argumenten an den Kopf schmeißen, die könnten das nicht mal kontern. Die dümmste Aussage, die ich je gehört habe, ist ja, der 85er-Modus ist fair, weil du da kein Pay-to-Win hast. So. Okay, es ist fairer als Ultimate Team, aber fair ist was komplett anderes. Es wäre fairer, das ist ja das Witzige, es wäre fairer, wenn du diese ganzen Turniere, alle Elite-Einspieler, alle verifizierten Spieler, haben die Möglichkeit, sich online eine Version runterzuladen. Das ist machbar, weil es gibt eine E-Sport-Version. Online eine Version einzuladen, dann kriegst du einen Code dafür und dann ist du jeder Spieler nur für dieses Turnier. Also du kannst damit kein Weekend League oder sonst was spielen. Kannst du diese ganzen Dinger spielen, aber auch nicht. Du kannst nur dieses Turnier damit spielen. Für alle Vereine, die bei Events mitmachen, die sollen das bekommen. So, damit hast du schon mal das Pay-to-Win-Problem. Was macht man stattdessen? Was macht man stattdessen? Man geht in den 85er-Modus, wo alle 85 haben, aber wo es nicht fair ist. Stürmer haben bessere Werte als linkes und rechtes Mittelfeld zum Beispiel. Jeder spielt Stürmer auf den Außen. Also jeder Stürmer, wenn du 4 Stürmer hast, spielst du 4 Stürmer in der Startaufstellung. Über die Außen spielst du die halt oder auf der 10, weiß was ich. Und wenn du im Kader nicht 4 Stürmer hast, sondern nur 2, was machst du dann? Sowas gibt's. Was ist, wenn ein Verein 4 oder 3 5-Sterne-Weakfoot-Spieler hat? Sowas gibt es. Und ein Verein hat gar keinen. Was machst du, wenn ein Verein nur einen 4-Sterne-Weakfoot-Spieler im Sturm hat? Wisst ihr, was ich meine? Und dann wollen die mir erzählen, dass das fair ist. Das ist nicht 1% fair. Und ich verstehe auch nicht, wer da auf die Idee kommt, sowas immer zu entscheiden. Wie man darauf kommt, wie man so blind sein kann. Wirklich, real talk. Wie man so blind sein kann. Da musst du da eine Lösung finden, wenn du dieses E-Sport-Ding so aufziehen willst. Oder du lässt es halt sein. Digga, dann gehst du auf Major-Events von EA, dann guckst du dir an, on-stream, wo 100.000 Leute zugucken. Es gucken auch nur 100.000 Leute zu übrigens, weil du da was gewinnen kannst. Gestern Zuschauerzahlen, wer hat die Zuschauerzahlen gesehen bei dem VBL-Final-Hype? Also Mo gegen Lefty, Twitch, wie viele Zuschauer... Oh, jetzt schieße ich ja komplett, aber es ist so, es ist die Wahrheit. Wie viele Zuschauer hatten die gestern... Mo gegen Lefty, EA, die hatten die ganze Zeit zwischen 1500 und 2500 Zuschauer bei der deutschen Meisterschaft im Finalspiel. Also wer ins Finale einzieht auf der PlayStation, Halbfinale sozusagen. Digga, 1500. So, wir müssen erstmal Trikots ändern. Dann müssen die doch, Digga, das muss doch Klick machen und sagen, alter Schwede, wir müssen da irgendwas ändern. 1500 Zuschauer. Full Front an EA, also an dieses ganze Konzept. Ich habe, wenn ich mir Schneckenrennen zugucke mit Sydney, habe ich 7000 Zuschauer. Schneckenrennen. No Front. Full Front, Digga. Das ist einfach so, weil da so wenig Liebe drin steckt. Weil da so krass wenig Liebe drin steckt. Ist so. Es ist unglaublich, Digga. Wie man so... macht einen Ultimate-Team-Modus, wo jeder Elite-1-Spieler einen verifizierten Account bekommt.
Oder was sie halt auch nicht, was auch nicht, was voll dumm war, warum hat man die VBL einfach nicht gespielt mit Bedingungen, so wie die das gemacht haben. Das war schon, wenigstens war das ein richtiger Schritt, dieses, du darfst nur 3 Ikonen haben, deine Teambewertung darf nicht über 85, so. Da kannst du schon gar kein Pay-to-Win haben. Jeder E-Sportler hatte das gleiche Team in den Online-Qualifiern. Wieso machst du das nicht? Wieso machst du das nicht in Ulti, wieso machst du das nicht in der deutschen Meisterschaft, Digga? Ich dachte nach Madonna! Hilfe! Ey, das sieht sogar aus wie das Icon-Wappen. Oh mein Gott! Wieso macht man das nicht in der deutschen Meisterschaft? Du sagst zu deinem Verein, hört mal zu, eure Spieler dürfen nur 83 Gesamtrating haben, zum Beispiel, also dein Team da. Und wenn man dann sagt, das ist immer noch Pay-to-Win und wir sehen nicht ein, unseren Spielern zu bezahlen dafür, da, also wir haben nicht das Geld dafür, da die Teilnehmer, also dass wir den Typen Geld geben, 200 Euro, damit er sich ein Team baut, Digga, dann dürft ihr da gar nicht, dann gehört ihr gar nicht da rein, dann macht er gar nicht mit, wenn man nicht mal bereit ist. Das war nämlich so eine Aussage von manchen. Ja, das ist uns immer noch zu viel, da muss unser Spieler ja trotzdem noch was reinstecken. Digga, wenn ihr nicht bereit seid, da ein paar 200-300 Euro reinzustecken, dann könnt ihr auch direkt das Ding sein lassen und euch gar nicht anmelden. Wie lost seid ihr denn? Das macht alles keinen Sinn, Eli. Bei den Playoffs für Deutsche Meisterschaft konnte man mit Legacy Defending zocken, das macht also keinen Sinn. Ich habe mitbekommen, ich weiß auch, wer es war. Also ich kann es ja sagen, es war dieser von Augsburg, ne? Janis. Heißt er der? Keine Ahnung. Digga, das ist ja nichts Schlimmes, so, weil ich sag ja nichts gegen ihn, aber da konntest du einfach Defending, also du konntest andere Sachen spielen. Yannick, ja genau, Yannick. Was ist das denn, Digga? Das. Vor allem, das fällt ihm im Halbfinale oder so auf. Keine Ahnung, wann es denen aufgefallen ist. Relativ spät habe ich gehört. Digga, du bist da mit Admins, du musst dich da mit Admins auseinandersetzen. Freunde, ich hatte in den Online-Qualifiern, wo es darum geht, deine Zukunft zu safen. Sagen wir mal, ein Verein verlangt von dir, es war jetzt nicht bei mir so, aber ein Verein verlangt, du musst dich für 2 Dinger qualifizieren. Oder wir schmeißen dich raus und dann kannst du dir dein E-Sport an den Arsch, kannst an die Wand nageln, das Ding. Digga, dann ist da, wer weiterkommt, wird entschieden, weil die sich nicht connecten können. Wird dann online eine Münze geworfen und das musst du dann deinem Chef erzählen, der über deine Zukunft entscheidet. Jo, ich bin rausgeflogen, weil ich Kopf genommen habe und nicht zahle. Dann fragt er dich, hey, wie? Und er sagt, ja, wir konnten uns nicht connecten, zum Beispiel. Also E-Sport-Freunde im FIFA, das ist wirklich, die haben so viel Potenzial, die kriegen es noch nicht geschissen. Und ich habe mich schon so oft mit Leuten unterhalten. Ich frage die, warum macht ihr nicht Ultimate Team in der deutschen Meisterschaft, wie jedes andere Land. Es wird in England Ultimate Team gespielt, es wird in Holland Ultimate Team gespielt, in Spanien wird Ultimate Team gespielt, es wird überall Ultimate Team gespielt, außer in Deutschland. Ich frage die, warum? Warum wird das nicht gemacht? Der Typ sagt zu mir, ja, es geht um die, die verkaufen die Werbung, die außen stehen, so in dem Verein, da steht ja dann, keine Ahnung. Die spielen ja in den Stadien und da wird irgendwie Werbung gemacht für was weiß ich, Digga. Und sonst kriegen die es nicht geschissen, Sponsoren dafür zu bekommen. Digga, wenn ich in drei Wochen ein Turnier mache, full fronted, wenn ich in 3 Wochen also ankündige, ich mache ein Turnier, ich schwör's euch, ich würde 2 Sponsoren auf die Reihe bekommen, hundertprozentig. Ich sag einfach, ich teile euch, ihr lauft bei Twitch, hier, zack, da, ich würde es hinbekommen. Und die kriegen es als DFL nicht hin, glaube ich, oder ich kann es mir sonst nicht erklären, die sagen halt, die können das nicht finanziell so hinbekommen, die müssen 85er, weil da die Werbung ist. Digga, wenn ihr das macht, dann könnt ihr aber nicht damit rechnen, dass sich das viele Leute angucken. Bei Hasso war Schere, Stein, Papier. Ich hatte das auch, Digga. Ich hatte das auch. Bei mir war eine Schere, Stein, Papier. Bei mir war Kopf oder Zahl. Ich habe aber gewonnen. Ich bin weitergekommen. Ich habe gestern mit einem wirklich, den kennt ihr auch alle. Ach nee, das sage ich nicht. Ich würde auf jeden Fall sofort einen Sponsor auf die Reihe bekommen, das Allerschärfste ist ja, Freunde, was glaubt ihr, wie viel bekommt ihr, wenn du ein Jahr lang, oder ich weiß nicht, wie lange spielt man, 7 Monate, keine Ahnung, Club Championship, wie lange geht die Club Championship, Umut, wie lange ging die? 7 Monate? Wie lange ging die?
Oh, wir spielen hier die ganze Zeit ausgeglichen. Ich bin auf jeden Fall konzentriert. 3-4 Monate, so. 3-4 Monate, Freunde, schwitzt ihr pro Woche zweimal, oder ich glaube schon, 2 Spieltage um euer Leben, werdet von überall unter Druck gesetzt. Jeder geht euch auf die Klöten, warum, hey, das, ihr müsst das machen, ihr müsst da zu einem Fernsehauftritt, ihr müsst da zu einem Fernsehauftritt, ihr habt da was zu tun, ihr müsst da zu einem Dreh, ihr habt da ein Skript. Wisst ihr, das macht ihr für 4 Monate? Wisst ihr, was glaubt ihr, wie viel bekommt der Gewinner nach diesen 4 Monaten, wenn du erster Platz wirst in der deutschen Meisterschaft als Verein? Wie viel hat Bremen bekommen? Wie viel Geld hat Bremen bekommen? Mach mal kurz komplett auf. Mach mal den Bunker auf. Wie viel hat Bremen bekommen? Also die Spieler. Wie viel haben die Spieler bekommen? Wie viel haben die Spieler bekommen? Preisgeld. Dafür machen safe manche Auge. Ne, mach, es könnt ihr ja dann bannen. Wie viel hast du bekommen, wenn du 4 Monate lang geschwitzt hast, um dein Leben jedes Mal auseinandergenommen wurdest? Guck mal, es wissen hier manche nicht mal. Bin jetzt gespannt. Digga, weißt du es nicht, Umut? Mach mal den Bunker. Achso, ich kann nur den Bunker aufmachen, du. Wir sind hier. Das ist nicht Twitch. Ah, ich hab's verstanden. Ich hab's verwechselt. Leute, Bremen hat die Club Championship gewonnen. Wisst ihr, was Megabit und Erhan bekommen haben? Von der DFL. Ich weiß nicht, ob Bremen dem was bezahlt hat, aber ich glaube nicht. Die haben als Preisgeld dafür, dass du Erster wurdest, haben die ein souveränes GG bekommen und einen runden 2,5 Zentimeter, ich weiß nicht, wie groß das Ding war, und so eine kleine Schale und ein dickes GG haben die in die Hand gedrückt bekommen. Und dann haben sie gesagt, gut, lass knacken, wir sehen uns bei den Playoffs, bei den Open wieder. Das war's. Die haben 0 Euro bekommen. Ist so, als wenn du Champions League gewinnst und die geben dir 0 Euro dafür. Achso, ist doch klar, Digga, wenn es da um 0 Euro geht, dass sich das keiner anguckt. Wie kommt man denn auf die Idee? Und dann sagen die, ja, wir haben keine Sponsoren dafür. Digga, dann müsst ihr euch Sponsoren suchen. Ich hate das so krass, ne? Ich kann mich den ganzen Tag darüber aufregen. Und jeder, der mit mir dieses Thema argumentieren möchte, der kann, also von diesen ganzen Leuten, das ist gestört. Doch, als wenn, ist wirklich so. Die haben 0 Euro bekommen. Die haben 0 Euro dafür bekommen. Die wurden Erster. Du bekommst, glaube ich, lass mich nicht lügen. Ist hier irgendwie Mo oder so im Chat? Wie viel bekommt man, wenn du die, und jetzt, wenn du zwischen die ersten 6 kommst, Freunde, bei dieser Club Championship, dann bist du bei den Finals dabei. Und wenn du bei den Finals Erster wirst, ich glaube, dann bekommst du 25.000. 25? Da weiß ich die genaue Zahl nicht. Aber was viel anstrengender ist, ist diese Club Championship. Das ist ja viel mehr Zeit und so. Das ist bei Grand Final 25.000. Okay, du bekommst 25.000, wenn du dann am Ende dieses ganze Ding gewinnst. 25.000. Kurzer Einordner für euch. Oh mein Gott. Kurze Einordnung für euch. Einfach, damit ihr es mal gehört habt. Wie sage ich das jetzt? Wenn ein Influencer, der ungefähr 70.000 Storyviews hat, eine Story macht und einen Beitrag postet, kannst du dafür so 8.000 bis 9.000 verlangen. Für eine Story und ein Foto. Einordnung, damit ihr das jetzt checkt mit diesem E-Sport oder Content Creator. Und wer gewinnt das Ding mal, Digga? Gewinnt mal. Konsolensieger 10.000 und die anderen beiden 5.000. Top 4 bekommen keinen Cent, Lefty hat nichts bekommen. Stark, Digga. Ist das krass. 10 von 10 Vergleich. So, damit ihr das mal versteht, das ist ja alles so zur Frage E-Sport oder Content Creator. Es hat keine Zukunft, wenn du nicht der Beste bist. Und selbst wenn du der Beste bist, musst du die WM gewinnen, damit sich das krass lohnt. Top 4 in Deutschland und man kriegt nichts. Digga, das ist so lost. Umut, hast du das mitbekommen? Gorilla, bei der Club-WM, die haben sich qualifiziert. Die sind in der Vorrunde rausgeflogen, haben irgendwie $400 oder so bekommen. Von EA $400, obwohl sie unter den besten Teams der Welt waren. Das beste Team der Welt. Die haben sich dafür qualifiziert, haben $400 von EA bekommen. Die wollten zurückfliegen. Flug hatte Verspätung und die Fluggesellschaft, du kriegst ja Entschädigung von der Fluggesellschaft, hat denen mehr Geld gezahlt, Gorilla hat nicht gesagt wie viel, hat denen mehr Geld bezahlt als EA, weil der Flug Verspätung hatte. Digga.
Was soll man dazu noch sagen? Man wird da so ausgeschlachtet. Entweder schlachten die einen aus, oder die haben gar keine Ahnung vom Marketing. Die Leute, die da auf jeden Fall zu starten. Also eins von beiden. Ist halt so. Full Front. Ich kann mich gar nicht konzentrieren, Digga, aber ich sollte hier schon ein Tor machen. Ich kann gleich, wir reden gleich nochmal darüber, so ein bisschen gezielter. Die wollen so krank machen. Naja, nee, das ist nicht. Ich glaube wirklich, dass die einfach. Die haben gesagt, die bekommen keine Sponsoren. So, dann frage ich mich, wie kriegst du da für sowas, für so ein Ding keine Sponsoren? Du sagst, wer da mitmacht. Du sagst, es ist die deutsche Bundesliga sozusagen. Im virtuellen Bereich und du kriegst dafür keine Sponsoren, wollen die mich. Digga, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Auf YouTube kann man keinen Sub schenken. Arbeitet 450 Euro Basis, habt ihr mehr davon? Ja? Digga, wer hat das geschrieben? Jeff. Also, ich gebe euch mal einen Einblick in die E-Sport-Welt, weil es ja keiner sagt, weil jeder Angst hat, dass die rausgeschmissen werden von ihren Vereinen. Aber mich, Digga. Hertha feiert mich so krass und ich feiere Hertha auch und. Da ist eine ganz offene Beziehung. Ich kann reden über was ich will. Ich kann nur nicht spielen, was ich will. Es gibt E-Sportler, Freunde. Die werden manipuliert vom Allerfeinsten. An alle E-Sportler da draußen. Wenn ihr einen 450 Euro Minijob-Vertrag bekommen habt, dann nehmen die Vereine euch auseinander. Alle Vereine, alle Geschäftsführer, die jetzt sagen, diesen Stream gucken, die denken sich, boah, Digga, warum sagt er das jetzt? Er nimmt uns gerade krass hops. Ihr bekommt 450 Euro im Monat. Die kommen mit dem Argument, es ist FIFA. Du bekommst 450 Euro für FIFA. Das hat aber gar keinen Sinn, weil das ist so, als wenn du zu einem Fußballprofi sagst, oh, wir geben dir 2000 Euro für Fußballspielen. Digga, natürlich, jeder von euch würde für 2000 Euro Fußball spielen. Das ist, Digga, wenn es so einfach ist, dann, ihr müsst es immer so sehen. Die müssen euch für das bezahlen, was ihr macht, was ihr könnt. Wenn es, die könnten doch jeden nehmen, Digga. Die könnten doch jeden für 450 Euro dann einstellen, wenn es nichts Besonderes ist, dann stellt doch irgendjemand anderen ein. Können die aber nicht. Die haben Glück, dass ihr bei denen seid. Sonst, es ist nicht so, es gibt nicht so krass viele Spieler auf der Welt. Und wenn alle, also die so E-Sport, krasses E-Sport-Niveau haben. Mann, Digga, es ist so ein Dreckspiel, Mann. Ich hasse dieses Spiel. Guck mal, wie Van Dijk da nichts macht. Instagram zurück, Leute. Die letzten Minuten hier. Das ist ganz schlimm. Zurück, danach gehen wir. Eli, kommt halt drauf an, wie gut. Nein, Digga, kommt nicht drauf an, wie gut. Wenn du als E-Sportler 450 Euro verdienst, dann hast du ein fettes Problem, Digga. Dann verarscht dich der Verein. Dann kannst du bei Rewe genauso arbeiten. Ist so. Du arbeitest bei Rewe für 450 Euro, du reißt dir da den ganzen Arsch auf, du machst noch 1000 Sachen nebenbei. Dann, das ist Rewe oder weiß ich nicht, Edeka oder egal was, Digga, 450 Euro Basis, das ist eine Verarschung. Ihr denkt immer, E-Sportler verdienen krass viel. Das ist, manche werden komplett verarscht, ne? Ach, genauso. Guck mal. Guck mal, was ist das? Was soll ich zu diesem Dreckspiel überhaupt noch hier sagen? Die müssen schon Bilder gepostet haben. Oder öffentlich sein, wie gesagt. Aber auch sonst danke für die Likes, falls ihr einfach so macht. I really appreciate it. Danke für die Insta-Follows, really ihre Männer. Oh, man sieht nichts. Warte mal, ich muss mich hier kurz konzentrieren. Ich will gegen den nicht gewinnen. Danach machen wir den Real Talk weiter. Ich will gegen den nicht gewinnen. Lul? Ich will gegen den nicht verlieren. Danach können wir da gerne weiter drüber reden. Ich kann mich den ganzen Tag darüber aufreden. Ihr hört es nämlich, ihr hört das nämlich von niemand anderen, weil die alle Angst haben, rausgeschmissen zu werden. Freunde, wenn die E-Sportler mal droppen würden, was da teilweise abgeht intern, nicht nur von den Vereinen, sondern oder den Orgas oder so, sondern auch von den Management zum Beispiel. Dass da Management verlangen 30% von dem Turniergewinn, wofür sie nichts beigetragen haben. Wenn die so was verlangen,
Wenn die was verlangen für Deals, ist okay. Wenn es gibt, ich kenne zwei Namen und ihr kennt sie auch, wenn die beide im Chat sind. Digga, es gibt E-Sportler, die haben einen Vertrag unterschrieben, dass die Agentur oder das Management Prozente von ihren Twitch-Subs bekommen. Digga, wie kann man sowas unterschreiben? Ihr dürft sowas nur unterschreiben, wenn die was dafür auch machen, Digga. Was tragen die dazu bei, dass die Leute bei euch subben? Wer hat euch verarscht, Digga? Und ihr kennt, das Schlimme an der ganzen Sache ist, ihr kennt diese Person zu 100%. Als ich das gehört habe, dachte ich, der will mich verarschen. Es ist ganz schlimm, was das für ein Beuteschneider-Zähne da teilweise sind. Manche sind korrekt, Digga, aber was da manche wirklich für Verträge, die haben halt leider keine Ahnung. Ich wurde auch am Anfang abgezogen, Freunde. Also nicht wirklich so, aber was da für Verträge, ich hatte immer das Glück, ich hatte immer ein gutes Management an meiner Seite. Die haben mir immer gut geholfen. Aber es gibt da Leute, Freunde, die werden so hops genommen. Merkt euch eins, solange die nichts dafür machen, sollen die nichts davon bekommen. Ist so, als wenn jemand von mir sagt, wir managen dich, aber du gibst uns 20% von deinem YouTube-Einnahmen. Halt's Maul. Bei meinem Netzwerk ist es was anderes, Leute. Die sind dafür da, wenn ich einen Strike bekomme, wenn ich irgendwelche YouTube-Probleme habe, sind die für mich da. Die bekommen Gehalt, aber so, oder Prozente, aber wenn, Digga, ich kenne mich den ganzen Tag. Also, ihr könnt gleich mal Fragen stellen, was euch so interessiert. Ich antworte auf alles. Dann nehmen wir mal den ganzen Laden da mal hops. Was ihr euch, also, ich sehe schon morgen irgendwelche E-Sport-Zeitungen, schreibt über mich. Aber das Schlimme ist, dass alle so denken wie ich. Es sagen nicht viele. Das ist das Witzige. Und ich bin darauf nicht angewiesen, Digga. Ich bin darauf null angewiesen. Die können schreiben, was die wollen. Weil ich niemanden irgendwie. Ich sage ja nichts Schlechtes. Ich sage nur, was teilweise passiert in dieser Szene. Dass es kein Preisgeld gibt. Bei der Club Championship ist für mich ein Rätsel, sowas. Erstes Jahr, okay. Erstes Jahr, es gab im ersten Jahr kein Preisgeld, habe ich verstanden. Die mussten gucken, wie das ankommt, mal sehen, so was da so abgeht und so. Zweites Jahr, als ich gehört habe, dass da nichts geändert wurde, so wirklich, dachte ich, die wollen mich verarschen, ne? Also in Bezug zum Finanziellen. Warum läuft die Fortnite-WM so krass? Warum gucken sich das so viele Leute an? Nicht, weil dieses Spiel so geil ist, sondern weil der Gewinner mal trocken 3 Millionen bekommt und nicht einen feuchten Händedruck und so eine Schale, wo drauf steht virtueller Bundesligameister. Herzlichen Glückwunsch. Es wissen mehr Leute hier im Chat, dass, sagen wir mal, irgendwas lost ist, Digga, dass ich mit irgendeinem Spieler 5 Millionen Minus gemacht habe, als das Bremen Club Championship wurde. Ich geh kurz pissen. Club Championship gewonnen hat. Und versteht mich nicht falsch, ich bin dankbar, dass ich das alles machen kann und so. Aber ich hab's mir auch, ich hab es, wenn es so, immer dieses, sei doch dankbar, dass du damit dein Geld verdienen kannst. Digga, wenn es so einfach wäre, dann könnten es doch alle machen. Das muss vernünftig entschädigt werden. Edi wird noch Beef mit Managements bekommen. Ach Digga, es gibt zwei vernünftige Managements in dieser ganzen FIFA-Szene, ich sag die Namen nicht. Der Rest ist einfach nur Abzocke und Lost. Ist einfach so. Habt ihr irgendwelche Fragen? Ja, wie viel andere E-Sportler verdienen, das sage ich euch. Ich kenne die ganzen Zahlen noch nicht. Ich weiß von vielen, aber von. Kann jetzt hier nicht alles sagen. Mika, also ich kann euch sagen, Freunde. Ich glaube, der bestverdienste E-Sportler im FIFA-Bereich verdient 20.000 im Monat.
Und bis dahin ist halt alles so machbar. Es kommt drauf an, wie viel Reichweite du hast. Es kommt drauf an, wie gut du bist. Wie deine Entwicklung ist und so. Wie gut man dich vermarkten kann. Das zählt alles da drin. Es ist alles dabei zwischen 400 und 20.000. Das ist wirklich so. Das ist ja das Schlimme an der Sache. Und normal ist, wenn Spieler vernünftig denken würden, wäre ein normales, wenn du wirklich nicht gut bist oder so ein Einsteigerding, so ein Talentgehalt, ist in meinen Augen 1.500 Euro. Ich kann euch auch argumentieren, warum das ist, weil der Typ sehr gut ist und es jeder machen kann. Der Typ, der im Verein da irgendwas putzt oder so, der verdient auch seine 1.500 und du machst ja was dafür. Also wisst ihr, was ich meine? Ihr müsst es so rechnen und nicht, oh, du verdienst mit FIFA 450 Euro. Wenn es so einfach ist, dann geht doch auf die Straße und nimmt jeden. Nimmt doch jeden unter Vertrag. Inserno mit 10 Euro, würde gerne einen 10er-Sub da lassen, aber geht nicht. Ich bin nicht mit Sofortüberweisung, deswegen spende ich dir einfach so 10 Euro im Monat. Ehrenmann, Dankeschön dafür. Co. mit einem Euro, Samuel, der Loch hat heute Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag. Luca mit einem Sub, Hendrik von Dezen mit einem Sub. Danke für die ganzen Follows. Fragen zum E-Sport, Freunde, könnt ihr jetzt rauskloppen. Du bist eine Maschine, menschlich, einfach nur Weltklasse. Mach weiter so und bleib so ehrlich, wie du bist. Dankeschön, mein Freund. Ja, ich werde mich auch nie ändern. Dann sollen irgendwelche... Ich habe schon so viele Deals mir durch die Finger gehen lassen, weil ich einfach immer so aus dem Nähkästchen rede. Ist halt einfach so. Es fängt an bei EA, nur E-Sport. Es fängt an bei EA, was da für Fehler gemacht haben. Und es geht weiter mit den Vereinen und hört auf bei dem Management und mit den Bugs im Spiel. Das ist alles ein Kreis, Digga, der einen wirklich psychisch auseinandernimmt. Die E-Sportler, Freunde, werden so hops genommen, ihr glaubt es gar nicht. Trent Alexander-Arnold, Chemistry-Style. Wie lange bist du schon E-Sportler? 3 Jahre jetzt. Wir geben dir mal einen Backbone. Oder 2,5? Edi, hast du Hendrik was schon vergessen? Nee. Icon Roulette. Sollen wir Icon Roulette machen, Freunde? So auf entspannt? So auf entspannt? Damit wir da mal so ein bisschen runterkommen. Ihr fragt, was ihr wollt, Freunde. Was glaubt ihr, wie viel verdient oder nicht wie viel verdient? Was euch so interessiert im E-Sport, was ihr so nicht hört? Was ihr so nicht hört, ich sag's euch. Ich beantworte euch die Frage. Jetzt nicht, wie viel verdient Mo, wie viel verdient das und das. Ich kann euch mal eins sagen. Content Creator verdienen mehr als E-Sportler, es ist so, weil Content Creator einfach, es ist alles eine Frage der Reichweite. Wie viel Reichweite hat Fortnite? Um Leben Reichweite. Deswegen wollen da Sponsoren reinspringen. Warum glaubt ihr, ist Dota und League of Legends so krass? Warum entwickelt sich das so krass? Weil da diese ganzen Sponsoren sehen, oh, das juckt viele Leute. Wenn Sponsoren sehen, oh, deutsche Meisterschaft, es ist gerade das Finale um die PlayStation. Da gucken auf den offiziellen, ich gucke jetzt nach, wie viele Follower der Account hat. Auf den offiziellen EA-Account gucken im Finale 1500 oder 2000 Leute zu. Digga, das kann man niemandem erzählen. Und sonst gucken 40.000, 50.000 Leute zu. Gucken auch nur so viele Leute zu, weil es ein Giveaway ist. Also du kannst da was gewinnen. Mich würde interessieren, wie viele Leute da zugucken würden, wenn es keine Giveaways da geben würde. Hat man viele Nachteile als E-Sportler. Digga, du hast ein richtig geiles Leben als E-Sportler. Ich würde doch lügen, wenn ich was anderes sage. E-Sportler, richtig geiler Job. Es ist richtig, richtig geil und so. Aber man muss aufpassen, dass man einen richtigen Vertrag unterschreibt. Dass man nicht verarscht wird. Dass man sagen kann, was man will. Und es müssten alle an einen Strang ziehen. Und den versuchen zu erklären, was man... Digga, ich bin gefühlt der Einzige mit 5, 6 anderen, die da öffentlich was sagen, weil... Aber ich mache den anderen keinen Vorwurf, weil die anderen Leute, die was sagen wollen würden, werden von ihrem Verein dann rasiert, weil die öffentlich schießen. Aber das ist nicht mal schießen, das ist einfach nur, wir versuchen das Spiel besser zu machen. Ich sage, ich prophezei es davor. Wenn es vernünftiges Preisgeld gibt in der VBL Club Championship, gucken viel mehr Leute zu und dadurch mehr Reichweite, es spricht sich mehr rum, ihr bekommt vielleicht neue Sponsoren, ist so. Aber man muss halt mal Geld in die Hand nehmen und wenn ihr keine Sponsoren findet, dann müsst ihr halt vernünftig suchen, Digga. Da wird man lost, wenn man darüber nachdenkt. Guck mal, ich kann mich gar nicht mehr konzentrieren, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das finde mit der Icon-Scheiße da.
bei Squad-Dings da. Da wird man aggressiv. Und wenn du E-Sports machst, musst du eine Reichweite aufbauen. Du kannst nicht 10 Jahre lang der Beste sein. Gibt nur wenige Ausnahmen. Ja, Digga, das ist. Reichweite ist 80% in meinen Augen. 70%. Das geht Hand in Hand, wenn du richtig gut bist. Guck dir Mo an. Mo wurde Weltmeister, hat 100.000 Follower auf Insta. Hat nicht wirklich viel gemacht, Social Media technisch. Hat aber 100.000 Follower auf Insta jetzt. Und weil er halt Weltmeister wurde. Aber frag mal den vierten. Ich weiß nicht mal, wer Vierter letzte Saison wurde. Der vierte Platz letzte Saison. Umut, wer wurde Vierter bei der WM? Nikolas. Nikolas und der andere Xbox-Spieler, wer war der andere? Gegen wen hat Dosari im Finale gewonnen? War das Rasek? Digga, lass die mal jetzt ein schlechtes FIFA-Jahr haben. Die bekommen nächstes Jahr einen Vertrag, Freunde, wo die sich denken, alter Schwede, wurde ich verarscht. Also die werden denen sagen, du hast nicht abgeliefert, Pech gehabt, hier, nimm dein Geld. Und der Typ, der aber geschafft hat, sich eine Reichweite, deswegen, Influencer ist wichtig, es ist besser, sich da was aufzubauen. Am besten ist, du baust dir bei beiden was auf. Es ist einfach Hand in Hand. Leute, die besten Zuschauerzahlen, jetzt mal Weird Flex, das beste Spiel, wurde mir gesagt, ich weiß nicht, ob es stimmt, es gab die zwei besten Spiele, die vom Fernsehen geguckt worden sind, war Hertha gegen Wiesbaden, als ich gegen einen Wiesbaden-E-Sportler gespielt habe, und Hertha gegen Bremen, als Bremen um die deutsche Meisterschaft gespielt hat, im Finalspiel. Das waren die zwei bestgegucktesten Spiele. Nicht Bremen gegen irgendwas, Bremen gegen, sondern es war einfach, weil ich immer so viel, oder Schalke zum Beispiel, Schalke war auch immer gut geklickt, oder haben viele geguckt, wegen Tim Latka. Tim Latka hat auch nur viele, viele Fans, viele Leute am Start, gucken sich den an, Digga, wollen gucken, was passiert. Wenn Broski als Kommentator da war, gucken erstmal viel mehr Leute, als wenn Broski nicht da ist. Wenn Benji da war, mehr Leute zugucken. Wenn Tise Schubech da ist, gucken mehr Leute zu. Ist so. Ganz ehrlich, wer guckt sich das an wegen dem Gameplay? Juckt einfach keinen. Ja, Digga, es geht. Du guckst dir das an als neutraler Zuschauer. Du hast keine Ahnung, wer ist. Du guckst dir das an. Es ist ein scheiß Gameplay. Es geht um nichts. Es geht ja um nichts. Du spielst um 0 Euro sozusagen. Weil der Erste macht bei der VBL Club Championship mit. Herzlichen Glückwunsch. Versucht es mal dem Familienvater Thorsten zu erklären, der 41 ist, 4 Kinder hat, für 2000 Euro netto auf dem Bau arbeitet und sich da komplett am Wegackern ist. Und dann sich entspannt auf den Donnerstag, das war ja immer Donnerstags, glaube ich, oder Montags? Ne, Donnerstags war, glaube ich, das Spiel. Und dann auf den Donnerstagabend entspannen will und dann labern die dich voll mit, es steht 0-0, alle beide bunkern, keine Torschüsse. Aber der Erste in der Club Championship, der bekommt, Freunde, der Erste in der Club Championship, der kommt in die VBL Grand Finals. Wo du da noch erstmal rasieren musst, damit du 25.000 bekommst. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ist Hertha von Anfang an korrekt zu dir gewesen? Ja, die waren immer korrekt zu mir. Hertha Ehre. Die haben mir auch sehr viel geholfen, Freunde. Hertha hat mir sehr, sehr viel geholfen. Durfte viel von dem machen. So. Es war auch mein eigener Verdienst, so, dass ich mit den Profis was machen konnte, weil ich halt die kenne, Jordan und Sydney und so. Das hätten die nicht mit jemand anderem gemacht, kann ich euch auch sagen. Oder Arne Meyer oder so, das hätten die nicht gemacht. Aber ich konnte in den Raum, ich konnte da alles aufnehmen. Die haben mir übertrieben geholfen am Anfang, wo mich auch kein Schwanz kannte. 88, Digga, ich hab 85, was ist das denn? Ich glaube, Ralf kann erstmal duschen gehen. Ja, Ehre, die haben mir richtig geholfen. Hat Hertha dich schon angemeldet wegen FIFA-Hate? Nee, noch. Die haben gesagt, einmal bin ich komplett ausgerastet, da haben die gesagt, die schalten Gang runter, aber da habe ich auch ein bisschen übertrieben. Aber ich hate ja EA nicht so sinnlos. Ich sage ja nicht, oh, Pump, das sind Pump, Pump, Punkt und Pump, Pump, Punkt. Ich sage, die sind scheiße, das Spiel ist scheiße. FIFA, EA ist nicht scheiße, FIFA 20 ist scheiße. Und ich begründe es aber sinnvoll. Das ist ja nicht, ich sage, mach das und das besser. Ich gebe denen sogar Argumente, um das Spiel besser zu machen. Es ist nicht stumpfes Beleidigen, das mache ich ja nicht so. Wenn du das nicht machst, ist alles gut. Jinak ST, ja, ich muss hier ganz kurz erstmal, ich muss gucken, wie ich das hier mache. Ob ich überhaupt einen, habt ihr noch Fragen?
Welcher Verein ist der beste? Im E-Sport ist es Bremen. Werder Bremen sind die stärksten, haben die besten, also wurde wieder Meister. Statement zu den E-Sportler von FC Basel, alle korrekt alle. Also ich kenne, persönlich kenne ich die nicht alle, aber ich habe, wenn ich mit denen was zu tun hatte, waren die immer korrekt. Morgen Edi die Krake, morgen gibt's Edi die Krake. Es ist einfach, Freunde, es deprimiert mich, dass so viele von euch gar nicht wissen, was da so abgeht teilweise. Ich habe euch jetzt mal so ein bisschen was erzählt. Das ist bei der Club Championship kein, du bekommst kein Geld, wenn du gewinnst. Digga, wo sind denn die E-Sportler hier im Chat? Umut, unterstützt mich doch mal ein bisschen. Sag mal was dazu. Mo ist der Einzige. Ich wäre so gerne jetzt mit Mo gerade im Discord, dann könnte ich mit ihm darüber reden. Digga, der ist Weltmeister, Freunde. Mo ist Weltmeister und er sagt selber, dass FIFA 20 komplett Müll ist. Und er sagt, der Mo ist auch, Digga, das schätze ich ihn auch für. Der sagt auch das, was er denkt. Ihn juckt es nicht. Er sagt auch das, was er denkt. Der bereitet sich auf das Finale vor, Leute. Ich glaube nicht, dass er gerade Nerv dafür hat. Auf das Finale, wenn er gewinnt, kriegt er 10k. Darum muss er sich auch 25. Da muss er sich auch vorbereiten, weil wenn das nicht passiert, dann ist es schon wieder eine Schmutzsaison gewesen, weil man ja sonst nirgendwo Geld verdienen kann. Das ist wirklich so lächerlich, Digga. 5 Euro von Jan Graf. Schöne Grüße aus Niedersachsen. Ich mag dich, weil du endlich mal sagst, dass E-Sportler das FIFA 20 Schmutz ist. Ich mach weiter so. Digga, ich sag das schon die ganze Saison. Danke für 5 Euro. Ich sag euch ja nicht nur, dass FIFA 20 Schmutz ist. Ich gebe euch gerade so Infrastrukturen, was da alles falsch läuft. Junge, schreibe die ganze Zeit nur, du liest die Hälfte. Du fischst. Ja, das ist voll schwer gerade. Wie viel kriegt man als Zweiter? Umut, wie viel? 10.000, ne? 10.000 kriegt man als Zweiter. Und ihr müsst euch diese Preis einfach... Die könnten viel mehr zahlen, Mann. Also ich bin mir sicher, das ist einfach nur eine Verarschung. Muss ich mir irgendwas jetzt kaufen? Chill mal. Ich will erstmal auf die Teambewertung kommen. Ich brauche ein... Ja, was brauche ich denn? Hier irgendwas. Hier kann ich ja so einen 84er. Das ist schon ein Schmutz. Sammel mal einen hochgerateten Spieler, der nicht so krass teuer ist. Hochgerateter Spieler, der nicht so krass teuer ist. Focus Clan, richtig gut. Focus Clan macht's richtig gut, Freunde. Haben sich geile Sponsoren geholt. Bezahlen auch fair und sowas. Da läuft alles super bei Focus. Son, Digga, seid ihr los? Verratti. Focus Ehre. Ich kann euch die Vereine nicht sagen, die einen abziehen oder die Orgas. Was, ihr müsst euch vorstellen, da gibt es Managements, die sagen, gibt uns, Digga, das reicht ja auch nicht, ist das lost. Gibt uns von deinen Subs 20%. Wofür wollt ihr 20%, ihr Knechte? Was macht ihr denn für diese 20%? Was habt ihr mit meinem Twitch zu tun? Wisst ihr, was ich meine? Und sowas unterschreiben, Leute, das ist ja das Schlimme an der Sache. Weil die nicht wissen, was die machen. Ich habe so viel gelernt in den letzten paar Jahren. Marktkenntnisse und was du machen kannst, was du sagen darfst und so. Ich habe mich bei der VBL eine Stunde lang mit so einem Typen unterhalten, der bei EA, der für EA und der DFL arbeitet sozusagen. Der hat das dann managed. Digga, und ich habe den Argument an den Kopf geschmissen, der wusste nicht, was er sagen soll. Der wusste nicht, was er sagen soll. Ich sage... Er kommt mit dem Argument, Ultimate Team ist pay to win. Ich sag zu ihm, okay, dann mach doch 85er Gesamtrating. Niemand darf mehr als 2 Icons und das ist einfach schon mal interessanter, weil viel mehr Leute wissen erstens, was Ultimate Team ist und nicht dieser Schmutz 85er Modus. Warum macht ihr das nicht? Ja, nee, dann manche Vereine wollen auch nicht, für diese Spieler, was du da machen musst, musst du trotzdem ein paar hundert Euro in die Hand nehmen. Dann sag ich, Digga, wenn ein Verein bei der höchsten Liga im virtuellen Bereich in Deutschland mitspielen möchte, was im Fernsehen übertragen wird und die nicht bereit sind, ihren Spieler 200, 300, 400 Euro für das zu geben, dass das Investitionen sind, dann sollen die nicht mitmachen dürfen, weil das lost ist. Das ist so, als wenn Paderborn sagt,
nö, wir wollen nicht aufsteigen in die erste Bundesliga, weil wir unsere Spieler, weil wir nicht mit Bayern verglichen werden wollen, weil Bayern so viel ausgeben darf und wir nicht. Wir wollen unsere Spieler nicht so viel bezahlen. So ist es ungefähr, Digga. Warum macht ihr das, ey? Ohne Sinn. Gutes Beispiel, Illegaler. Super Beispiel. Bayern wird vernachlässigt, weil sozusagen Bayern ist dann so angearscht, weil Paderborn sagt, nö, das ist pay to win, das machen wir nicht und so. Obwohl das nicht pay to win ist, ist so, als die tun so, als wenn Bayern 1 Milliarde Euro in der Transfer-Saison ausgeben würde. Aber die geben nicht 1 Milliarde aus, sondern die haben halt einen Betrag X, was jeder ausgeben darf. Es ist ja dieses Functional Fair Play-Ding da, ne? Das könnte man so machen. Kein Verein darf mehr als 500 Euro geben. Oder ist ja scheißegal, wie viel du gibst. Auf jeden Fall darfst du nicht mehr als Teambewertung 85 haben. Und weiß nicht, die Spieler dürfen nicht längeren Jürgen als 20 cm haben. Ist mir eigentlich relativ Rille, was da gemacht wird. Auf jeden Fall kriegst du für wenig, das kriegst du schon mal gebacken. So, das waren die zwei Argumente, wo er mir dann gesagt hat, RV Hakimi tauschen und Stindl. Was? Was muss ich jetzt hier machen? Verratti als IV? So, hier. Teambewertung. Teambewertung abgeben. Verratti, ja, wir haben's. Das nervt mich so krass, wenn ich darüber nachdenke. Freunde, der Typ, er hatte keine Argumente. Er wusste nicht, was er sagen soll. Er sagt so, ja, das kann man ja mal dann für die Zukunft. Digga, ich sitze mit dir da, ich habe mit den Typen da gesessen 20 Minuten und die Ideen sind mir spontan gekommen. Und dann wollen die mir erzählen, dass so Leute im Office sitzen und nicht darauf kommen. Das ist so eine Katastrophe, wirklich. Dieser 85, diese komplette Club Championship ist so schlecht organisiert. Kann gerne irgendeine Zeitungsartikel, kann darüber schreiben. Es ist schlecht organisiert. Wenn irgendein anderer E-Sportler das in Frage stellt, der hat keine Ahnung vom Spiel und der sagt dann nur das, weil er Angst davor hat, dass der Verein ihn rausschmeißt. Aber du solltest mal überhaupt daran überlegen, an alle, die jetzt hier unter Vertrag sind, bei irgendwelchen Vereinen und die dir verbieten, das zu sagen, was du willst, obwohl es die Wahrheit ist und du niemanden beleidigst oder zu nahe trittst, dann würde ich mir überlegen, mein Freund, ob das überhaupt der richtige Verein für dich ist. Und wenn du nämlich gehst, kannst du sagen, was du willst und dann kannst du nämlich auch die ganzen Türen aufmachen, was da so falsch lief und sowas. Wir machen Roulette, Freunde. Wir machen Roulette. Meinungsfreiheit gibt es, ja, ich weiß, es gibt Meinungsfreiheit, aber die wird manchen genommen. Die wird manchen genommen. Der Tag, an dem ich für mich irgendjemanden verkaufen werde, ist der Tag, wo ich meine E-Sport-Karriere an den Nagel hänge und wo ich dann komplett raus bin und nur noch YouTube und so mache. Also falls sowas kommt, wenn ich irgendwann damit bestraft werde, dann werde ich da, Digga, dann werde ich dieses sinkende Schiff, Digga, das werde ich da so, ich ziehe das so runter. Ich werde da, Digga, ich werde da, weil ich kenne alles. Ich weiß genau, was da abgeht. Ich werde das Schiff dann wirklich mit runterziehen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Viel gelernt gerade. Ja, Eldos, Digga, pass auf, Digga. Ich weiß, dass viele Vereine höchstwahrscheinlich oder Orgas bei dir hinterher sind. Digga, wenn jemand, ich könnte schwören, dass du, ich weiß nicht, ob du Management hast. Eldos, du bist gerade ein aufgehender Stern. Du hast Reichweite auf, du hast Reichweite für dein Alter. Generell, das ist gut. Du hast ja, glaube ich, 5000 oder so auf Insta. Du hast auf Twitch, glaube ich, auch ganz gute Aktionen. Du hast einen YouTube-Kanal, der 30.000 Follower hat oder so. Ich kann mir vorstellen, dass welche bei dir Angebote auf jeden Fall gemacht haben, weil du auch gut bist und du jung bist und die dir safe, Digga. Schreib mir, bitte, ich bin dein Berater. Bevor du was unterschreibst, schreib mir, wer was und wie viel. Ich bin jetzt dein Berater, ich mach's umsonst, Digga. Schreib mir, wer und wie viel und was die wollen, es bleibt unter uns. Ich weiß auch von anderen E-Sportlern, was sie für Angebote bekommen haben und wie viel. Und ich hab denen gesagt, Digga, wenn du das machst, dann bist du lost. Und die haben jetzt mehr verlangt oder haben andere Sachen gemacht, Digga. Und die sind darauf eingegangen, die Vereine. Weil die immer mit dem Erstgebot, Freunde, die kommen mit einem Erstgebot und der ist Schmutz. Ihr müsst euch das überlegen. Die wollen euch, wenn die das sagen, was die euch sagen, wenn die sagen, 2000, Erstangebot, und labern euch aber eine Stunde lang voll
und ihr sagt, ja, ja, lass machen, dann lachen sie sich danach kaputt. Die sagen, oh, echt? Hätte ich nicht gedacht. Digga, die gehen schon, ihr müsst da aufpassen. Die, wirklich, das ist aber das Geschäft, Freunde. Das ist, hab auch schon mit Mo und so geredet. Ja, ich hab doch auch schon mit dir geredet, Digga. Ich hab doch auch schon mit dir geredet. Mo und ich, Digga, ihr müsst mal den Chatverlauf zwischen mir und Mo sehen. Da geht's nur um sowas. Ich schwöre, da geht's nur um sowas. Weil Mo, Freunde, hat auch. Mo hat auch Ahnung. Mo ist auch richtig Poker. Der pokert auch sehr oft. Aber wir lassen uns einfach nicht verarschen, Digga. Das ist mir ganz wichtig. Ich lass mich so ungern verarschen. Digga, hier der Chat, ich schwöre, kann ich nicht vorlesen. Ist. Nee, kann ich nicht, kann, also es geht nicht. Aber es ist krass, bei mir und Mo geht's nur darum. EDV Berater, Leonard Braun mit einem VIP-Sub. Dankeschön, Leonard Braun. Und danke auch für die Follows, Freunde, falls ihr noch nicht reingefollowt habt. Achso. Und euch das so gefällt. Ich streame 4 bis 5 Mal die Woche. Eigentlich sind wir immer so, ja, auf Elite 1, Top 100 Kurs. Also wir schwitzen auf jeden Fall immer so darum. Wir haben diesmal ganz schön früh verloren bei 1-1. Normalerweise nicht. Was? Nee. Könnt gerne ein Follow da lassen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, Freunde. Ich mach kurz das Pack hier auf schon mal. Icon Pack. Und dann machen wir Roulette und wir labern aber weiter, Digga, weil ich bin gerade im Modus. Ich bin gerade drinne. Also, ihr seht jetzt nichts. Perfekt. Ihr seht jetzt nichts. Ich mache jetzt das Pack auf. Ich guck nicht hin. Eli Geller guckt nicht hin, Digga, wenn ich einfach schon wieder darüber nachdenke, wie manche. Eldos und Umut, schreibt mir vorher, bevor ihr da irgendwas macht. Ich bin eure Berater, Digga. Ich telefoniere mit den Orgas und den Vereinen, Digga. Ich mache sowas Eigenes jetzt auf. Eddie Geller Management. Eddie Geller for Present Management. Eddie Geller for Nee, warte mal. Wie nenne ich das denn dann? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall nehme ich euch alle unter Vertrag, Digga. Aber bei mir ist kein Henkel-Vertrag. Ich sage, nehmt alles. Ich will einfach nur, dass ihr nicht abgezogen werdet. So, okay. An sich müsste ich jetzt drinne sein. Ich habe das jetzt im Verein gemacht. Okay. Mal gucken, wen wir haben. Eli, bist der Beste, mal weiter so. Dankeschön. Vereine, so. Habt ihr irgendwelche Fragen, Leute? Vereine zahlen Eli Schutzgeld, dass er nicht verrät. Die bezahlen mich, Digga. Die Vereine, ich guck nachher auf mein Handy, alle sagen, yo. Nee, es ist so. Es sind nicht nur Vereine, Freunde, es sind auch Orgas und so. Orgas, Vereine, Management, das alles ganz schlimm. Teilweise. Ich sag nicht, dass alles. Also, die meisten sind korrekt, aber es gibt auch ganz schlimme Aktionen. Sag ich euch ganz early. Was da teilweise unterschrieben wird, Digga, da denke ich mir wirklich schon mal erst ein Dachschaden. Ja, nee, 4-4, ja, der spielt, glaube ich, aber nicht mehr richtig. Aber Orgas wie Focus und SK machen das eigentlich super. Ja, Digga, ich habe doch gar nicht gesagt, dass SK und Focus Schmutz sind. Ich meine ganz anderes. Ich meine was anderes. Also ich meine, SK und Focus, Freunde, übertrieben professionell. SK, das kann ich euch jetzt schon sagen. SK und Focus übertrieben professionell. Qualität, warte mal, Icon. Nationalität, wir fangen mal, das dauert aber jetzt alles ein bisschen länger. Hab 500 Euro Angebot bekommen, gut oder nicht? Ja, wahrscheinlich hast du 500 Euro Angebot bekommen. Glaubst du, wer wird die EM und die WM gewinnen? Real Fußball, Freunde, wir sind hier gerade im E-Sport-Thema. Ich versuche gerade den ganzen Laden hops zu, also ich versuche euch gerade zu erklären, wie das alles hinter den Kulissen funktioniert. Wir gucken erstmal NetWert. Okay, NetWert ist es nicht. Weil ihr denkt, Digga, ihr denkt, wir spielen FIFA und verdienen Tausende von Euro. So ist es nicht. Manche schon, ja, aber so sollte es auch sein, weil dieses gut FIFA spielen ist ein Talent und dieses Streamen, Leute zu unterhalten, wenn es so einfach wäre, das sage ich heute zum 10. Mal, wenn es so einfach wäre, dann würden die Frage, Digga, Angebot-Nachfrage, wenn, Digga, deshalb, wenn ich irgendwann mal in der Schule aufgepasst habe, Frau Auerbach, ich weiß nicht, ob Sie das hören, Sie sind stolz auf mich, falls ja. Angebot, Nachfrage. Hört jetzt zu, sowas lernt ihr nicht in der Schule. Eigentlich schon, aber okay. Rails, okay, wir gucken Rails. Wenn ihr in der Wüste seid, wenn ihr in der Wüste seid und da ist eine Cola-Flasche,
und ihr seid alle kurz vorm Verdursten, aber ihr habt genug Kohle dabei, ihr habt 50 Euro dabei und der Typ sagt, ich möchte 50 Euro für diese Cola-Flasche. Du nimmst es, weil du einfach, weil du musst. Du kaufst diese 50 Euro Cola. Wenn du im Supermarkt hier in Berlin einkaufen gehst und da kostet eine Cola-Flasche 1 Euro und davon gibt es 1 Milliarde Stück und ihr seid nicht darauf angewiesen, Digga, dann kauft ihr die. Und das ist ganz, ganz oft so. Digga, die E-Sportler und Content Creator sind die Cola-Flasche in der Wüste. Das ist so. Die gibt es nicht wie Sand am Meer. Und ihr werdet voll verarscht, weil ihr seid, ihr kauft diese Cola-Flasche, die eigentlich 50 Euro wert ist. Na, ihr seid 50 Euro wert. Aber ihr lässt euch verkaufen für 2 Euro oder 1 Euro, weil ihr im Kopf habt, dass die Cola-Flasche bei Kaufland, Edeka oder sonst wo eigentlich 1 Euro kostet. Also seid ihr mit 2 Euro zufrieden, weil es ja euer Ding ist. Guter Vergleich, Edigella. Angebot und Nachfrage. Lost? Nein, es war Lost erklärt, aber ich hoffe, ihr habt es verstanden. Schottland? Deigisch? Maybe? No? Gutes Beispiel. Nein, das war ein gutes Beispiel, Freunde. Ihr habt es verstanden. Jetzt mal auf Ernst. Was sagst du zu einem FIFA-Coach, der sagt, was du machen sollst? Kommt drauf an, Digga. Manchmal hilft es wirklich. Es kommt auf die Person drauf an, ne? Larsson? No? Es kommt auf die Person drauf an. Das kannst du nicht so verallgemeinern. Aber ich finde einfach, E-Sportler... Digga, bestes Beispiel der Fußballer. Warum... Okay, Chat. Warum werden Fußballprofis so krass hoch bezahlt? Ich hab's verstanden. Ich bin also eine Cola-Flasche. Ja, genau. Warum werden Fußballer so hoch bezahlt? Wir gehen mal hier in die Big Polar Länder. Okay, Ghana maybe? Wir machen hier gerade Icon Roulette. Hast du Naturlocken? Ja. Sie werden so hoch bezahlt, Freunde, wegen zwei Dingern. Die werden zu hoch bezahlt, keine Frage. Aber was glaubt ihr, warum die so hoch bezahlt werden? Weil dieses Fußballgeschäft so viel Kohle macht. Die machen so viel Kohle, dieses Fußballgeschäft. Mit Fernsehen, mit Sponsoren. Und warum machen die so viel Kohle? Weil die Fußballer berühmt sind, weil die entertainen und so. Und da muss man... Boah, Schock. So musst du halt denken. Und Fußballer gibt es nicht wie Sand am Meer, diese guten Fußballer auf jeden Fall. Fußballprofi-Niveau gibt es nicht wie Sand am Meer. Deswegen werden die auch gut bezahlt, weil es was Besonderes ist und weil der Verein nun mal viel Kohle macht oder so diese Möglichkeiten hat, weil Fußball einfach Milliardenunternehmen ist. Oder Millionen, weiß was ich. Eli beantwortet, ich habe ein Angebot von Schalke bekommen, gerade bei... Ja, ich weiß nicht, das stimmt, glaube ich nicht. Also jetzt schreiben hier ein paar leider. Hast meine Spende überlesen? Jan Greife 2 Euro, entwickelt ihr als E-Sportler einen FIFA? Nee, Digga, die hören nicht mal 1% auf uns. Die machen genau das Gegenteil, was wir denen sagen. Gefühlt. Mo war bei der WM in Vancouver, also nach der WM war der in Vancouver und der wurde eingeladen und der hat so gesagt, was gut ist und was nicht gut ist. Die haben genau das Gegenteil gemacht. Warte mal, was gibt's denn hier noch so, Freunde? Loste Länder. Was Loste Länder anlädt bei Icons. Fußballer haben es viel zu leicht. Ja, ich sag doch, Digga, dass die zu viel verdienen, aber die können so viel verdienen, weil das Geschäft so groß ist und weil die ein Alleinstellungsmerkmal sind. So. Es gibt so viele Fußballer auf der Welt, aber wenn es so einfach wäre, könnte doch Real Madrid jeden auf der Straße holen. Machen sie aber nicht. Die brauchen was Besonderes. Und bei E-Sportlern und Content-Creatern ist es genau das Gleiche. Das ist nicht so einfach, krass in FIFA zu sein. Das ist ein Talent, Digga. Oder viel Arbeit steckt dahinter. Oder dass du Reichweite hast. Das gibt's nicht. Und das soll vernünftig bezahlt werden. Und nicht, dass du da was abgibst oder so eine Scheiße. Das ist, also, dass die dich abziehen, sozusagen. Digga, das, als ich das gehört habe, dass welche Subs von ihren Subs Geld verlangen. Digga, da wurde mir so übel. Finnland. Also, da bekommen Verein und Orgas Subs von ihren Spielern, die unter Geld von ihren Spielern, die unter Vertrag haben, A, B, C, D, E, F, G,
Obwohl die nichts machen, Digga. Die machen nichts dafür, die bekommen Geld. Und das ist einfach, Digga, lasst euch nicht verarschen. Finnland, Dänemark habe ich schon. Nigeria habe ich noch nicht. Nigeria nicht. Okay, sieht schon mal nicht schlecht aus. Japan. Japan. Ich habe das ja schon mit den Preisgeldern verteilt, Freunde. Selbst, das hört sich übertrieben arrogant an, aber ihr dürft die Zahlen nicht vergessen. 250.000 für die FIFA-WM ist viel zu wenig. Ist so. Es ist so. Weil EA Milliarden am Umsatz macht, da ist es... Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich gebe euch jetzt ein perfektes... Okay, warte, lasst mich kurz überlegen. Okay, es ist nicht so gut, es ist nicht mein bestes Beispiel, aber ihr werdet es verstehen. 250.000 hört sich nach übertrieben viel Kohle an. Ist auch übertrieben viel Kohle. Ist aber im Vergleich ziemlich wenig für das, was EA einnimmt. Ich bin ein Bäcker. Ich backe eine über... Oh, wird es lost. Ich backe eine übertrieben große Torte, Digga. Die ist so krass groß. Die ist so groß, die Torte. Und ich gebe den besten... Tester da, gebe ich ein relativ großes Stück für Normalo, Digga. Das ist, aber der ist kurz vorm Verhungern. Oh, ist das lost. Das ist so ein Stück, Freunde, wo man sagt, oh, das ist ja ein ziemlich großes Stück. Das hört sich viel an. Aber der Typ müsste... Ey, scheiße. Also, das Beispiel war lost. Vergesst, was ich gesagt habe. Ihr habt die Message verstanden. Ich gebe den Typen ein viel zu kleines Stück vom Kuchen. Bei welchem Land waren wir? Bei Japan? Ihr habt es verstanden. Eli Windows Absturz. Aber ihr habt es verstanden, Digga, darum geht's. Ich habe mir jetzt den Avocado geholt. Avocado Ali, ist Avocado Ali im Chat? Wir lassen Bunker noch ein bisschen auf. Was gibt's noch für ein Land? Top 9 jetzt? Ah, warte, Rumänien ist, glaube ich, mit das letzte noch, das Loste. Wenn das jetzt Hadji ist, nee. Also, es ist echt schlimm, Freunde. Lasst euch nicht verarschen. Habt ihr keine Fragen? Mani mit 5 Euro Irland und Wales musst du auch noch schauen. Irland habe ich noch nicht. Wales habe ich schon. Bitte nicht Irland. Oh, wichtig. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Ich baller hier auch gleich noch ein Giveaway. Ich baller hier noch ein Giveaway raus, weil ich ein Gönner bin. Kurz und knackig. Könnte PSN oder Xbox Card gewinnen. Hashtag lost in den Chat, Freunde. Kurz und knackig, nicht so lange. Hashtag lost in den Chat. Like auf das Team da lassen. Diesen YouTube-Kanal hier abonnieren. Und mir auf Instagram folgen. Auf Insta heiße ich EliasN97. Worüber kann ich noch im E-Sport reden? Wovon ihr so nichts mitbekommt, Digga. So heiße ich hier auf Instagram. Findet ihr, ich gucke hier wie ein Psycho? Meine Freundin meinte, ich gucke hier wie ein Psycho. Die haben mir vorher Komplexe gemacht. Ich find's eigentlich ganz gut. Keine Ahnung warum. Die meinen, ich guck da wie ein Psycho. Ja. Auf Sydney angelehnt. Haarige Zwiebel mit einem Follow. Okay, Leute, wir sind in der Top 9. Erstes Land würde ich sagen. Portugal, damit wir mal schon mal Eusebio hier direkt holen. Eusebel, schade. MS ist der, ne? Oh, ZOM, maybe?
2 Euro von Fettlum. Wieso antwortest du nicht auf Insta, Digga? Weil ich so viele Insta-Antworten bekomme, Nachrichten. Das war das. Okay. ZOM, Digga, nicht Deko, nicht Figo, nicht Deko, nicht Figo, nicht Rui Costa Ehre. Nicht Deko! Yes! Verteidiger gibt's, glaube ich, keinen. Okay, Portugiese ist es nicht, Freunde. Es ist kein Portugiese. Es ist kein Portugiese. Aber schnell gemacht hier. Engländer, okay, wir gehen nach Spanien. Emilio Butragueno könnte es sein. Damit wäre ich sogar zufrieden. Emilio wäre ich zufrieden, Raul wäre Schmutz. Wir machen das Gewinnspiel, Freunde, bis 1.03 Uhr. Bis dahin alle ein Like auf den Stream da lassen. Diesen YouTube-Kanal hier abonnieren, sonst seid ihr ganz schön in der Auslosung. Und mir auf Insta folgen. Und Hashtag Lost in die Kommentare. Mitgemacht haben bis jetzt nur 800 Leute bei 12.000 Zuschauern. Hashtag Lost, Freunde. Julian ist nicht dabei. Also ihr müsst den Kanal schon abonnieren, sonst nimmt euch der Nightbot hier gar nicht auf. Stellt euch mal vor, es gewinnt so ein Typ, der mich vorher noch beleidigt hat und schreibt einfach aus Witz Hashtag Lost rein und gewinnt dann. Und schreibt dann, ich bin schon Supporter, ich hab dich seit 5k Abonnenten abonniert. Und vor einer Stunde hat er mich noch beleidigt, der Knecht. Sowas gibt's, Freunde. Sowas gibt's. Also, Emilio Butragueno, bist du der Allererste? Nein. MS gibt's. Okay, ZOM? No, gibt's in Spanien. Jetzt könnte es, glaube ich, schon haarig werden mit Guardiola. Guardiola könnte haarig werden. Wir machen gerade ein Icon-Roulette an alle, die neu dazugekommen sind. Und wir... Ich rede gerade aus dem Nähkästchen, aus dem E-Sport-Bereich. Wie viel da eigentlich falsch läuft. Es hat alles angefangen mit der Frage, was ist besser, E-Sportler oder Content-Creator? Seit einer Stunde, Digga, rede ich hier darüber und... Ihr könnt dann mal eure Meinung dazu reinschreiben. Ich finde, die Fragen waren ein bisschen lost von euch. Da kam immer nur, wie viel verdient der, was muss man da machen. Ihr wisst gar nicht, was im Hintergrund so abläuft, Freunde. Wie viel man machen muss und wie wenig man dafür bekommt an sich. Also nicht nur finanziell, sondern generell. Der größte Witz ist dieses 0 Euro. Du bekommst, Digga, Bremen wird Meister. Die haben sich 4 Monate lang einen abgeschwitzt. Fliegen da und dahin, haben da Interviews, haben da Fernsehaufnahmen und am Ende einen feuchten Händedruck von denen in die Hand zu bekommen und zu sagen, GG, wir sehen uns bei den VBL Grand Finals, hier habt ihr ein bisschen grün-weißes Konfetti, könnt euch einen Cola-Keks freuen und hier kriegt ihr noch so eine Schale, danke dafür. Lost, einfach nur lost. So, sag mir bitte nicht, dass es Guardiola ist. Und da. Perfekt. Gibt's, glaube ich, neben. Oh ja. IV Hiero wäre Schmutz. Hiero wäre Schmutz. Spende lese ich vor. Adana Style. Ich habe heute Adana Kebab gegessen. Ah ne, ich habe Lammspieß gegessen. Mit 2 Euro. Digga, dieser kleine Junge, der beim Fortnite-Turnier gewonnen hat, hat doch 3 Millionen oder so kassiert. Was ein Vergleich. Ja. Digga, Adana Style. Wenn du dich für die WM qualifizierst, hast du 50.000 bekommen. Wenn du dich qualifiziert hast. Und das Witzige ist ja, bis du dich dafür qualifiziert hast, hast du ja auch andere Turniere gespielt. Ich habe irgendwo gehört, dass jeder, der bei der WM da war, hat mit den Earnings davor schon mindestens 100.000 verdient. Vergleich das mal. Wenn du dich für ein FIFA-Event qualifizierst, kriegst du 400 Dollar. Oder du kriegst auch manchmal gar nichts. Du kriegst Pro-Points. Herzlichen Glückwunsch, Digga. Kann ich mir mit Pro-Points irgendwie meinen Lebensunterhalt ver... Kann ich nicht, Digga. Kann ich mit Pro-Points meine scheiß Miete zahlen? Nee, kann ich nicht. Wenn mein scheiß Mieter zu mir kommt und sagt, wo ist mein Geld? Und ich sage, hier, Digga, ich habe mich qualifiziert, ich habe zwar keine Kohle bekommen, aber ich habe 125 Pro-Points bekommen von EA Sport, Digga, das interessiert den Scheißdreck. Das ist so lost. Pro-Points. So lächerlich. Joshua Aydin und Marvin Dammer mit einem Follow. Wir warten ihn noch. Okay, noch eine Minute, Freunde, dann losen wir aus. Diesen Insta-Kanal hier abonnieren, auch wenn er hässlich ist. Was ein Knecht, Digga, möchte gern Model. Scheiß Knecht, war spontan, wa? Digga, ich lüge nicht. Ich habe locker 200 Fotos gemacht an dem Tag. Immer diese scheiß Pose, weil ich nicht wusste, was ich machen soll.
Hier auch. Immer diese Dreckspose. Das ist auch ein gutes Bild. Das war auch ein gutes Bild. Das sind zwei Knechte. Aber hier, der Mann rettet das Bild. War auch spontan, sagt man so. War auch spontan. War auch spontan. Was ein Knecht, Digga, war auch spontan. Das war aber gut. Das war gut. Ja, ja, Freunde. So läuft es hier ab bei Eli Geller. Okay, so. Wir warten. 2000 Teilnehmer sollten wir eigentlich hinbekommen. Und danach geht's mit Hero und Spanien weiter. Boah, ich red mich hier in den Fluss. Okay, 20 Sekunden oder ich los jetzt einfach nach dem Ding hier aus. Gewonnen hat Mike Lang. Mike Lang, schreib bitte deinen Instagram-Namen in den Chat. Mods bitte dann den Namen herausfiltern. GG's. Bitte keine Hero. Sehr gut. Torwart, gibt's niemanden? Es ist kein Spanier, es ist kein Portugiese. Was sollen wir jetzt nächstes machen? Deutschland? Der Vermote, Miro Klose. Das ist mein fünftes Pack, ne? Miro Klose war es nicht. MS. Es könnte jetzt Matthäus sein. Bulgarien-Flagge hat... Oh, Bulgarien habe ich vergessen. Du hast recht, Digga. Bulgarien-Flagge habe ich vergessen. Spanien-RV. Nee, geht nicht. Das ist ja Prime Icon. Puyol ist Innenverteidiger. Und sonst gibt's niemanden. Schottland hatte ich auch schon. Russland hatte ich auch schon. Ballack. Hör auf, Auge zu legen. Okay. Onida. Eierkopf mit einem Euro, dankeschön. Innenverteidiger gibt's nicht. Bitte nicht Jens. Digga, nicht Jens, nicht Jens. Ehre. Okay, Freunde. Es ist nicht Deutschland, es ist nicht Portugal, es ist nicht Spanien. Bulgarien habe ich vergessen. Okay, Bulgarien ist es auch nicht. Was sollen wir als nächstes machen? Jens raus. Safe Pelé, ja, ja, ist Pelé. Ukraine hatte ich auch nicht, stimmt, Freunde. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, O, V, W. O, V, W. Ukraine ist es auch nicht, Ehre. Okay, es ist eine von denen hier. Es ist eine von den Top 9, wobei Deutschland ist es nicht, Portugal ist es nicht, Spanien ist es nicht. Wir gehen jetzt mal nach Italien. Da können es nämlich so viele sein. Da können es so viele sein. Achso. Achso. Angreifer. Follows, yes, follows. Stat Gaming mit einem Sub. Ein Euro von Eierkopf. Was wären deine Tipps, um mit dem E-Sport anzufangen? Beispielsweise jetzt mit FIFA 21. Danke für die Tipps, du Eierkopf. Also wenn ich das Ding so machen würde, ich würde mir Real Talk 150 bis... Ihr müsst ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Tut mir leid, aber es ist so. Es ist leider so. Ihr müsst mindestens 150 bis 250 Euro in die Hand nehmen. Food Draft auseinandernehmen vom Allerfeinsten. Alles in Draft stecken, wenn es geht. So viele Münzen wie möglich sammeln. Sich dann die OP-Spieler holen. Sich dann versuchen, mit Spielern zu messen, die besser sind als man selbst und sich sein Gameplay selbst anzugucken und zu sehen, was man besser machen kann. Sich Videos angucken von Profis, was gut ist, was nicht gut ist und dann halt schwitzen um sein Leben und du musst dich für ein Offline-Event qualifizieren, sonst wird es nichts. Ist einfach so. Kein Verein oder keine Orga guckt mehr auf die Weekend League. So. Stürmer Italien ist es niemand. Nicht Gattuso, nicht Gattuso. Adrien, Max Knecht, Dogukan, Kaka, Joshua, Aydin und Marvin Dammer. Alle mit einem Follow. Nordirland habe ich auch vergessen, scheiße. Oh, no, warte mal. Ach so, Digga, alles Prime-Icons, alles Leihkarten. Alles Leihkarten, Ehre. Elfenbeingürtel hatte ich. Portugal hatte ich RF. Warte mal. Nordirland hatte ich nicht.
Oh! Digga, ich vergesse auch die ganze Zeit, dass ich die Leihkarten habe, ne? Ich vergesse es die ganze Zeit. Okay. Portugal RF habe ich aber nachgeguckt, in meinen Augen. Portugal RF habe ich doch nachgeguckt, Digga, das weiß ich doch. Es ist. Wo war ich jetzt bei Italien? Bei Verteidiger, ne? Italien Verteidiger? Ist es auch nicht. Digga, es ist schon wieder, die machen das schon wieder so spannend. Es ist nicht Spanien, nicht Portugal, nicht Italien, nicht Deutschland. England, wir gehen in die nächste. Also da könnte es auch nochmal richtig haarig werden. England ist auch traurig. Mexiko habe ich auch nicht nachgeguckt, stimmt. Digga, wie viel ich vergessen habe, ne? Aber weil ich vorhin so viel gelabert habe. Es ist kein Schieber, kein Owen, kein Lineker. Bitte kein Lampard oder Gerard. Bitte kein Lampard. Okay. Leihkarte. Jetzt wird's, glaube ich. Ich habe es in der Pisse. Moore, Ferdinand. Moore, Ferdinand, Campbell. Oh, wichtig. Wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. Immer noch live, wäre normal, Digga. Immer so 3-4 Stunden. Ich bin immer mindestens 3 Stunden online. Karim, der Allerechte, und Raffi mit einem Sub. Foka mit einem Euro. Dankeschön. Also wirklich, der Support heute mal wieder. Wie viele Follower haben wir gemacht? Was glaubt ihr? I'm looking. Aber ich glaube heute nicht so viel, weil ich die ganze Zeit gelabert habe. Hm, ist okay, 400. Ägypten, ja, ja, es gibt eine ägyptische Icon. Gibt eine ägyptische Icon. Mexiko hatten wir nicht. Oh, nö, bitte nicht. Oh, nein, bitte nicht. Oh, wichtig. Okay. Es ist nicht England, nicht Deutschland, nicht Italien, nicht Portugal. Wir holen uns jetzt Hullet einfach. Wir holen uns jetzt einfach Hullet. Hullet ist MS. Wartet mal. Oder Cruyff. Cruyff oder Hullet? Cruyff oder Hullet? Rumänien, das hatte ich alles schon. Wales hatte ich auch noch nicht. Ey? Doch, Wales hatte ich, glaube ich. Oh! Das sind so eine Knechte. Nicht Coleman. Not Coleman. I don't will Coleman have. Yes, I. Oh, Fanta sah jetzt auch. Wobei Fanta sah nicht so schlimm wäre, weil dann könnte ich meinen verkaufen. Oh, Schock. Ey, die nehme ich so hops. Das ist meiner. Das ist schon meiner. Am Ende habe ich meinen abgestoßen. Wales sagt ihr, hatte ich nicht. Ach, Digga, ich hatte Wales, ihr Arschgesichter. Ich hatte Wales, sage ich euch doch. Ukraine hatte ich, Russland hatte ich. Ich hatte diese ganzen Dinger, Ghana hatte ich auch schon. Die hatte ich. Es ist nicht Spanien, nicht Portugal, nicht Italien, nicht Niederlande, nicht Deutschland, nicht England. Es ist ein Franzose, ein Brasilianer oder ein Argentinier. Ich krieg einen Anfall. Ich krieg einen Anfall. Wobei Holland ist schon mal raus. Da gibt's halt Vieira wäre hier gut und sonst halt wirklich nichts, ne? Es wird Desai oder so sein. Ich sehe schon kommen. Ich sehe schon kommen, Digga. Ich sehe schon kommen. Es ist Desai. So, Avocado aufgegessen. Avocado Ali. Wer stolz auf mich? Morgen ist Samstag, ne? Was habe ich morgen vor? Weiß nicht. Okay. Nein, oh. Okay. Jensen Vera würde schmecken. Sisu würde auch schmecken. Sisu oder Vieira? Na, jetzt wird er kommen. Blanc Desai gibt's, ne? Blanc Desai. Oh, es ist auch kein Franzose. Hä? Bin ich lost? Bin ich lost? Es ist ein Argentinier oder ein Engländer oder ein Brasilianer. Ich schwör's euch, wir hatten alles. Schweden hatten wir. Ich geh jetzt nach Brasilien. Ich will einmal schwitzen bei Brasilien. Elfmeinküste hatte ich, Finnland hatte ich, Dänemark hatte ich. Ich hatte das alles. Wir gehen jetzt nach Brasilien.
Wir fangen hinten an. Von hinten. No homo. Da gibt es nur Carlos Alberto. Der wäre aber gut. Okay. Hier gibt es jetzt ein paar. Ronaldinho. Kaká. Ronaldinho, Kaká. Schottland hatte ich, Ghana hatte ich. Es ist ein Argentinier oder ein Brasilianer, Leute. Ich sag's euch. Portugal Elf hatte ich auch. Kaká. Sokrates. Kaká, so. Oh mein Gott, Hilfe! Ich musste erstmal gucken, Digga. Ich musste erstmal gucken. Okay, es sind alles Leihkarten. Das ist niemand von denen. Pelé ist MS, oder? Digga, wenn das jetzt R9 ist. Wenn das jetzt R9 ist. Kennst du ESV Penzberg, Edi Geller mit Soße? Nee. Snowy mit einem Follow. Karim, der Allerechte mit einem Follow. Danke nochmal für die Follows, die hier nochmal alle reinkommen. Kostenlos abonnieren, Freunde. Ist umsonst. Also ich gebe mir Mühe und jetzt hier R9. Fuck. Es ist kein R9. Es ist ein Argentinier. Digga, wir haben jede Nation durch. Ich schwör's euch, es ist ein Argentinier. Es ist ein Argentinier, was soll ich euch erzählen, Chat? Ich erzähle keine Märchen. Ich erzähle euch keine Märchen. Oh mein Gott, Digga, wenn ich das schon lese, ne? Riquelme, Crespo, Veron, das ist safe einer von denen. Irgendeiner von denen wird sein. Wahrscheinlich ziehe ich Maradona. Direkt noch eins. Nee. Oh. Inter-Anime-Freak 89. Marvin Beste, Floyd CCT mit einem Follow. Bittere Pille. Crespo. Digga, es ist wirklich so. Aber Crespo war jetzt der Beste, den wir gezogen haben, ne? Crespo war der Beste, den wir bis jetzt gezogen haben. Haha, City 81887. Perfekt. Arinami, Jonas, Nico, Selim, Laurenz, Bin, Lagrotti, alle mit einem Follow. Ich mach nochmal hier ein Insta. Ich möchte aber irgendwie noch nicht aufgeben, Freunde. Ich möchte noch mit euch labern. Irgendwie. Ich weiß nicht warum. Alter, es ist schon 1.18 Uhr. Warum ist es schon so spät? Egal, wir bleiben noch ein bisschen. Auf deinem Vollbart machst du jetzt noch eins. Vollbart. Achso. Selim Sess mit einem Follow. Dankeschön. Wer hätte auch early noch verlängern? Yo. Wollen sie. Wir bleiben drin. Iconpack, nee. Ehrenmann. Ja, wir müssen aber ein paar, Freunde, interessante Fragen rauskloppen. Hau ein paar interessante Fragen raus. Ich bin noch für euch da. Dua. Guck dich mal meinen Draft an. Ich wollte eigentlich Kent haben. Wollte aber so entspannt ein bisschen im Hintergrund spielen. Bunker schließen. Julian, wir hatten vorhin die ganze Zeit den Bunker zu. Am Sonntag wird der Bunker wieder öfter zu sein. Aber es ist halt schon so spät, weißt du, und da sind dann nicht mehr so viele Subs am Start. Also natürlich sind ein paar am Start, aber das ist nicht so gut, weißt du. Noch eins wäre nice. Ja, wir machen die Tage wieder eins, Freunde, auf jeden Fall. Ist nicht so, dass ich jetzt nie wieder eins mache. Wir werden das jetzt durchziehen. Ich werde bestimmt hier in Streams ein, zwei machen. Not, Leon, BTW, Tobi, Matthias, Fremsen, Selim, alle mit einem Follow. Lil Zazy 2006. Danke für den krassen Support wieder, Freunde, hier im Stream. Auch auf Insta haben wir fast 145.000 jetzt.
kranke Scheiße. Ich bin immer für dich da, Ehrenmann. 5 Sterne Hotel, nichts. Nee, Freunde, wir machen hier. Wir spielen ganz entspannt. Ganz entspannt. Achtest du krass auf, wie viele Proteine du isst? Na, nee, grob. Ich esse so ungefähr 2 Gramm Körper, also pro Körpergewicht, pro Kilo Körpergewicht 2 Gramm. Ich wiege 80 Kilo ungefähr, ja, so 160 Gramm esse ich am Tag. Ja, irgendwas zwischen 150 und 200 Gramm, so kommt drauf an. Immer unterschiedlich, Freunde, ich nehme das nicht so krass ernst. Bin drunk, war gerade im Haus, ist es. Bin drunk. Digga, früher war das öfter so, aber jetzt kann man ja nicht mehr so oft. Jetzt kann man ja kaum noch feiern gehen, so richtig, also in Clubs und so. Ich habe ja früher auch schon immer so bis in die Nacht reingestreamt. Und dann kam da auch immer so um 1 Uhr nachts, waren sie alle besoffen und haben bei mir reingeschrieben, jo, komm grad vom Feiern ab. Es war sogar öfter so, dass dann voll viele Spenden reingekommen sind von den ganzen Besoffenen. Aber so auch voll viel, so voll oft mal so ein 20er oder so. Haben sie, glaube ich, am nächsten Tag dann bereut oder konnten sich nicht dran erinnern. Perfekt. Kevin Taube mit einem Follow. Dankeschön für den Follow. Wie hast du deine Freundin kennengelernt? Ich habe doch über ein Video gemacht. Auf meinem Zweitkanal, Freunde, Eli Geller, könnt ihr ja mal abchecken. Auf meinem Zweitkanal, Eli Geller. Das ist er. Eli Geller. Macht mal hier 77.000 Follower voll, aber die meisten kennen den Kanal, ja. Hier irgendwo habe ich auch ein Video, wo ich meine Freundin kennengelernt habe. Das ist, glaube ich, sogar mit das beliebteste. Oder? 100 Live. Oh, Alter. Da gibt es schon ein paar Videos, die gut Klicks haben. Hier. Nee. Hier. Nee. Und da. Hä? Ach, hier. So hat Eli seine Freundin kennengelernt. Hier ist das Video. Ja. Check den Kanal mal ab. Mods haut mal Link hier rein. Honida. Timurukon, achso. Atta, bist du da? Achso. Achso. Himala Gea mit einem Sub. Atta, bist du da? Übrigens, Ausrufezeichen Twitch oder Sub. Da könnt, falls ihr Amazon Prime habt, Leute, könnt ihr mir auch auf Twitch einen Sub da lassen, umsonst. Das wird hier im Stream auch angezeigt. Also. Falls ihr jetzt in diesem Stream auch auf Twitch habt, das wird mir trotzdem angezeigt. Das werde ich auch alles vorlesen. Ja, nee, steht 5-5, ja, ich hab's gerade gesehen, Digga. 5-5 ist schon, ja. Aber ich glaube, er spielt doch nicht mehr richtig, Freunde. Wie gesagt, wir spielen das alle nur noch so wegen Content. Wir zocken das alle nur noch wegen Content. Ich ziehe durch, gute Nacht, Kumpel. Vielleicht können wir ja nächstes Wochenende wieder die Kellen gegeneinander schwingen. Luis, ich sehe dich hier gerade zum ersten Mal im Chat. Aber können wir machen, ja? Bist du in Berlin die ganze Zeit? Oder bist du im Chemiebaukasten in Halle? Digga, bin seit 0 Uhr hier. Echt? Digga, ich hab nicht einmal eine Nachricht von dir gelesen, ne? Hast du viel reingeschrieben? Digga, ich war auch echt in meinem Modus gerade. Als ich über E-Sport Real Talk geführt habe, Digga, da war ich echt krass in meinem Modus drinne. Digga, da hab ich ja... Ich hab das so gefühlt, ne? Weil ich irgendwo immer meine Depressionen, die muss ich irgendwo ablassen. Aber, ja, genau deswegen feiern mich doch auch manche oder ein paar auf jeden Fall. Weil ich einfach rede, Digga, was ich rede darüber, was ich gerade in meinem Kopf habe. Ich verstehe mich nicht. Ob das jetzt so clever war für meine Zukunft, weiß man. Also, da wird schon nichts passieren, so, aber das sehen die immer alle so ungern. Aber es ist halt die Wahrheit. Ich habe auch niemanden beleidigt oder so. Läuft halt alles sehr unprofessionell ab. Was sagst du da immer, wenn ein Abo oder so reinkommt? Ach so. Dann sage ich ach so. Also wer mein Kanal, Digga, das ist voll komisch bestimmt für die Leute, die mich so zum ersten Mal gucken. Immer wenn sie so subben, achso. Das ist so ein, keine Ahnung, Freunde. So ein Running Gag, würde ich mal so sagen. Ich bin seit 22 Uhr da, du hast mich nicht gesehen. Ja, so,
also von Leuten, die kein Sub sind, so diese random Nachrichten, die überliest man halt krass oft. So, selbst von Subs ist es nicht so einfach, die Nachrichten zu lesen, weil immer so viele am Start sind. Aber so, der Sub ist halt grün und der wird mir, das springt dann schon mehr ins Auge. Running Gag. Ja, ist das so, ihr Arschkinder. Komm, jetzt mich in die Wüste schicke. Ey, die Niederlage, ne? Die war schon wieder so lost, ey. Ich schwör's euch. Das war ein Spiel, wo ich so 2-0 führen muss, ne? Und der dann einfach auf einmal vor. Ach. Schlimm, ganz schlimm, FIFA 20. Aber das war auch meine eigene Schuld, Digga, dass ich da in der. Dass ich da zwei Gegentore in der 45. kassiere. Aber das nervt einen einfach, dass du dich nicht dass du dich so krass konzentrieren musst gegen so einen Spieler. Dass du nicht mal so im Vorbeigehen die mal kurz alle rasieren kannst. Also ich auf jeden Fall nicht. Früher habe ich das hinbekommen. Da habe ich mich, ich weiß noch, FIFA 18, Freunde. 40 Weekend-League-Spiele, ich schwör's euch, ich habe 35 davon mein Leben gechillt. 5 waren schwitzig. Jetzt, du spielst hier 30 Spiele, davon sind 15 schwitzig. Felix mit 5 Euro. Warte. Und mein tut weh 1 mit 2 Euro. Warum bist du denn da? Bin besoffen im Bett und dein Stream ist noch an. I really appreciate that. Yes, Ehemann. Warum bist du denn da? Danke Felix für 5 Euro. Meti, nee, mein C tut, achso, mein C tut weh 1. Morgen Pokalfinale, nicht mal einmal Training gehabt. Lol, was für eine Liga. Oder was für ein Pokal. Umut mit einem Follow, Lozano mit einem Follow. EA verdient in einer Lightning Round Millionen. Ja, das ist, ja, Freunde, ist er so. 250.000 Preisgeld ist ein Witz in meinen Augen. Dafür, wie viel Umsatz die so machen. Guckt euch mal Fortnite an. Fortnite macht ja auch brutal viel Umsatz. Aber die stecken das auch viel wieder rein in den Turnieren. Und ihr seht ja, wie Fortnite alles wegrasiert so. Digga, die kamen einfach aus dem Nichts. Die haben einfach alle hops genommen, weil es da um so viel Kohle ging immer. Gucken sich alle an. Digga, wenn es um Kohle geht, stell dir mal vor, man guckt sich an, wer die größere Wurst legen kann. Und wenn der die größere Wurst legt, bekommt eine 1 Million Euro. Das würde man sich auch angucken. Weil es einfach, man will einfach gucken, wer da 1 Million gewinnt. Und denkst du, Bremen steigt ab? Ich glaube schon. Ich glaube nicht, dass Düsseldorf morgen verlieren wird gegen Union. Und Bremen muss ja auch erstmal gewinnen. Ich glaube, das Ding ist durch bei Bremen. Ich glaube, das Ding ist durch, Freunde. Christian mit 2 Euro, bist ein Eierkopf. Dankeschön. Eierkopf sehe ich schon gar nicht mehr. Digga, dieses Eierkopf ist so ein krasses. Keine Ahnung, ey. Wird auch immer gesagt. Bremen zu 80% abgestiegen. Ja, würde ich auch sagen. Hoffentlich reißt Union was. Ja, aber ich glaube nicht, Freunde. Ich glaube, bei Union geht es um nichts mehr. Die freuen sich in Kullerkeks, dass sie die Liga gehalten haben. Ist auch krass, finde ich, dass sie es geschafft haben. Respekt auch dafür. Alle denken auch immer, scheiße, Union, Digga, das stimmt nicht, Mann. Weil ich halt härter E-Sportlerin. Ich glaube, dass Union, ich würde nicht sagen, dass die. Die werden schon spielen, so, aber ja. Ob die es die jetzt so krass juckt, weiß ich nicht, wenn die verlieren. Und Düsseldorf wird um ihr Leben spielen. Union juckt gar nichts mehr. Digga, Union ist echt so. Ich glaube nicht, dass Union da irgendwas jucken wird morgen. Und Düsseldorf spielt ja um ihr Leben. Und ich finde, Düsseldorf spielt nicht mal schlecht Fußball so. Also ich glaube, das Ding ist durch, Freunde. Düsseldorf muss ja. Die müssen verlieren, ne? Reicht ein Unentschieden? Ich glaube nicht, ne? Was ist dein Lieblingstier? Was mein Lieblingstier ist? Das ist für eine Frage, Digga. Mein Lieblingstier ist. Was ist mein Lieblingstier? Ich bin wirklich nicht so krasser Tierfan, aber ich feiere Hunde schon. Hast mich in deine Insta-Story gemacht, Ehrenmann. Warst du der? Ja, ich habe ein paar heute reingemacht. Ich fand den witzig, der seinen Controller rausgeworfen hat. Aus dem Fenster.
Oh mein Gott, man kann. Achso. Der hat Kent. Der hat Kent, Freunde. Besten Spieler am Spiel. Er hat einfach 5-5 bekommen. Die Krake, ja, die Krake wird morgen wieder zuschlagen. Der wirft den 20 Meter. Digga, der hat den um sein Leben geworfen. Der wirft den einfach, Digga, so. Nicht mal einfach so aus dem Fenster, der wirft den so richtig krass auf die Straße. War ich eigentlich der Einzige, der in meiner Insta-Story das lustig fand mit diesem Leck? Ich hab mich totgelacht, ne? Ich hab aus Langeweile auf TikTok ein bisschen rumgescrollt. Bei mir kommen, werden mir auch nicht diese ganzen Schlampen angezeigt, sondern bei mir werden immer so Fußball-Memes und Gamer-Memes und so angezeigt, weil das halt auf mich zugeschnitten ist. Ich hab mich totgelacht, ne? Einfach mit diesem Leck? Nein, der mit dem Chat. Achso, mit Chayas kommen und Chayas gehen, aber Eli Geller bleibt. Der war auch cool, ja. Oh, Kent. Kent backt sich durch, Kent backt sich durch. Wie hat man Kent bekommen? Im Draft. Voll unlustig. Fandest du, Digga? Ich fand es so lustig. Ich fand es so lustig, Hilfe. Hab ich gar nicht einbekommen, ne? Weil die Musik und wie er so nicht gelacht hat, das war wie es gut geschauspielt hat und wie er dann so an der Wand lag. Oh. Mein Gegner kann was, Lul? Oh, mit links David Luiz. Mit seiner linken Klebe. Mit 2 Sterne Weakfoot oder so. Ach, ich gewinne das hier noch. Guckt. Guckt. Guckt jetzt. Look in the mirror. By the way, bro, by the way. Oh. Da kommt ein Pupsi. Nee, nee, Kent. So nicht, Kollege. Wir sind hier nicht im Tanzverein, Digga. Wir sind hier nicht bei Wünsch dir was. Er steuert Torwart, Digga. Was ein türkischer Öler mit seinem Galatasaray-Wappen. Er steuert Torwart in Draft. Ich hätte gar keinen Nerv dafür, Digga, um 1.32 Uhr einen Torwart in Draft zu steuern. Oh. Schieß doch mal links, Junge. Ah ja. Kommt der an? Sweaty Woman, alles klar, aha, dieses Spiel ist verkauft. Ich konnte nicht mal sweaten, ne, weil Lewandowski lost ist. Er ist so komisch gelaufen, Lewandowski. Der hätte ihn nicht am Mann bekommen, ich sag's euch. Ich hab's ganz genau gesehen. Ach, dieser Ken. Wer war im Prime Icon Pack? Crespo. Crespo der Allerechte. Morgen kommt ein neues Video übrigens, Freunde. Um 11 Uhr mit Pro uns. Um Richard Richarlison. Um den guten alten Richard, Digga. Mann, Digga, langsam reicht's doch aber hier in dem Game. Ich hasse es so krass. Ich hasse FIFA 20 ab und abgrundtief, wirklich. Du kannst dich nicht verlassen. Die gehen mal rein, mal gehen die nicht rein. Du kannst dich darauf early nicht verlassen. Stimmt, ey. Aber wir holen noch Elite 1, ihr werdet sehen. Oh mein Gott! Ich hasse es. Ich hasse dieses Spiel. Ab und kreativ hasse ich dieses Spiel. Man kann sich nicht drauf verlassen. Guck mal, das klappt, wenn ich das sage. Jedes Mal nach einer Ecke.
Ab und griff! Ich verabscheue dieses Spiel. Olle, oh! Und er haut ihn mir mit seinem Scheiß David Luiz mit links einfach rein. Meinung zum E-Sport-Verein Werder Bremen, Ehre. Die sind die Besten, würde ich sagen. Also, vereinsmäßig in Deutschland. Haben jetzt zweimal hintereinander die Club Championship gewonnen. Auch wenn ihr es nicht mitbekommen habt, weil das Marketing total lost ist nun mal in diesem Bereich. Ach so. Real Talk, es wissen mehr Leute, dass Richard Richardson mir folgt, als wenn Bremen deutscher Meister im E-Sport wurde. Das wussten wir, lege ich meine Hand für ins Feuer. Dass das mehr Leute mitbekommen haben. Und da sieht man einfach schon, wie schlecht es ist. Wer da arbeitet, Digga, der macht auf jeden Fall im Marketingbereich irgendwas falsch oder der kommt da auf andere, auf ganz schwache Ideen. Jo, mit dem Fuß hätte ich ihn auch rausgeschlagen, Digga. Das hätte ich genauso gemacht. Gute Ballannahme. Ach, dieses Spiel, ne? Ich verstehe nicht, wieso das so schlecht ist. I don't understand. Why the game is so bad? Komm jetzt, Tor. Perfekt. Ein Teller mit Butter? Nee, ohne. Plazy ist übertrieben laut. Ja, das liegt daran, weil die so alt ist. Ach, das Spiel! Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. EA Sports. Hätte ich nicht gedacht, dass das so jetzt hier ist. Woher hast du denn Oxford Englisch? Öffnest du noch Eigepäck? Nee. Wie lange denkst du, wird Arminia in der Bundesliga bleiben? Keine Ahnung, my friend. Ich bin gespannt, wie die nächstes Jahr so spielen werden. Glenn mit einem Euro lese ich gleich vor. Was die nächstes Jahr alles so rauskloppen. Ich feiere aber sowas, dass so kleine Vereine... Ja, Mine gehörte schon so, glaube ich, zu den kleineren, sowas machen, Digga. Da sieht man, dass Kohle nicht alles ist. Digga, die haben Hamburg so hops genommen, Hilfe. An alle Hamburg-Fans, Digga, das ist so schlimm, ne? Wenn die nicht aufsteigen, aber Heidenheim spielt ja gegen Bielefeld. Heidenheim spielt gegen Bielefeld, das ist nicht einfach, Freunde. Bielefeld spielt, ist zwar schon aufgestiegen, aber ich glaube trotzdem, dass sie richtig spielen werden. Haben sie ja die letzten Spiele auch gemacht. Ja, ist es. Trotzdem nur der HSV. Spielst du diese Welt nicht mehr? Doch, doch. Mach ich. Sonntag. Na, morgen wird es einen Twitch-Stream geben. Morgen wird es auf jeden Fall einen Twitch-Stream geben. Und, Sonntag wird es einen fetten Weekend-League-Stream geben. Ja, mach ich ja jetzt immer so. Sonntag mache ich ja dann mehrere Spiele. Wobei ich werde so, weiß nicht, 6-7 Spiele Offstream spielen. Morgen mache ich 3 oder so. Und dann Sonntag früh nochmal 3 oder 4. Und dann Sonntagabend halt wieder 15 oder sowas. Sonntagstream sind wir nicht. Ja, ich schon. Ja, Twitch-Stream. Ja, Freunde, Twitch bockt momentan auch, muss ich early sagen. Twitch macht richtig Spaß momentan. Twitch macht richtig Bock. Da haben wir auch schon... Digga, wir haben da 1700 Subs auf Twitch. 1700. Und ich stream da ja echt nicht oft.
Glenn mit Neuro. Herr Eli, hab mich auf der Suche gemacht nach einem positiven Aspekt zum Arschan. Sie schützen vor Bakterien. Lol. Echt? Dankeschön, Glenn. Das war nämlich mal meine Frage bei Twitter. Ja, finde ich gut, dass du der Sache so auf den Grund gegangen bist. Dilons Jimmy mit einem Follow. ABC, ich esse gerne Tobias Bauer. Schlimmi mit einem Sub. Mr. X mit einem Sub. Christian Förster, habe ich vorgelesen. Baum Fabi. Danke für die Follows nochmal. Also 300.000 knacken wir nicht, Leute, glaube ich, zum Ende von FIFA. Oder zum Beginn von FIFA 21, glaube ich nicht. Ich denke, so einen Monat nach Release haben wir die 300k. Aber das habe ich zu den letzten Zahlen ja auch immer gesagt. Und dann ist immer irgendwas eskaliert. Es werden halt Fußball-Challenges und so kommen. Ich bin gespannt, wie die so zünden werden. Aber klar, das, was am meisten immer so gebracht hat, war Streamen. Und Streamen, Freunde. Stream mal die Weekend League Ende August. FIFA 20 kommt ja jetzt, 21 kommt ja sogar noch später jetzt. Es kommt ja noch später, FIFA 21, zwei Wochen später. Stream mal Ende August FIFA 20 Weekend League. Weißt du was da? Da wirst du ja keine Zuschauer haben. You understand? Raclette? Nicht 6-5, ja, ich hab's mitbekommen, Leute. Ja, das, halt, das Spiel macht einen echt kaputt, so. Aber ich bin auch 1-1 gestartet. 1-1. Aber meine Niederlage, ich würde doch... Sonntag habe ich normal verloren, beziehungsweise mein Gegner war gut. Aber es ist so auffällig, finde ich, wie EA manchmal Spiele manipuliert. Mein Gegner hat 5-mal aufs Tor geschossen, macht 4 Tore, 3 Dreckstore. Ich spiele mich da in den Strafraum rein. Mein Mbappé nimmt die Bälle so dreckig an. Eusebio oder weiß ich nicht mehr. Also, nichts funktioniert da. Das ist komisch, das ist sehr auffällig schlecht. Manipuliert Scripting hoch 10, ist einfach so. Wenn mir jemand erzählt, es gibt kein Momentum in FIFA 20, Digga, der hat den Knall ja gar nicht gehört. Der hat den Knall gar nicht gehört. Aber ich habe wirklich Bock, so FIFA 21 mich auch da so rein zu grinden. Auch so gameplay-technisch so versuchen, da so richtig reinzuschwitzen. Ich werde das krasseste Team haben. Ich habe ja schon gesagt, ich werde Pay-to-Win, seinen Urgroßvater werde ich da machen. Ist mir scheißegal, Digga. Ich werde da halt wieder Kohle in die Hand nehmen müssen. Ist halt leider so. Aber ich werde mir R9 holen, ich werde mir Hullet holen und ich werde mir Euse und Vieira holen. Alle in der ersten Woche. Das wird so 20 Millionen circa kosten. Bis ich die habe und dann, Digga, weil dann hast du auch keine Kopfschmerzen. Ich werde aber trotzdem, denke ich, keine Pack-Opening zum Totti und so machen, weil das ist Abzocke. 2000 Euro zum Totti, höchstwahrscheinlich zieht man keinen Totti. Wenn du 2000 Euro zum Release reinknallst, Digga, das hat wenigstens, also hat auch keinen Sinn, weil, also außer du bist halt Content Creator. Also rein E-Sport-technisch hat das Sinn, hat das 1000-mal mehr Sinn. Ich werd so 90% in der ersten Release-Woche reinstecken. Und den Rest dann, ich weiß nicht, glaube ich nicht mal, dass ich da großartig was reinstecken werde. Weil man zieht halt early nichts, ne? An diesen ganzen Events, man zieht nichts. Besonders Totti, Digga. Wie bist du? Ich habe wegen FIFA 20 schon 2 Handys, 1 Controller und ein Headset geschrottet. Ich habe nichts geschrottet, ne? Ich habe nur meine Hand, breche ich irgendwann noch durch. Wusstest du, dass Meadow vor der Musik bei Chem 1 gespielt hat? Wirklich? Nee, das wusste ich nicht. Deine Meinung zu Frauen, die mit ihren Ex zusammenkommen? Ja, auch Frau oder Mann, es spielt ja keine Rolle. Ich finde das immer lost, wenn man mit seinen Ex zusammenkommt. Wenn es einmal nicht funktioniert hat, dann... Oha! 45.000 Münzen, ach so. 50k Pack. Ja, sowas hätten die mal mehr am Anfang geben müssen. Honey da? Sowas habe ich glaube ich noch nie am Anfang bekommen. Immer nur am Ende von FIFA 20. Schon wieder geskriptet hier. Bei Mainz, Darmstadt und Schwangern hat er gezockt und sagt dann nochmal. Echt, ja? Dann kann der anscheinend was in Fußball. Hertha. Eieiei. Ist schon wieder dieser Bug. Lass mich doch, Digga, hier, okay, ich mach alles im Verein. Seid ihr jetzt zufrieden, ihr Knechte? Ich konnte nicht mal richtig was abstoßen.
lass mich jetzt mein 50k Bag aufmachen und lass mir jetzt meine Prime Icon Moment R9 ziehen. Prime Icon Moment, das ist ein 83 Plus. Wir sind. Nee, das ist Winter Refresh. Oh, war das weiß, Digga. Sah das weiß aus, Hilfe. Es sah so weiß aus. Es sah so weiß aus. Ich krieg hier Anfall. Habt ihr das gesehen? Ich dachte, ich hab schon die Icon gesehen, Digga. Es sah so weiß aus. Wahnsinn. Wahnsinn. Haben die mich schon wieder hier hops genommen. Winter Refresh, wirklich krass weiß. Digga, war das weiß. Wahnsinn. Okay, Leute. Ich lese hier nochmal alles vor, was reinkommt. Insta-mäßig, YouTube-mäßig an Follower. Dunkle Soße vom Julian. E8s Vancouver, Canada, auch mit einem Follow. Ich mag Illegella und esse Tobias Bauer mit einem Follow. Sardinen eben mit einem Follow. Auf Instagram. Hat abonniert. Eli, Toni, Jan, Jan, Jakob, Ben, Spocky, Sheila, Black, Mixo, Omar, Luis. Feier dich auch nochmal. Hashtag bester Mann, du Eierkopf. Ehrenmann. Ehrenmann. Wo ist der Kommentar? Oh, jetzt kann ich das nicht mehr liken. Perfekt. Perfekt, 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 perfekt. Niki mit einem Follow. MX2004, Ale, Damian, Noah, Fabian, Katalea. So, Katalea, aus Wut, Katalea. Mo, Marius, Amino, Leandro, Max, Batu, Tom, Alken, Dennis Junior, Kilian, Clemens, Jinma, Jinna, was weiß ich nicht, das ist aus Pelé, was sagen die nochmal? Jinga, Leroy, Marius, Max. Letzter Durchgang hier auf Instagram. Follow me on Instagram. Philipp, boah, ist mir warm. Luan, ich gehe jetzt safe duschen, Freunde. TK, Rudi, Batuinai. Thanks, thanks, thanks. Okay, Freunde, morgen wird es einen Stream auf Twitch geben. Morgen wird es einen Stream auf Twitch geben. Wir werden ein bisschen Offstream spielen. Ich hoffe, wir stehen am Ende noch so 14-1 oder so. Und retten das ganze Ding hier noch. Aber ich denke, wir schaffen Elite 1, Freunde. Spiel verloren ist ja okay. Kann mal passieren. Ich denke, wir schaffen das. Ich gehe jetzt offline, Freunde. Haut da rein. Morgen geht's weiter. Checkt morgen das Video um 11 Uhr. Es geht um Richard.